Man jedem seine Religion leben lässt und diese Religion selber keinen Anspruch drauf hat, selber Politik zu machen, beziehungsweise ein anderes Rechtssystem zu implementieren, ist kein Thema. Das haben wir im Christentum. Das Christentum ist hier in Deutschland vollkommen säkularisiert. Du hast also ich sag mal so, im Christentum meines Wissens, Jesus hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Erde und hat auch keinerlei Anspruch in irgendeinem Staat meines Wissens. Aber du weißt auch, dass die Christen auch das Evangelium, die Botschaft auch verkündigen, ne? Die gute Nachricht von Jesus. Ja, meine Güte, wenn du missionierst, kannst ja meinetwegen machen, darum geht es ja nicht. Es geht ja jetzt, wenn du missionierst und jemanden dann gewaltsam darum bringen willst, zum Beispiel, oder? Aber wenn du normal mit jemandem redest, jemanden missionieren willst, meinetwegen, dann kann derjenige sagen, hier, interessiert mich nicht oder lass mich in Ruhe, dann hat sich's. Aber wenn das jetzt auf eine dringliche Art oder eine Gewalt geht, die in die Freiheiten des Menschen eingreift, dann ist es natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Also mit den Missionaren an sich habe ich auch kein Thema. Wie gesagt, wenn die jemanden überzeugen wollen, sollen sie das meinetwegen machen. Aber es hat ja jetzt keinen negativen Nebeneffekt, um es mal so zu sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber die islamische Dauer, das gefällt mir gar nicht so. Ich war so in der Stadt, da haben mich die Muslime mich richtig krass vollgelabert und so weiter. Und weil ich hatte ja selber den Koran auch gelesen und so weiter, weil die Muslime sagten, ja, der Islam ist Friede, Eierkuchen. Dann hatte ich es selber geprüft und ich war schockiert, als ich Koran und die Sunna gelesen habe. Das ist doch nicht mal normal. Ja? Tötet die Ungläubige, wo immer ihr sie auch findet. Das finde ich, sowas geht überhaupt nicht. Ja, man muss sich halt ein bisschen mit dem Kontext leider auch ein bisschen befassen. Also wenn man den Koran einfach so liest, wenn man den Koran einfach so liest, dann fragt man sich, okay, was bedeutet das eigentlich? Weil es ist einfach ein Wirrwarr an zusammengeschmissenen Sachen aus meiner Sicht. Und wenn du dich dann genauer damit beschäftigst und dann schaust, okay, wann ist was herabgesandt worden, dann kriegt man zumindest noch so ein bisschen, dann kriegt man ein bisschen Ordnung da rein. Aber als ich den das erste Mal gelesen habe, die ersten zwei, drei Suren, wusste ich auch nichts damit anzufangen, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, das sind jetzt einfach ein paar Befehle zusammengeschmissen, aber da war keine Ordnung drin. Ja. Deswegen, man muss sich da schon, ja. Also der eine schreibt, in der Bibel steht das auch, aber guck mal, der Unterschied zwischen Bibel und Koran ist, dass der Gott der Bibel alle Menschen liebt, aber der Gott des Korans liebt nicht alle Menschen. Und wie gesagt, das mosaische Gesetz El Vedo war für das Volk Israel und Israel hatte halt Feinde gehabt und die mussten sich auch irgendwie verteidigen. Ja, aber wenn wir zum Beispiel jetzt schauen in Sure 9, Vers 5 oder Sure 9, Vers 29, also dieser Vers ist gültig immer noch. Dieser Vers, Sure 9, Vers 29, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben. Und das machen ja die Islam. Der ist ja gar nicht approbiert. Und die berufen sich auf den Islam. Eben, der approbiert ja 200 vorherige Verse meines Wissens. Also Sure 9, Vers 5 ist einer der gefährlichsten Verse überhaupt, die da drin stehen. Finde ich auch. Finde ich auch wirklich auf jeden Fall. Und ja, aber da müsste man in der heutigen Zeit. Nicht einverstanden. Ja, da müsste man in der heutigen Zeit aber rangehen. Das wäre eigentlich eine innerislamische Debatte. Müsste man rangehen und sagen: Hier, die sind für die heutige Zeit nicht mehr gültig. Sowas sollte in der heutigen Zeit nicht mehr sein. Aber diese Debatte, die wird wahrscheinlich noch sehr, sehr lange dauern, bis sie überhaupt kommt. Weil du eben eine sehr geringe Kritikfähigkeit aus dieser Richtung leider hast. Sure 9, Vers 5. Ja, Jamil hat auch gesagt, in der Bibel steht, tötet die Ungläubigen. Warte mal, Jamil, dann sag mir mal bitte, wo das in der Bibel steht. Das wird mich sehr interessieren. Dann kann man das auch nachprüfen. Aber mit der Bibel kannst du mit dem neuen Bund, mit Jesus, de facto keine Gewalt rechtfertigen. Allein schon im Alten Testament, die 10 Gebote, steht auch ganz klar drin, dass man niemanden töten darf. Also die 10 Gebote allein schon reichen, dass man sagt, hier, man darf niemanden töten. Aber das Problem ist, also die Muslime holen sich Stellen raus, wo der Gott der Bibel sagt, kämpfe gegen die Midianiter, aber die verstehen nicht, dass die Midianiter, die Amalekiter Menschen geopfert haben und das hatte Gott gehasst und Gott hat diese Menschen öfter so gewarnt, bitte, bitte, opfert keine Menschen und Gott hat sie ja bestraft durch das Volk Israel, weil die Midianiter
haben zuerst das Volk Israel angegriffen und Israel mussten sich ja verteidigen. Und das verstehen die Muslime nicht. Ja, Die dass es erholen sich abgeschlossene eben Geschichten einen sind, Verskurs in der Bibel. dass es eben abgeschlossene Geschichten sind, das ist die eine Sache, aber der Koran, und das ist eben der Unterschied, ist ein Befehl an den Gläubigen im Ganzen. Und der Koran selber ist auch erst später entstanden. Der ist ja erst nach Mohammeds Tod entstanden, dass er gesammelt worden ist. Also es ist jetzt nicht so, als wenn die Muslime während dem Leben von Mohammed einen gesammelten Koran gehabt hätten. Völliger Schwachsinn, ja. Das ist halt das. Halt, ich sag halt so, also ich zum Beispiel, ich habe auch Sahih Bukhari gelesen und Sahih Muslim. Ich war schockiert, was da alles steht. So, ich war sprachlos. Und das Problem ist, also wenn du die Muslime wirklich die Verse das auch zeigst und auch das auch im Kontext seit halt da, also da sagen die, du bist ein Hetzer. Nein, also du machst ja nur Aufklärungsarbeit. Und auch der Michael Stürzenberger sagte selber, dass er nichts gegen Muslime hat, aber er hat was gegen den politischen Islam. Ja, das ist Eben, halt das. sehe ich genauso. Also ganz ehrlich, mir tut jedes Kind leid, was indoktriniert wird mit einer Ideologie, die diese politischen Züge halt beinhaltet. Ganz ehrlich, also mir wäre es auch lieber, wenn man sagt, hier, man hat diese Ideologie gar nicht, wo diese Bestandteile drin sind. Dass man jetzt sagt, hier, die politischen Bestandteile sind raus, wir leben nur noch an den nach den spirituellen Bestandteilen und damit hat sie's. Ja, Aber ja, das auf ist eine jeden Debatte, Fall. die wird leider noch sehr, sehr lange dauern. Leider. Da ist jemand reingekommen. Gottes Segen. Hammer gut. Grüße, 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 Grüße. Ich bin echt der Letzte, der irgendwo böse reden möchte. Aber ich finde da Länge, also Moritz, darf ich Moritz sagen? Moritz? Ja, klar. Ja, klar. Es gibt ja eigentlich gar kein Israel. Israel ist nur gefertigt worden. Nein, 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 Moment, ich möchte mich dann nicht irgendwie böse anhören wollen. Wie immer oder Antisemit, wie immer, möchte ich nicht sein. Aber wenn man sich die Geschichte anguckt, es gibt ja kein Israel. Und Bist du dir da ganz sicher? ja, naja, ich. Hammergott. So, warte mal kurz. Warte mal kurz. Sowohl theologisch als auch politisch kannst du eine Existenz Israel belegen. Du hast einmal die Gründung Israels damals durch die UN. Hast du das? Und zum Zweiten das Volk Israel beziehungsweise in Israel selber haben seit 3000 Jahren immer Juden gelebt, ganz ehlich. Und der Staat Israel Ich als König solches, David auch. der existiert nach dem UN-Teilungsbeschluss. Also man kann nicht sagen, dass der Staat Israel nicht existiert, wenn er sowohl politisch gesehen über Beschlüsse als auch über verschiedene Schriften, wie gesagt, existiert. Nochmal. Ich find ja manches nicht schlecht. Alles gut. Ich bin der Letzte, der irgendwo was gegen irgendwas sagt. Aber Israel an sich hat es nie gegeben. Kannst du es beweisen, ist die Frage. Weil du Ich? behauptest Dinge, aber du kannst es nicht beweisen. Schau mal, ich habe eine Moment, Moment, nee, Frage. nee, Moment, 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 Moment. Wisst ihr, das ist, Komm mal bitte runter. Schau mal, warte mal kurz bitte. Warte mal kurz. Jeremy, Ganz Jeremy, kurz bitte. Jeremy, Jeremy, Ganz Jeremy, kurz, lass mich Jeremy, ausreden. nein, Warte doch mal kurz. Jeremy, Warte doch mal nein! kurz. Ich muss da reingrätschen. Ich muss da reingrätschen. Tut mir leid. Erstens mal, Israel gab es schon über 300 Jahre vor Christus. Und da gab es Könige wie König Saul, König David, König Salomo, König Hiskia, König Jerubim und so weiter. Und der So, zweite Punkt und ist, jetzt. die Juden, warte mal kurz bitte, warte doch mal kurz. Und der zweite Punkt ist, die Juden wurden ja 70 nach Christus auf der ganzen Welt zerstreut. Also die Römer hatten ja den zweiten Tempel von Jerusalem zerstört und dann wurden die Juden auf der ganzen Welt zerstreut. Und im 18., 19. Jahrhundert kamen die Juden wieder also in ihr Land und im 20. Jahrhundert, 1948, wurde Israel wieder zu einem Staat. Ja, Israel hatte schon immer gegeben, Israel. Und das ist Fakt und das kannst du auch nicht widerlegen. Ja, das, was du sagst, es ist völliger Bullshit. Israel gab es Nein, schon jahrelang, Israel.
Natürlich, da hast du keine also Ahnung. Ich, du redest Schwachsinn. Also ich sehe auf Landkarten von, grob 2000 vor Christus kein Israel. Natürlich, was redest du da? Natürlich. Israel, okay. König David, ja, 3000 Jahre vor Christus. Ich kann es dir gerne beweisen. Israel gab es schon jahrelang, Israel. Ganz einfach, du redest Schwachsinn. Nein, ich möchte mich ja... Pass auf, ich bin ja der Letzte, der irgendwo was Böses reden möchte. Absolut. Das. Aber ich habe auf Landkarten, die ich jetzt angesehen habe, auch bis 2000 vor Christus, hat es nie Israel gegeben. Nochmal, ich sagte nochmal. Israel, das Land Israel gab es ungefähr dann über 4000 Jahre. Israel und in Israel gab es ja Könige und auch Propheten und so weiter. Mose, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und ja, und die hatten ja in Jerusalem und auch in anderen Städten von Israel gelebt, weil du behauptest ja, es gibt kein Israel, dann informiere dich. Du hast mich von Israel. Du hast mich kurz zusammenfassen, worum es geht. Verstanden. Ich habe dich sehr wohl verstanden, mein Lieber. Nein, ja, es gibt auch keine Landkarten vor 4000 Jahren, die ja alle erzählen und keine Ahnung. Es gibt ja keine Landkarten. Ich möchte jetzt. Verstanden. Ja, doch, ich hab dich verstanden, natürlich. Hast du nicht, leider. Schau mal, also es gibt einmal, wie ich schon gesagt habe, im Koran, in der Bibel, in der Tora steht sehr, sehr viel über Israel, was das angeht, wo das Gebiet genau auch liegt. So, und ich habe dir doch erklärt, dass man über den UN-Teilungsbeschluss, dass man über verschiedene politische Papiere schon eine Existenz von Israel nachweisen kann. Das habe ich dir doch schon gesagt. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, UN-Papiere, jetzt mal ganz ehrlich, UN-Papiere, da werden wir ja alle gespalten. Wie gesagt, ich wollte das einfach noch mal, nicht, dass ich es böse gemeint habe, absolut nicht, ich habe absolut nichts gegen andere Völker und keine Ahnung. Aber es gibt in den Ländern, die wir jetzt so bevölkern, keine wirkliche offizielle Sachen, wo es erklärt wird. Ich möchte niemanden sein Land wegnehmen, mal davon abgesehen, absolut ne. Ich hab ja auch Übelsachse. Aber ist scheißegal. Ihr versteht mich falsch. Die helfen auf jeden Fall. Hammergott, nimmst du nicht übel, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern du dich damit auseinandergesetzt hast, weil wie gesagt, die Papiere gibt es schon, also... Ja, Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du dich mit der Thematik auseinandergesetzt hast. Deswegen habe ich gerade versucht zu erklären, dass ich bin seit 17. Generation Sachse. Und keiner sagt mir da gibt's mal irgendwo ein Schriftstück, da hat mal irgendjemand was gesagt, keine Ahnung. Nein, nur mal eine Frage, warte mal, hast du getrunken? Warte mal kurz, hast du getrunken? Ich trinke immer, hallo, ich bin Sachse. Ja, dann viel Spaß. Also in meinem Stream kommen keine Leute rein, die getrunken haben, ganz ehrlich. Dafür ist das Thema viel zu ernst. Sorry, wenn ich da lachen muss, aber man hat gemerkt, er war wirklich besoffen, betrunken. Ja, aber ganz ehrlich, so Leute möchte ich ja auch nicht drin haben, die sich erstmal einen reinscheppern und dann meinen, hier politische Diskussionen zu führen. Also irgendwo gibt es ja auch eine Grenze. Auf jeden Fall, ne? So, Aileen, was ist deine Meinung zum Thema? Der Jeremy, der Assimilierte, der hat ja vorhin gesagt, dass in der Bibel keine Hass, dass es da keine Verse gibt über Tod und über Hass. Ihr habt sogar Verse in der Bibel, wo Gott sagt, ich hasse.
Warte mal, Johnny, ganz kurz. Wir lenken jetzt nicht aufs Christentum ab. Warte mal kurz. Das ist wahrscheinlich im Alten Testament. Aber wir kennen den neuen Bund. Wir können da meinetwegen ganz kurz drüber reden, aber ich möchte mit dieser Thematik jetzt nicht allzu viel Zeit vergeuden, weil es ehrlich gesagt ein Frust ist. Das Ding ist ja, ihr habt ja, du hast ja diese Aussage getätigt, dass es in der Bibel nicht solche Verse gibt. Es gibt in der Bibel Steinigung, es gibt in der Bibel zig Verse, wo Kinder gegen die Wand zerschmettert werden. Das war für Juden, Jung. Das war für das Volk Israel. Schau mal. Warte mal kurz, Aileen. In welchen christlichen Ländern wird Steinigung praktiziert? Steht es in den Büchern, ja oder nein? Wo wird das praktiziert, sag? Gibt es ein christliches Land mittlerweile? Gibt es nicht. Es gibt sehr, sehr christlich geprägte Länder. Der Vatikan christlich unter anderem. Der Vatikan selber ist ein christlicher Staat. So, christlich der Vatikan geprägt. Selber. Christlich geprägt. Schau mal, der Vatikan selber. Aileen, sag mal kurz leise bitte, Mann. Schau mal, also selbst im Vatikan, warte mal, selbst im Vatikan, sei doch mal leise, verdammt noch mal. Ganz ehrlich, also du hast keine Handhabe dafür, dass es in irgendeinem christlich geprägten Staat oder so praktiziert wird. Kein Christ kann sich auf Steinigung oder sowas berufen. Im Gegenteil, wir haben in der Bibel sogar, da war Jesus bei einer Steinigung und er hat gesagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die Steinigung fiel aus. Bei Mohammed war es andersrum gewesen. Da war eine Steinigung und die Steine durften nicht zu groß sein, damit die Frau möglichst lang leidet, die den Ehebruch begangen hat. Also wir haben diese Unterschiede. Und du hast, wie gesagt, mit Jesus kannst du keine Steinigung und sowas rechtfertigen. Also streu uns hier keinen Sand in und die Augen. Kein Gewaltausflug. Guck mal, Moritz, ich kann dir jetzt genug Verse vorlesen, aber dann würden die ganzen Leute hier wieder reinreden und sagen, ey, ja, das ist so und er hat sie doch gerade erklärt. Rechnen. Ich kann die Verse vorlesen. Ihr wollt doch die ganze Zeit Beweise haben. Lass mich doch die Verse vorlesen, alle. In der mehr Bibel Fakten wird ein des jeder Christ, weil Aileen, komm, in der Bibel wird. Ich sag's ja nochmal. Lass mich doch die Verse vorlesen. Ganz kurz, John. Ganz kurz. Ganz kurz, Aileen, stopp, bevor du diese Verse vorliest. Komm mal, ich sag klar. Unser Gott ist gerecht und Liebe. Er ist beides. Aber durch den neuen Bund kann ich keine Leute steinigen. Jesus sagte, liebe deine Feinde und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, aber der Koran ist zeitlos gültig. Aber dann ist das ja ein Widerspruch. Dann ist das ja ein Widerspruch in sich. Du verstehst es nicht. Durch Jesus Christus kam der neue Bund und das wurde prophezeit in Jeremia Kapitel 31, Vers 31. Warum? Weil das Volk Israel den alten Bund gebrochen hat, weil sie Götzendienst betrieben haben. Die auch im neuen Bund steht, genauso. Matthäus Kapitel 26, Vers 26 bis 28 sagt, Jesus Christus, denn dies ist mein Leib, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Der neue Bund hat hier der Jesus Christus ganz klar gesagt. Und das ist das Problem, was du nicht verstehst. Ja, okay, und was ist mit Matthäus 10, 34? Warte mal, da jumpst du jetzt von einem zum nächsten, weil du weißt, es ist fruchtlos. Ja. Ganz ehrlich, wir reden über den politischen Islam, wir reden hier über die Hamas. Wir reden über die Motivation, ganz ehrlich, wenn du über dieses Thema nicht reden kannst und wenn du dauernd nur auf Christentum ablenkst, dann hast du Moritz, du bist doch kein Christ. Nein, bin ich nicht, aber das ist nicht das Thema. Ja, aber er kennt sich doch mit seinem Thema der Islam. Aber das ist doch egal. Du kommst da hier nicht rein und machst ein Thema. Okay, dann lies mal Matthäus. Er entscheidet, der Maurice. So, ganz ehrlich, wir haben über diese Themen bereits geredet, ganz ehrlich. Und wenn er auf dieses Thema dauernd ablenken will, obwohl wir das 100-mal bereits schon gemacht haben, 100-mal darüber geredet haben, ganz ehrlich, und jedes Mal fruchtlos ist das Ganze geblieben, da will ich das nicht nochmal machen. Wir haben hier eine Zeit und ich möchte gerne darüber reden, über den 7. Oktober. Ich möchte darüber reden, in welchem Zusammenhang das mit der Hamas steht, der politische Islam. Und wie gesagt, wenn man das, dann könnt ihr da gerne in den christlichen Chat gehen, könnt da gerne darüber diskutieren, aber hier ist ein anderes Thema. Schick die zu Amir. Und schick die zu Amir, wenn der keine Zeit hat, schick die zu Reza, wenn der keine Zeit hat, schick die zu Flex. Die haben alle Bock auf euch. Die können euch alle bestens aufklären, was die christliche Religion betrifft. Alle dahin. Eben. Geht zu einem Missionar, sprecht mit einem Missionar und sprecht nicht mit einem Agnostiker, der sich selber mit dem Thema nur bis zu seiner Jugend auseinandergesetzt hat, aber der selber kein Vertreter des Christentums ist.
Ja, aber die Frage ist den, doch... Aileen, Dings, stumm schalten, weil der geht mir echt auf die Nerven. Ich habe ihm das 100-mal Dings erklärt, aber er will es nicht verstehen, dieser Aileen. Und was wollen wir? Ich meine, selbst wenn man jetzt nicht, sich jetzt nicht mehr mit dem christlichen Glauben identifiziert oder glaubt, kann man trotzdem darüber reden und trotzdem sich damit befassen. Da muss man nicht unbedingt gläubiger sein. Ja, klar, natürlich. Aber wenn ich einen Stream aufmache über den politischen Islam und darüber diskutieren will und dauernd diese Seitenstraße genutzt wird, um irgendwie aufs Christentum oder so abzulenken, obwohl wir das jedes Mal gemacht haben. Ganz ehrlich, ich bin es auch irgendwann mal leid, dass da dauernd irgendeine Seitenstraße genutzt wird. Jedes Mal endet diese Seitenstraße in einer Sackgasse. Sie kommen nicht weiter, ganz ehrlich. Und im Endeffekt wollten wir eigentlich über den politischen Islam sprechen und haben von einer Stunde nur 20 Minuten nutzen können, weil sie dauernd ablenken. Habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber Moritz, du musst es ist immer so, wenn man um Äpfel redet, wollen die um Birnen reden, aber das Thema ist Äpfel und nicht Birnen. Ja, aber ihr müsst ja auch verstehen. Schaut mal, Moritz, an dich gerichtet, du kommst hier mit Fakten an, mit denen die einfach wenig anfangen können, weil die Wahrheit tut denen weh. Also was machen sie? Sie versuchen sich auszureden. Wenn das nicht mehr geht, weil das geht ja nicht, dann versuchen die irgendwie abzulenken. Da musst du halt ein bisschen noch Verständnis mitbringen. Weil du kommst hier mit politischer Islam an, was halt wirklich faktisch auch so ist. Hamas hat sehr viel mit politischem Islam zu tun, das ist der politische Islam. Und die lenken halt ab und versuchen dann auf Jesus und was weiß ich was. Und Jesus können sie nicht angreifen, weil er sündenlos war. Also versuchen die irgendwas anderes rauszuholen. Ne? Du musst sie auch verstehen. Nicht so hart rannehmen. Weil, ja, aber trotzdem ganz kurz zu dem Thema. Meistens habe ich auch, wie gesagt, leider nicht damit auseinandergesetzt, beziehungsweise gestern hatten wir auch Leute drin, die versucht haben abzulenken. Die hat dann gesagt, ja, hier, sie glauben wieder an Tafsire. Wenn man den Koran liest, braucht man noch nicht mal Tafsire, ganz ehrlich. Und wer sich noch nicht mal damit auskennt, dass man die Tafsire zur Erklärung von Koranversen braucht und das nicht frei interpretieren kann, Freestyle, der hat auch nicht wirklich verstanden, wie der Koran funktioniert. Ja, und selbst aber wenn die das dann haben, schämen sie sich doch für ihre Religion. Das ist doch ganz simpel. Welcher normal denkende Mensch befürwortet einen Pädophilen oder befürwortet das Verhalten eines Pädophilen? Kein Mensch. Kein normaler Mensch. So, und dann kommst du mit Aisha 6 und so um die Ecke und die waren 9, als die Ehe vollzogen wurde. Natürlich ist das ein Schlag ins Gesicht. Was sollen die argumentieren? Rebekka war was weiß ich was. Was hat Jesus mit Rebekka zu tun gehabt? Jesus, auch wenn wir jetzt auf die religiöse Schiene gehen, kann man nichts angreifen. Gar nichts. Er war sündenlos. Mohammed dagegen hat 600 Juden umbringen lassen. Mohammed war ein Kriegsherr. Mohammed war, was weiß ich was nicht. Und ihr seht ihn als perfekten Menschen, Klammer aus, Prophet, Klammer zu. Also noch dämlicher geht's doch gar nicht. Na, du tust doch dein Bestes, du klärst dich doch auf. Komm in 10 Minuten nochmal rein. Ne? Maurice, hörst du mich? Moritz. Aber klar, natürlich, du kannst gerne in 10 Minuten nochmal hochkommen. Kein Thema. Okay, Gottes Segen und wie gesagt, der politische Islam gehört nicht zu Deutschland. Zu 1 Milliarden Prozent. Stimme ich dir vollkommen zu. Das ist auch meine Unterschrift. Ich freue mich alle auf jeden Fall. Ne? Ciao. Gott ist auch nur mich. Ja, bis gleich. Bis gleich. Wo ist ein Hope geblieben? Warum ist die überhaupt eben raus? Ist sie wieder gemeldet worden? Nee, der wurde gesperrt. Ich weiß gar nichts gerade. Hope, bist du noch da oder hast du stumm? Ich bin da. Moritz, ich kläre gerade was. Okay. Ja, kein Thema. Lass dich nicht ärgern, Hope. Bleib deiner Linie treu. Ach, kein Problem. Ach, bei Hope bin ich mir da sicher, die bleibt treu. Die bleibt stramm auf Kurs, was das angeht. Also Hope für eine Frau, muss ich ganz ehrlich sagen, die hat da schon, die kann da schon einiges einstecken. Vor allen Dingen, die hat so eine geradlinige Meinung. Bleibt doch ihrer Meinung treu, lässt sich nicht weich kochen. Das ist schon, also mein Respekt hat sie auf jeden Fall verdient. Das Zoll von Respekt. Weil ganz viele haben hier ein großes Maul, aber die waren nicht in der Armee wie sie. Hallo zusammen. Hallo. So, ich bin gerade rein, also ich habe nicht so komplett zugehört. Was ist das Thema eigentlich?
7. Oktober im Zusammenhang mit dem politischen Islam, was da passiert ist. Also die Hamas selber ist ja in die Kibbuz rein, hat dort Gräueltaten begangen und ja, wie gesagt, Israel führt deswegen jetzt eine Operation gegen die Hamas an, um die Hamas jetzt auszuschalten. Und ja, den Bereich können wir gerne diskutieren. Und meinst du jetzt, hat das nur ab 7. Oktober angefangen oder hat das vorher angefangen? Nee, der Konflikt, der geht ja schon viel, viel länger. Wie gesagt, die Reaktion, warum Israel jetzt überhaupt in den Gazastreifen erst rein ist, hätte es ohne den 7. Oktober gar nicht gegeben. Also wenn es den 7. Oktober nicht gegeben hätte, hätte Israel jetzt auch keinen Grund gehabt, in das Gebiet Gaza reinzugehen. Dann hätte jeder sie auch verurteilt von den Staaten, ne? Okay, darf ich euch fragen, seid ihr jetzt die Deutsche oder seid ihr Juden? Also ich muss wissen, mit wem ich zu tun habe. Wir sind Anti-Hamas. Nein, seid ihr Juden oder Deutsche? Also, wieso ist das wichtig? Warte, ist das wichtig, ob jemand Jude ist, dass man darüber reden muss, muss man Jude sein? Natürlich, weil wenn du betroffen bist, das heißt, du bist Jude. Wenn du nicht betroffen bist, bist du kein Jude. Oder? Okay, aber wenn jemand das sich auch zu Herzen nimmt und ist kein Palästinenser, hat das auch nichts zu bedeuten. Nein. Weil, was ich meine hier, ihr redet über ein Thema, die geht euch gar nicht an. Und wenn du Deutscher bist, dann bist du selber schuld, weil du bist diejenige, mit deinem Opa oder sag ich mal, ist der verantwortlich, dass die 6 Millionen umgebracht und aus Deutschland ausgetrieben, aus Europa ausgetrieben. Okay, also jetzt erkläre ich dir mal. Warte mal, die Nationalsozialisten waren das damals, wenn du es nicht weißt. Waren die Deutsche oder waren die Afrikaner? Schau mal, du kannst das nicht so pauschalisieren. Es waren nicht damals die Deutschen, waren die Nationalsozialisten, waren eine damalige Partei, die 6 Millionen Juden hier in Deutschland industriell vergast haben. Okay. So. Und das war damals auch in Zusammenarbeit mit dem politischen Islam, mit Amin al-Husseini, dem Großmufti von Palästina, der damals auch dabei gewesen ist. Der Großmufti von Palästina hat 4000 jüdische Kinder, hat er in Lager damals schicken lassen. Das hat schon Benjamin Netanyahu gesagt, das ist eine Aussage, die eigentlich gar nicht bestätigt ist, ne? Das weiß ich von Geschichte. Es gibt historisch bestätigte Gespräche von dem Großmufti von Palästina und dem Österreicher. Klar, da gibt es historische Daten zu. Also das ist jetzt nicht erfunden, das kannst du ganz klar historisch belegen. Das ist das Problem. Jeder hat eine Quelle. Ja, also du hast deine Quelle, ich habe meine Quelle. Und so wie wir zusammentreffen, dann sagst du, ja, das ist so passiert oder so. Jetzt, was machen die jetzt, ich habe es auch letzte auch, sogar der Antisemitismus, wird jetzt sagen, ach, das sind nur die Araber. Die Araber sind Antisemiten, die hassen Juden. Obwohl die Araber sind Silber, ich bin kein Araber, ich bin auch das andere Kontinent. Also, die Araber sind Silbersemiten. Also das kann man nicht so sagen. Einmal, ich habe den Begriff Antisemitismus nicht benutzt. Das ist einmal der eine Punkt. Also ja, und jetzt ich meine so, weil ich bin gut in die Geschichte, weil die King William in 1080, sag ich mal so, hat Juden nach England eingeladen und hat den, weil damals in Christum durfte man nicht so Geld leihen mit Zinsen. Das war verboten beim Christen. Dann haben Juden gesagt, okay, wir machen das für euch. Nach 100 Jahren, nach 100 Jahren hat ihn auch ausgetrieben. In den letzten 1000 Jahren sind nur, komm mal zu, Juden nur aus Europa ausgetrieben. Also verbrannt, ich kann auch die Zahlen nennen, welche Länder, ich kann auch aufhängen, da sind auch 50.000 aufgehängt in verschiedene Länder. So. Das Thema ist heute. Was willst du über die Juden sagen? Komprimier das mal bitte. Nein, die Juden, ich bin aus einem Land, wo 30 Jahre, also 20% Einwohner waren Juden. Jetzt haben wir nur 300.000 und jede Stadt haben die eigene Synagoge, die praktizieren ihre Religion in Frieden. Das Problem ist, es hat nicht mit Juden zu tun jetzt. Das hat jetzt mit Zionisten.
Du musst auch verstehen. Bitte komm nicht mit so einem Quatsch. Woher kommst du, wenn ich fragen darf? Guck mal, wenn das ein Quatsch ist, dann sag ich mal so, okay, dass eine Deutsche, okay, das, warte, dass ein Deutscher ist auch gleich ein Nazi. Entweder so oder so. Wenn das du so nicht akzeptierst, dann bist du jetzt für mich ein Nazi. Wenn du ein Deutscher. Okay, okay. Wenn du mir schon sagst, du hast Ahnung von Geschichte, dann wüsstest du, dass es Deutsche gibt, die Juden bei sich versteckt haben vor den Nazis, wenn du so viel Ahnung von Geschichte hast. Nicht jeder Nationalsozialist war Deutscher. Es gab nämlich ein arisches Bild. Das war blonde Haare, blaue Augen. Und der Anführer war Österreicher und kein Deutscher. Wenn du dich wirklich mit Geschichte auseinandergesetzt hattest, dann würdest du wissen, dass der Nationalsozialismus eine Ideologie war und keine... Du weißt nicht, was du sprichst. Ich weiß, was ich spreche. Hör damit auf. Ich weiß, was ich spreche. Bist du ein Mensch? Oder? Ich bin ein Mensch. Ich weiß nicht, okay, was. Okay, wer waren denn? Woher kam der Anführer der Nationalsozialisten? Woher kommt er? Aus welchem Land? Sag's mir. Hallo? Was? Woher kommt der Anführer der Nationalsozialisten? Woher kommt er? Schau, wo ist er Hamas geboren? Ist nicht, Hamas ist nicht schlecht. Wo habt ihr geschrieben, dass Hamas so viele Leute getötet hat? Es ist nie. Warte mal, leugnest du gerade so ganz auf die Gräueltaten des 7. Oktober? Warte mal kurz. Leugnest du gerade ernsthaft die Gräueltaten des 7. Oktober, dass da nichts passiert ist? Kann ich mal in die Runde reden, bitte? Ja, klar. So, du redest jetzt vom 7. Oktober, gell, redest du gerade? Ja. So, jetzt mal eine Frage. Diese Stelle, wo die diesen Angriff gemacht haben, der ist so besetzt von IDF-Soldaten, dass sogar eine Mücke nicht da durch diesen Zaun kommt oder was weiß ich, was da ist. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Warte mal. Du redest gerade davon, wie die da reingekommen sind, ne? Nur eine Frage. Wie kann das sein? Es ist sogar bestätigt worden, dass es sogar vor einem Jahr das alles geplant ist. Der wahre Grund ist, warum dieser Krieg ausgebrochen ist. Okay, das ist schon seit 70 Jahren dieser Krieg mit Palästinensern und was war die Vertreibung. Das ist ja nichts Neues. Der wahre Grund ist ja nur, dass im Westjordanland, in Gaza generell, Öl und viel Erdgas gibt. Und es ist ein Grund für die Amerikaner und für die Zionisten, Gaza platt zu machen. Das war nur ein Vorwand, der 7. Oktober. Zweitens, wer hat die Hamas gegründet? Das war doch das. Warte mal kurz. Wir gehen jetzt nicht in Verschwörungstheorien rein. Wir reden jetzt, wie gesagt, wir reden jetzt mal darüber, was ist die Motivation der Hamas? Was ist das Ziel der Hamas? Und ist, dass es irgendwann ein Ende haben muss. Es kann doch nicht sein, dass 70 Jahre ein Volk. Erdal, was ist das Ziel der Hamas? Gib mir doch die Antwort. Was der Hamas ein Atmos-Dingsgrund ist von Hamas? Dass es endlich mal ein Ende hat. Irgendwann sind Grenzen, wo man sagen kann, stopp, jetzt müssen wir uns auch mal verteidigen. Willst du mir sagen, das sind Freiheitskämpfer? Ja, sind es. Du spinnst doch, Alter, wirklich. Die waren selber dort als Kinder groß geworden und ihre Eltern wurden ermordet, okay? Genau wie bitte, diese palästinensischen Kinder. Wenn du mir sagst, das sind Freiheitskämpfe, dann ist dir wirklich nicht zu helfen. Ein Punkt, mal, ihr habt alle davon nichts, wir haben alle davon nichts. Wer von diesen ganzen Krieg hat, sind die Politiker, was deine Namen alle. Also, alleine schon daran, schau mal, selber die Hamas, wie gesagt, wir kennen die Bodycam-Aufnahmen. Wir wissen, was am 7. Oktober passiert ist, da die Videos wurden selber von der Hamas bzw. von Zivilisten veröffentlicht, die dort rumgefahren sind und die dort halt gefilmt haben, was für Leid es da gab. Wir kennen auch inzwischen die Protokolle der Hamas-Kämpfer, wir kennen die Protokolle, die Verhörprotokolle. Wir wissen, mit was für einer Motivation die da rein sind. Und wenn man ernsthaft
danach noch behaupten kann, dass das Freiheitskämpfer sind, ganz ehrlich, das ist nicht ohne Grund strafbar, sowas zu behaupten. Ja, warte mal, das hat doch mit strafbar nichts zu tun. Wie kann das sein? Gib mir doch... Natürlich, hallo, meinst du, das Internet ist ein straffreier Raum, dass du hier alles sagen kannst, was du willst? Lass mich mal kurz aussprechen. Und zwar, Moritz, eine Frage an dich. Nee, nicht eine Frage, beantworten. Lass mich aussprechen. Lass mich aussprechen. Wenn hier ein Host ist, dann ist das der Moritz und nicht du da unten, okay? Und da mischst du dich so viel ein. Du mischst dich gerade ein bei allen uns. Was soll das? Ja, chill doch mal. Red jetzt mit ihm. Chill mal. Ja, Moritz ist der Host, nicht du. Also, bitte. Also, warte mal. Reg dich jetzt erstmal ab. Wir werden jetzt erstmal ruhig und dann stellst du die Frage und dann antworte ich dir gerne, okay? Okay. Also, meine Frage ist... zum Beispiel, wollt ihr jetzt damit sagen, der 7. Oktober, okay, alles schön und klar, wir wissen, es war nicht gut, auf jeden Fall, aber wollen wir das jetzt rechtfertigen mit diesen ganzen Tausenden von Zivilisten in Palästina, was da gerade passiert? Also, mein menschlicher Verstand akzeptiert das nicht und das für mich, Hab ich doch gar nicht gesagt. Also, das wäre meine Frage, Moritz. Okay, gerne. Ich kann dir gerne darauf eine Antwort geben. Weißt du, wie die Situation im Gaza ist? Inwiefern, wie die Hamas da drüben, Krieg will ich es gar nicht nennen, weil es ist eigentlich kein Krieg, weil die Hamas selber keine Soldaten sind. Weißt du, wie die Hamas selber da agiert? Die Hamas selber versteckt sich hinter der Zivilbevölkerung, die versteckt sich in einem Tunnelnetzwerk. Die Hamas selber, das sind feige Menschen, die wirklich sich hinter der Zivilbevölkerung verstecken, die sich, die wirklich ihre Raketenstellungen in zivile Infrastruktur reinbauen. Kein Problem damit haben. Wie gesagt, schau dir mal auf Memri TV an, was die Chefs der Hamas so sagen, dass sie kein Problem damit haben, ihre komplette Bevölkerung zu opfern. Dass sie kein Problem damit haben, ihre komplette Bevölkerung zu Märtyrern zu machen, die ins Paradies dann geht. Schau dir erstmal auf Memri TV an, was die Hamas selber über ihre eigene Zivilbevölkerung sagt. Und dann wirst du merken, dass die Hamas selber kein Problem damit hat, ihre eigene Zivilbevölkerung als menschlichen Schutzschild zu benutzen. Moritz, guck mal, wie kann es sein, dass in Krankenhäusern bombardiert wird, wo Menschen unter Behandlung sind? Und wie kann es sein, zum Beispiel, dass Krankenwagen bombardiert werden, wo Menschen im Krankenhäuser dort gebracht werden? Also ich weiß nicht, ihr müsst doch mal ein bisschen menschlich Verstand haben und klar denken können. Warum überall, wo Zivilisten sind, Elisa, warte mal, ich würde gerne mit den Krankenhäusern darauf eingehen. Warte mal, wenn die Hamas selber diese dreckige Art zum Kämpfen benutzt, warte mal, wenn sie diese dreckige Art benutzt und diese Leute da als menschlichen Schutzschild in den Krankenhäusern benutzt, wenn die IDF da rein muss, um diese Hamas-Leute auszuschalten und die Hamas selber ihre eigenen Zivilisten als menschliche Schutzschilde benutzt. Die Israel hat selber gesagt, wenn sich die Hamas-Kämpfer stellen, was immer mehr passiert aktuell, immer mehr Hamas-Kämpfer stellen sich aktuell, wenn die Hamas selber sich stellen würde und die Zivilbevölkerung endlich von ihrer Terrorherrschaft erlösen würde, dann könnte man sicher mit der israelischen Regierung ein Abkommen schließen, dass die Bevölkerung da unten auch mal in Frieden leben kann. Aber du musst auch verstehen, dass die Hamas selber die Kinder auch leider indoktriniert. Die werden in den Schulen, wird denen beigebracht, tötet den Juden. Du musst dir mal anschauen auf Pellwatch, auf dem Fernseher von Gaza, von Al-Aqsa, wird kleinen Kindern beigebracht, Juden zu töten, und die Stimmen da frenetisch daraufhin ein, dass Israel von Märtyrern überrannt wird. Schau dir mal bitte das Fernsehen von der Hamas an und danach reden wir gerne nochmal darüber. Du babbelst ein Kacke, weißt du das? Nö, das ist Staatsfernsehen der Hamas. Das ist Staatsfernsehen der Hamas. Johnny, müsste ich mal erstmal nicht schreiben. Moritz, guck mal, du bist hier der Horst, alles schön und gut. Yeah, da sieht man mal, dass du null Ahnung hast. Dass du sofort Israel fährt, der Klein. Hey, guck mal, kein Problem. Ich hab nichts gegen Jugend oder was weiß ich was. Wir sind alle Menschen. Ich meine, damals, Zweite Weltkrieg, war was nichts Schönes, hin und her. Ich habe damals auch mit den Juden Mitleid gehabt, hin und her. Das ist nur, guck mal, überleg mal, das ist ein dreckiges Spiel, das schon seit über 100 Jahren geplant ist von den Freimaurern, von den großen Rothschild-Familien. Also, warum haben damals im Zweiten Weltkrieg, warum haben damals die Amerikaner nicht die Juden aufgenommen? Oder die Engländer? Warte mal. Warum lenkst du jetzt ab? Warte mal kurz. Warum lenkst du jetzt ab? Wir waren gerade über die Kriegsführung der Hamas am Reden. Warum lenkst du jetzt ab auf den Zweiten Weltkrieg? Wir reden gerade darüber. Warum lenkst du von dem Thema gerade ab? Ja, wir können über Hamas weiterreden. Warum? Er lenkt nicht ab. Ach,
Schau mal, wir reden gerade darüber. Und wie gesagt, schau dir das mal an. Pellwatch selber, warte mal, Pellwatch selber hat aufgezeichnet, was da im Fernsehen läuft von der Hamas selber. Und du wirst sehr, sehr schnell finden, wie die kleinen Kinder da leider indoktriniert werden. Du wirst finden, wie kleine Kinder leider zu Märtyrern da ausgebildet werden, was eine Gräueltat ist an den Kindern. Die kleinen Kinder, die eigentlich ein Leben führen sollten, ein normales Leben führen sollten, werden im Hass auf Juden großgezogen. Moritz, Frage. Das hat mit Hass mit nichts zu tun. Wenn du in so einem Land wie Palästinenser lebst, die seit über 70 Jahren unterdrückt werden von Zionisten, nicht von Juden, von Zionisten, das sind zwei Parteien Schuhe, überleg mal, das sind zwei Parteien. Juden sind doch gute Juden dabei. Zionisten, das ist, wie nennt man das? Schau mal, warte mal. Kämpft die Hamas gegen den Zionismus oder kämpft sie aktiv gegen die Juden? Wir kämpfen gegen den Zionismus. 100 so ein Schwachsinn, glaubst du diese ganze... Ich mal kurz was sagen. Ich die Hamas selber, warte mal, das kann ich dir gerne belegen. Die Hamas hat in ihrer Charta drin geschrieben, sie kämpft aktiv gegen Juden. Es geht lange, lange nicht um den Zionismus. Es geht rein um die Auslöschung der Juden. Darum geht es denen. Und das haben die selber in ihren Manifesten drin geschrieben. Der Zionismus ist ein reiner Vorwand. Der Zionismus war schon immer ein terroristischer, wie nennt man das? Partei oder Block oder egal was es ist. Die waren schon immer so. Wenn ein Netanyahu selber sagt, Palästinenser sind für mich keine Menschen, Tiere, die müssen wir alle genau töten, dann frage ich dich, was ist daran? Wenn du doch gegen Palästinenser... Warte mal kurz. Jetzt, wir müssen auf den Punkt eingehen. Jetzt ist die Frage, hat er von der palästinensischen Bevölkerung gesprochen oder hat er von der Hamas gesprochen, nach den Gräueltaten, die sie begangen haben? Du darfst hier nichts vermischen. Wir müssen ganz klar trennen zwischen der Zivilbevölkerung und den Hamas-Leuten. Er hat doch selbst veröffentlicht gesagt... Er hat gesagt, dass wir alle auslöschen werden. Wir werden alle die ganze Palästina in eine Ruine machen. Was redest du, Moritz? Willst du damit sagen, dass Israel einen Genozid an den Palästinensern vollführen will? Willst du das damit behaupten? Sollte man jetzt den ganzen Palästina auslöschen und erst dann Genozid sagen, oder wie, mein Lieber? Soll man die ganze Menschheit auslöschen? Nein, schau mal, ein Genozid hat eine gewisse Definition. So, und selber 1,8 Millionen arabische Muslime leben in Israel. Die können ins Knesset kommen, die können da alle möglichen Ämter kriegen. Israel ist übrigens die einzige Demokratie im Nahen Osten. So, die leben da problemlos. Wenn wir es tatsächlich mit einem Genozid zu tun hätten, dann würde man auch gegen die Bevölkerung in Israel vorgehen. Ja, Moritz, erzähl keinen Müll, Alter. Du hast wirklich keine Ahnung. Das ist ein Genozid, hat immer der Begriff Genozid hat einen Hintergedanken. Der erste Genozid war zum Beispiel die Aramäer, war der Holocaust. Die Intention des Genozids ist, ein Volk aufgrund deren Rasse, Religion und Nation auszulöschen. Du kannst eine Sache nur Genozid nennen, wenn unter einer Absicht, nicht unter der Zahl der Toten. Wenn alle ausgelöscht werden, dann sagt man Genozid. Aber was ist denn Genozid? Einer bitte nach dem anderen, damit wir jetzt hier kein Durcheinander kriegen. Also Elisa, danach Saiti und danach myself und danach Ieman. Okay, wir machen das nach einer Reihenfolge, damit wir keinen Kuddelmuddel reinkriegen. Also eine Sache muss ich noch loswerden, Moritz, weil du gerade gesagt hast, dass die Kinder in Palästina schon früh davon, also wie heißt das, verübt werden, wie sie gegen die Juden... Indoktriniert. Warte mal kurz, aber das ist auch eine Sache umgekehrt, ne? Weil ich habe ein Video selbst gesehen, wo in den Schulen Juden beigebracht wird, wenn sie einen Muslim sehen, was müssen sie machen? Sie müssen ihn umbringen. Warte mal. Hope selber, die kommt sicher gleich nochmal rein. Sie war sehr, sehr oft in Israel. Sie ist selber Jüdin. Sie hat gesagt, das Video, worauf sich das bezieht, tötet die Palästinenser oder was auch immer. Das stimmt so nicht. Es gibt, wie gesagt, ein Video über die Al-Aqsa-Moschee, aber das wird von einigen sehr, sehr wenigen ultraorthodoxen Juden gezeigt. Aber das ist kein Standard-Lehrmaterial in Israel. Ich habe das Video gesehen, wo die Juden sagen, ja, wir freuen uns, wenn wir Muslime töten. Diese Kinder, ja? Diese kleinen Kinder, diese jüdischen Kinder sagen, ja, wir freuen uns. Die Lehrerin fragt und die sagen, ja, wir freuen uns, wenn wir Muslime töten. Hamas is hero.
Moritz. Ja, aber schau, okay, schau dir das jetzt mal an. Wo steht bitte, dass man die Palästinenser da drüben töten soll? Im Gegenteil, Israel selber. Wenn sie das wollen würden, könnten sie Gaza innerhalb von wenigen Minuten zu einem Parkplatz machen. Das machen sie aber nicht. Sie riskieren, ihre eigenen Leute gehen mit Bodentruppen da rein, schauen, dass sie die Hamas selber ausschalten. Wenn sie das wollen würden, dann könnte man den Gazastreifen innerhalb von wenigen Minuten platt machen. Aber das wollen sie nicht. Moritz. Frage, du sagst, sie haben ja schon, was, da gibt's nichts mehr platt zu machen, da ist schon alles platt gemacht. Was ist noch da platt zu machen, kannst du mir jetzt mal erklären? Da werden schon mittlerweile... Nee, schau mal, also selber Israel hat den Norden evakuiert. Israel selber hat den Norden evakuiert. Sie hat selber gesagt, hier, da und da. Schau mal, Israel hat the knocking on the roof Strategie. Das heißt, sie sagen vorher, hier, da und da ist ein Hamas-Stützpunkt. Bitte evakuiert diesen Ort, wir werden da angreifen. Das ist in Kriegen normalerweise nicht der Fall, dass man vorher die Zivilbevölkerung sagt, hier, bitte geht da weg. Ja, gut, Mann, aber jetzt reicht es. Ja, gut, Mann. Warte mal, wisst ihr, was das war? Gerade, das ist wichtig. Das ist normal, bringt die Juden. Das ist wichtig, was da gesungen wurde. Wisst ihr, was da gesungen wurde? Palästinenser, die muslimische Kinder, Frauen. Schau mal, das. Auch Erdal, was machst du hier? Lass mich mal ausreden, bitte, Schatzi. Das ist normal, ja? Ist normal für dich, ja? Für dich ist das normal, oder? Oh, ihr tötet seit 75 Jahren. Hey, ich habe mal eine Frage. Warte mal, Erdal, weißt du, weißt du, was er gerade gesungen hat? Weißt du, was da gerade im Hintergrund gelaufen ist? Treiber, oh, Juden Mohammeds Herr kommt bald wieder. Das wurde da gerade gesungen. Und das ist ein Aufruf für einen Genozid an den Juden durch Anhänger des politischen Islams, die Juden komplett ausrotten wollen, TikTok sportlich. Das ist das Problem. Das ist das, was da gerade im Hintergrund gelaufen ist. Moritz. Wer rottet denn gerade wen aus? Umgekehrt, glaube ich. Ich finde es richtig geil, dass die Muslime in Deutschland... Ich finde das sehr interessant, dass die Muslime hier in Deutschland, ich sag nicht alle, aber viele, immer so viel Hass gegenüber Israel haben und schau mal, du hast immer deinen Mund offen. Ich bin hier reingekommen, darf nicht mal was sagen. Warum der die umgebracht hat? Der hat seinen Grund gehabt, gell? Lass ihn doch erstmal. Was hat die Türkei gemacht mit den Panok-Griechen? Davon redet keiner. Das sind 250.000 Leute. 250.000 Leute wurden abgeschlachtet. Die Arameer wurden abgeschlachtet. Die Juden werden abgeschlachtet. Assalamu alaikum. Die Frauen die Taliban bringen ihre eigenen Leute um. Die Leute in Jemen werden umgebracht. Warum redet denn da keiner darüber? Achso, also jeder, der mir hier auf die Straße geht, rumschreit für Palästina, aber für Kongo nicht rausgeht, der ist für mich ein Schwachkopf. Nee, aber wirklich, die Genozide gegenüber die ganzen Jesiden, gegen die Genozide, das ist ein Genozid gegen die Jesiden, gegen die Panokriechen. Ich wusste bis vor einer Woche wusste ich selber nicht mal, was ein Panokrieche ist. Ein Panokrieche, viele wissen das nicht, weil ich wusste das auch nicht. Ein Panokrieche waren quasi über 250.000 griechische Orthodoxe, also auch muslimische Griechen, die da oben irgendwo im Norden von der Türkei gelebt haben, am Schwarzen Meer, und die wurden mit den Aramäern alle platt gemacht von den Muslimen und von den Türken zu der Zeit. Aber keiner redet darüber. Oder die Kinder, nein, stopp, und die Leute in Jemen bombardieren das ganze Land in die Steinzeit mit Saudi-Arabien und mit der Koalition von Marokko. Wer redet denn darüber? Da würde nicht geredet, weil ihr einen Hass gegen Juden allgemein habt. Und erzähl du mir nicht, dass es nicht so ist. Erzähl du nicht die Sachen, die schon über Tausende von Jahren hier waren, ja, und versuch hier nicht über den Palästina-Konflikt abzulenken. Wir sind nicht gegen Juden, Fräulein. Du hast ein Problem mit Juden. Ein Moment, Schwester, ein Moment. Du hast ein Problem mit Juden.
Problem Schwester, mit einen Juden. Moment. Wir haben ein Problem gegen Zionisten. Nein, du hast ein Problem mit Juden. Das ist in deiner Religion so schon mal, Leute, Franz, ich gehe direkt wieder raus. Ich will nur einen Satz das euch ist sagen. Das Problem. Sonst diejenigen. Ist da kein Problem. Ja, guck mal, diejenigen, ne, die immer so laut reden und rumschreien, das sind diejenigen, die fühlen im Inneren, dass sie im Unrecht sind, aber ja, die versuchen mit falscher Propaganda, wie seit 78 Jahren mit falscher Propaganda, irgendwas darzustellen. Aber eins dürft ihr nicht vergessen, wir leben in 23, wo die ganze Welt vernetzt ist miteinander. Wir leben nicht vor 50 Jahren. Und du kannst da. Jetzt bist du mal leise, ich bin jetzt da. So, Elisa, du kannst ja oben sein. Wie kann das sein, dass du oben bist? Wahrscheinlich, weil ich nicht oben bin, bist du oben. Ist sie so hoch einfach reingekommen? Möchte gern, du sie hier. Hier nicht, hör mir mal zu. Maul, bitte. So, halt's Maul, jetzt bist du runter. Jetzt wird hier aufgeräumt, Leute. Jetzt wird hier aufgeräumt. Ich bin wieder da. So. So, warte mal, Hope. Unter dir selber ist einer, der die Auslöschung aller Juden will. Unter dir. Der Jemand. Das hat er selber mit diesem Lied, was er gerade abgespielt hat, selber bezeugt. Hat er das denn? Also nochmal hier für alle, die das nicht wissen, ich bin Jüdin. So. Wer möchte mich umbringen? Erzähl mal. Erzähl mal bitte. Auf jeden Fall. Ich bin einer redet, Leute, einer redet. Hallo Hope. Nee, guck mal. Nee, nicht du. Ich will den, der da gesagt hat, hier auslassen von den Juden. Hallo. Nicht hallo. So, rede mal bitte. Anscheinend konntest du so viel reden, wo ich nicht da bin. Wie heißt er? Jemen. Entstumm dich doch mal. Ich helfe dir auch dabei. Da ist man 10 Minuten weg und dann passiert sowas. Ja, so ungefähr. Ja. Bist du ein Security Hope? Wie bitte? Bist du ein Security oder wie heißt das? Security? Nein, bin ich nicht. Kannst nicht mal richtig Englisch, aber mit Politik leben wollen, meine Freundin. Ja, Elisa, okay, weißt du was, dein Freund da? Ob ich Englisch kann oder nicht, das ist mein Problem. Elisa, sei mal alleine. Nee, ist nicht, weißt du, wenn du schon auf diese Ebene groß reden willst, musst du auch Englisch können. Leute, lass sie. Was sie reden kann oder nicht, das werden wir gleich sehen. So, Elisa, anscheinend du kommst nur hoch, wenn ich nicht da bin. Jetzt sind wir beide oben, jetzt reden wir mal. So, Hope, schau mal, in den Kommentaren wird dieses Lied gefeiert. Warte mal, das ist ganz interessant. In den Kommentaren wird dieses Lied gerade gefeiert. Jeder, der die Bedeutung davon kennt und das in den Kommentaren immer noch so teilt, ist für die Auslöschung der Juden. Weil ganz klar ist, was damit gemeint ist mit dem Stamm von Khaibar. Leute, frag mich, Hope, über die Auslöschung der Juden. Ich kann dir das bestätigen, was in El-Bohar steht, okay? Was kannst du mir bestätigen? Ich kann dir bestätigen, das, was Mohammed a.s. gesagt hat. Wer ist überhaupt Mohammed? Wer ist überhaupt Mohammed? Mein Prophet. Ja. Der Gesandte Allah, subhanahu wa ta'ala. Weißt du, was er für mich ist? Er ist gar nichts. Für dich ist mir egal, ja? Du kannst glauben. Warte mal, Hope, lass ihn mal gerade ausreden. Warte mal, was steht in Sahih Bukhari? Das finde ich mal interessant. Was steht in Bukhari? Also, du hast ja schon öfters mal erwähnt, dass es dort steht, dass Mohammed a.s. gesagt hat, dass die Juden ausgelöscht werden. Guck mal, es bedeutet nicht in dieser Zeit, wo wir gerade leben. Das bedeutet, wenn die Endzeit kommt, die Stunde auftritt, dann ja, dann werden Juden gegen Muslime kämpfen, aber nicht Kinder, Frauen und so weiter und so fort. Da geht's nur um Krieg. Was redest du da? Es geht um, warte mal, Elisa, wo werden Kinder und Frauen ausgeklammert? Es geht um alle. Die Zeit wird nicht anbrechen, bevor die Muslime die Juden bekämpfen und sie töten und ein Stein sagt, Moslem Diener Lars, hinter mir ist ein Jude, komm und töte ihn. Ja, das ist das, was da drin steht. Warte mal, das ist das, was da drin steht. Und ja, die Hamas selber sagt, warte mal, die Hamas selber sagt in ihrer Charta, dass sie aktiv dabei mithelfen wollen. Die Hamas selber sagt, sie wollen aktiv dabei mithelfen und Israel auszulöschen ist ein Teil davon. Ja, guck mal, ich kann das nur bestätigen. Was stimmt? Warte mal, was bestätigst du gerade hier? Das stimmt, das wird kommen, ja? Du willst, dass es kommt oder was? Guck mal, Hope, ich bin nicht verantwortlich, Hope, meine Liebe. Warte mal kurz, Hope. Kannst du mal kurz für 5 bis 10 Minuten übernehmen? Ich muss mal gerade was machen. Kein Problem. Jo, danke. So, du bist
eine Muslimin, die nach dem Islam geht. Das heißt, du willst auch, dass die Juden getötet werden. Rede! Na, jetzt höre ich dich, davor nicht. Guck mal, in El Bohari steht. Ich gucke nicht, wenn, dann höre ich zu. Okay, hörst du. Nicht, warte mal, schämst du dich nicht, dass du für sowas bist? Schämst guck du dich mal, nicht, nicht so. Dass du guck das da hinten rum? Ich bin nicht dafür, Menschen. Dass du hörst jetzt zu, wenn ich rede. Du, schämst du dich nicht, dass du dafür bist, dass die Juden ausgelöscht werden? Dass sie sich hinter irgendwelchen Steinen und Bäumen verstecken müssen? Was ist mit dir los? Nein, schau mal, ich schäme mich nicht. Wie kann man so eine Religion haben? Wie kann man so eine Religion haben? Erklär mir das bitte. Was ist das für eine Religion? Das sagt der Schöpfer. Tut mir leid. Der Schöpfer im Kopf. Was ist das für ein Allah? Was ist das für ein Mohammed? Der sowas sagt. Du hast deine Religion so verstanden. Ich kann nichts dafür. Ich sage nicht, dass man dich umbringen muss. Das ist deine Religion. Meine Religion sagt nicht. Ich sag nicht, dass man dich umbringen muss. Aber ich bin eine Jüdin. Natürlich sagt es das. Da steht doch deutlich Jude. Das ist aber der Krieg in der Endzeit. Oh, Hope. Verstehst du es nicht? Mädchen, mit dieses Mädchen braucht man nicht so diskutieren. Die ist einfach kopfkrank, die Alte. Ich versuche es. Frau Erdan, verpiss dich in die Türkei wieder. So, Erdan. Erdan, oh, haben wir jetzt alle gehört? Wir haben jetzt alle gehört, was dieser Islam so sagt. Bitteschön. Das, Dankeschön. Jetzt haben wir gesehen, das ist euer Islam. Sehr schön. Nee, Hope, du kannst dich mit dem Kopf gegenüber die mit den Füßen beten haben. Wie kann man nur so eine Religion haben? Wie kann man nur für so einen Allah beten? Das ist ekelhaft. Ich könnte kotzen auf euch. Hope, du kannst mit denen reden, bis du umfällst. Du kannst mit Muslimen, mit diesen Leuten nicht reden, außer sie sind nicht gläubig, dann ist ein anderes Thema. Aber mit diesen Leuten, die nach Europa kommen und uns die Scheiße in den Kopf stecken wollen, es wird Zeit, dass wir Umgekehrtes machen langsam, dass wir uns erheben. Es wird Zeit, was zu machen mit diesem Islam. Es ist schon Zeit. Hope, du kannst das nicht aufhalten, den Islam. Der lässt sich nur verbreiten. Das sagst du. Nein, das sag ich nicht. Das sagt der Schöpfer. Ich kann nichts dafür, Leute. Ja? Du bist ein Teil davon. Du kannst austreten. Du kannst sagen, dass du keine Muslimin mehr bist und dass du nicht für den Islam bist, für diesen Töten. Im Islam wird Töten erlaubt. Ganz genau. Weil im Islam wird Töten nicht verboten. Wer tötet wen? Es wird Zeit, dass sich das alles, dass sich das Blatt jetzt langsam wendet. Und dann sind es nicht nur die Juden, sondern auch die Christen, sind das nicht die euch platt machen, den Islam platt machen. Einfach, ihr müsst alle platt gemacht werden. Sei mal leise, Elisa, sei mal jetzt leise, hör mir mal zu. Was passiert gerade in Gaza oder in Israel, hat nichts mit der Religion zu tun. Im Judentum steht nicht, dass wir euch töten müssen. Da gibt's einen Unterschied. Nein, das steht in der Tora. In der Tora. Und wenn du irgendwelche Quellen hast, dann zeig sie mir bitte. Du hast gar nichts. Außer in den Kommentaren zu sein, kannst du nichts, weil du hier hochgekommen bist, weil ich nicht oben war, ja? Ganz einfach. Aber jetzt werden wir sehen, weil du dich schämen musst. Du musst dich einfach schämen, dass du so eine ekelhafte Religion hast, wo man töten darf. Netanyahu interessiert mich nicht. Netanyahu ist nicht mein Gott, ja? Netanyahu ist ein Mensch, der da einfach was sagt, aber der ist nicht mein Gott. Weißt du, wer dein Gott ist? Der Allah ist dein Gott und Allah sagt das, ja? Genauso wie Mohammed. Ich verstehe das nicht überhaupt, wie man an sowas glauben kann. Das ist wirklich ekelhaft. Deine Religion ist ekelhaft. Die müsste man ausradieren, ja? Ausradieren. Einfach weg damit. Weil wo man töten darf, das kann nicht gut enden. Reden, ohne zu beleidigen. Ich sag gerade, ich beleidige die Wahrheit. Guck mal, wie du über meine Religion beleidigt. Das ist die Wahrheit. Das ist noch nicht mal eine Religion. Sagen wir mal so, das ist keine Religion. Das ist einfach nur ekelhaft. Mein Gott, wie du mich stumm, wenn ich was sage. Natürlich stumm ich dich. Wenn ich rede, bist du leise. Ganz Wissen einfach. Ich weiß nicht, wie hasserfüllt du bist, Mädchen. Ich bin nicht hasserfüllt. Du bist wirklich hasserfüllt. Deine Religion oder was das auch immer ist, ja, die gehört einfach weg. Ich nenne das noch nicht mal Religion. Die hat noch nicht mal diesen Niveau, aber dass die Religion genannt werden kann. Ja, wo man töten darf. Und du bist noch dafür. Schäm dich, Mädchen. Zum Glück gibt es Muslime, die sich da raushalten, ja, und da austreten von diesem scheiß Islam, ja. Genau, scheiß Islam. Hope, hör auf.
Hör auf. Alter, Mädchen. Weißt du, Elisa, wenn du sagst, das ist nicht mehr aufzuhalten, das ist in deiner Ideologie vielleicht so und es steht auch in dem Buch vielleicht so verankert. Aber ich scheiße auf deren Bücher. Ich scheiße auf deren Bücher, auf deren Allah und auf deren Mohammed, ja? Und ich will sehen. Und Gaza, hör mir mal zu, weißt du, was Gaza ist? Gaza ist ein Parkplatz. Eine Baustelle ist Gaza, ja? Freust du dich, dass Kinder dort sterben, Hopp, oder wie? Ich freue mich nicht, dass Kinder dort sterben. Die Zivilisten können nichts dafür. Ja, aber du sagst trotzdem, ja, das ist eine Baustelle. Nein, ich bin nicht dafür, dass irgendjemand stirbt. Einer ist zu viel. Punkt, ja? Ja, dein Ausdruck. Mein Ausdruck, nein, mein Ausdruck sagt das nicht. Ich bin nicht froh, dass irgendjemand stirbt. Außer Hamas, ja? Außer Hamas natürlich. Außer Terroristen. Die sollen von aber mir aus... Aber du sagst Gaza mit einem Parkplatz. Da haben doch Menschen gelebt und Kinder. Die Hamas-Terroristen können von mir aus verbrennen in der Hölle, ja? In eurer Hölle am besten. Ach, was ist mit den anderen Völkern, die ausradiert werden von Moslem? Darum redet aber auch keiner. Ja, das können die nur. Das können die nur Terroristen haben. Die zeig mal andere Terroristen, die nicht Muslime sind. Zeig mal, dass die nicht nach dem Islam gehen. Weil diese Terroristen, die gehen ja nach dem Islam. Ist das ist ja das Ding. Diese Terroristen, das sind die wahren. Was ist mit den Jesiden? Das Problem an der ganzen Geschichte, ihr Muslime bringt eure eigenen Leute um, auch wie die mit den Frauen in Afghanistan umgehen, die bringen doch ihre eigenen Leute um. Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte, wenn wir nur wirklich über Religion reden. Aber ihr geht ja aufeinander los. Ihr in den Namen Gottes. Natürlich gehen die aufeinander los. Elisa, du kannst froh sein, dass du hier ein Kopftuch hast, sonst wärst du unten. Ja, dann, was du redest du überhaupt? Als Frau darfst du im Islam gar nicht reden. Ich kann mein Kopftuch tragen, auch in meinem Land. Ich kann frei rausgehen, überall. Was redest du überhaupt? Du musst nach dem Islam ein Kopftuch was tragen. Was redest du? Du darfst gar nichts. Ich trage mein Kopftuch. Du freiwillig. Nein, was du redest musst ein, du da du überhaupt? Musst ein Kopftuch ich tragen. Bin 16. Der Islam sagt das. Du musst Kopftuch tragen und du bist eine Frau. Du darfst gar nichts. Mädchen, weißt du, was du nach dem Islam darfst? Du darfst Kinder machen wie eine Maschine in der Küche. Ich bin zufrieden. Ich habe alle Rechte, sogar nein, mehr Rechte als du. Du hast keine Rechte. Weißt du, warum du Rechte hast? Wenn dann überhaupt hier in Deutschland. Aber das gefällt euch ja auch nicht. Ihr wollt ja auch hier die Scharia haben. Ihr wollt alles Islam. Dann will ich mal sehen, was für Rechte du hast, wenn hier auf der ganzen Welt islamisiert wird. Da hast du gar nichts. Da kannst guck du ruhig sein, Kinder machen. Kinder kannst du machen, in der Küche stehen und das machen, was dein Mann dir sagt. Ja, der kann dich dann benutzen, wie er mein will. Mein Mann macht mich wie eine Prinzessin, ja? Du bist Prinzessin, du bist du eine hast Prinzessin. Keine Rechte. Das du kann hast, ich dir bestätigen, ja? Nein, mein Mann behandelt mich wie eine Prinzessin. Ja, weil du in Deutschland bist, Mädchen, weil du in Deutschland bist. Das ist ja das Ding. Du bist in Deutschland. Deswegen kannst du. Erzähl mir mal bitte, welcher wenn Mann kommt von der Arbeit und macht was anderes. Wie bitte? Ja? Welcher Mann kommt von der Arbeit und macht Essen für seine Frau? Das sind seltene Männer. Du bist in Deutschland, Mädchen. Geh mal bitte nach Afghanistan. Da will ich sehen, was mit einer Frau passiert, die überhaupt redet. Die darf noch nicht mal am Tisch sitzen, weil die in der Küche sein muss und kochen muss. Ich bin in Deutschland. Den ganzen Tag. Frag dich mal bitte in Gaza, warum so viele Kinder da sind, weil die Frauen da Maschinen sind, einer nach dem anderen. Sobald die Kinder machen können, wird ein Kind gemacht. Das ist doch deren Problem. Nein, Was hast du damit zu tun, wenn die keine Kinder hier in Deutschland? Nur also Kinder machen. Die Frauen arbeiten nicht, die haben keine Rechte, die können nichts. Einfach nur Sklaverei, das ist das. Das ist dieser fucking Islam. Das ist Islam. Ja, alles klar. Das steht in deinen Schriften, ich hab's mir doch nicht ausgedacht, Mädchen. Denkst du, ich habe nichts Besseres zu tun, als mir irgendeine Geschichte auszudenken? Nein. Mach deine Bücher auf, mach deine fucking Hadithe auf. Deine fucking Hadithe machst du auf und dann liest du das, ja? Du hast keine Rechte. Ich habe alle Rechte. Du hast keine Rechte. Du hast kein Recht im Islam. Sei froh, dass du hier in Deutschland bist, ja? Bete dafür, dass in Deutschland keine Scharia kommt. Bete bitte dafür, ja? Nimm mal Luft. Nimm mal Luft. Ich nehme nicht Luft. Mein Gott. Alter. Beruhig dich doch mal, geh mal runter. Ich geh nicht runter. Wir sind Menschenliebes, wir reden hier. Du brauchst mich nicht so anzubrüllen. Ich habe keine Angst vor dir, wenn dann nur von Gott. Warte mal, wer sagt, dass du Angst vor mir haben musst? Ja, weil du brüllst so, als würde, was weiß ich, rede langsam, rede vernünftig. Warte mal, Elisa, wer bist du, dass du mir sagst, wie ich reden soll? Ja, aber du musst schon Respekt haben. Ich muss gar nichts. So. Weißt du, was ich muss? Ich muss nur sterben irgendwann mal. Das war's. Mehr muss ich nicht. Ja, sterben werden wir alle irgendwann mal. Sterben, ja. Du, sterben werden wir alle. Was bei dir passiert in dem Islam?
Also Hope, guck mal, in Afghanistan und dort in Iran, was dort passiert, da distanziere ich mich auch, wenn Wie Leute Wie willst du da, dich denn distanzieren, wenn das der Islam ist? Distanzierst du dich gerade von dem Islam? Nein, nein, ich akzeptiere kein unterdrückte Frauen und sowas, dass aber sie keine Islam Rechte haben. Unterdrückt. Nein, warum Wie sagst nein? du das? Warum sagst du nein, das ist so? Sure 4, Vers 34, sag mal was dazu. Ja, das steht in deinen Büchern. Ich bin in Deutschland, ich lebe auch in meinem Land. Sure weil 4, mal, nur weil du in Deutschland bist, heißt das, der Islam Sure, gültig ist für Elisa, dich oder was? Elisa, guck mal. Elisa, ja. Ganz kurz, Sure 4, Vers 34, weißt du, was da drin steht? Ich weiß, was in meinem Buch steht. Leute, wenn die Frau gehorsam muss. Warte, mach doch ein. Was da drin steht, dann zeig uns ich bitte bin, mit, was da drin ich bin, steht. Hast du ein Bild? Hast du ein Bild, dass wir das aufmachen? Dass Nein, wir aber das Moritz zeigen, kann das. Bevor Moritz, die, kann bevor, das, Moritz ist nicht da. Bevor sie noch denkt, dass wir uns. Dann hat sie doch, sie hat doch einen Koran, sie sollte es selber vorlesen. Warte mal, worum geht's jetzt? Warte mal, worum geht's gerade? Sure 4, Vers 34. Ja. Kümmere ich mich drum. So, wo sind aber die ganz Moden? Kurz, warte, Hope, ganz kurz. Ich möchte von Elisa, weil sie sagte, sie kennt und sie weiß, was im Koran steht. Okay, dann sag na, uns na, doch. Klar, ja, dann sag uns, was da drin steht. Warte kurz. So, Leute, ich mache jetzt hier die Kommentare aus. Es kann nicht sein, wir sind hier so viele Leute und es sind 21.000 nur. Leute, liken bitte. Also sie sagt ja, dass ihre Religion gegenüber Frauen auch gerecht ist und friedfertig ist und sonstiges. Aber dann lass uns mal lesen, was Sure 4, Vers 34 sagt. Ich dachte, du kennst dein Buch. Also dann solltest du das vom Herzen kennen und nicht erst warte sagen. Nein, in Afghanistan ist es so, ja. Aber in Deutschland ist es natürlich anders, ja. Wenn die da nach dem Islam gehen in Afghanistan, ist es nicht okay, was die machen. Aber in Deutschland ist es anders, natürlich. Oh, hier in Deutschland gibt es Gesetze, die islamische Frauen auch noch vor ihrer eigenen Religion schützen. Ne? Was ist der das ist voll ironisch, ja, oder? Es gibt deutsche Gesetze. Nein, dann lies mal. Elisa, lies mal. Lies mal Sure 4, Vers 34 und ich sag dir, wo dich das deutsche Gesetz genau vor sowas schützt. Welches deutsche Gesetz? Lies erst mal. Was willst du mir damit sagen? Was willst du mir damit zeigen? Lenk mal nicht ab, ganz kurz. Guck mal, lenk nicht ab. Lies mal bitte für alle. Ich brauche nicht abzulenken. Dann, was steht da? Erzähl mir, wo werde ich unterdrückt im Koran? Ich will es von dir wissen. Erzähl mir. Vers 34. Ja, erzähl, ich höre. Sag mal, ich möchte, dass du was liest, damit du nicht sagst. Nein, nein, du sollst mir das zeigen. Warte, jetzt alle mal leise. Ich hab's dir geschickt, Hope. Also sie weiß nicht, wie sie das findet, ja, wahrscheinlich schon mal, deswegen kann sie es nicht lesen. Leute! Ansonsten lese es jetzt bitte vor. Ich kenne mein Buch, du sollst dann mir lies erzählen, es was vor. Da steht. Dann lies es doch vor. Ich bin, sie wird jetzt gar nichts hier vorlesen, weil sie hat keine Ahnung. Moritz, ich kann das hier nicht einblenden, du musst es einblenden, es ist ja dein Live. Blende das mal bitte ein. Ja, ich zeig's. So, wir lesen dann zusammen und du, Erda, sei mal ganz leise oben, ja? Ich habe dir gerade einen Gefallen getan, dass du oben bist. Sei mal leise, sonst schmeiß ich dich runter. Du musst weniger Drogen nehmen, du Arbeitslose. So, ich zeig dir jetzt mal, wie Gott, man runterfliegt. Ich spiel gleich hier mit dir Ping-Pong, Junge. Ich hab keine Erziehungsgenossen, oder was? Muss man euch jetzt noch erziehen? So, wir lesen jetzt mal. Sure 4, Vers 34. Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, weil Allah die einen vor den anderen ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Vermögen hingeben. Darum sind tugendhafte Frauen die Gehorsamen, diejenigen, die ihre Gatten Geheimnisse mit Allahs Hilfe wahren und jene, deren Widerspenstigkeit ihr befürchtet. Ermahnt sie, meinet sie im Ehebett und schlagt sie. Wenn sie euch dann gehorchen, so sucht gegen sie keine Ausrede. Wahrlich, Allah ist erhaben und groß. Also, was sollst du mit ihnen machen, Moritz? Schlagen und schlagt sie. Und wer spricht da gerade? Wer gibt dir die Erlaubnis dafür? Allah. Okay, Elisa, jetzt zeig mir mal die Gerechtigkeit dir gegenüber als Frau. Das, was du gerade zitierst hast, dass auf diese Art und Weise, wie ihr das da ausdrückt, das stimmt gar nicht, ja? Nein, ich habe doch vorgelesen, was da steht, Elisa. Der Koran hat ein Tafsir, okay? Elisa. Der Koran hat ein Tafsir. Ja, dann machen wir den Tafsir. Und ihr könnt nicht nur einfach diesen Satz rausnehmen. Dann machen wir den Tafsir dazu auf. Da ist die Aufklärung, nicht ja, nur schlagen. Ja, dann machen wir den Tafsir okay, dazu okay, auf. Wenn du schlagen dich oder so weiter. Elisa, wir machen den Tafsir Moritz, auf. Moritz, mach bitte du, den Tafsir dazu auf. Wenn du eine Erklärung haben möchtest zum Schlagen, ja, dann kriegst ja, du auch warte mal, welchen Tafsir von wem? Ibn Kathir, Ibn Abbas? Ibn Kathir ist einer der höchsten. Ibn Kathir.
aber nicht den Tafsir und die Aufklärung. Der Tafsir, ja, kommt jetzt, Mädchen. Der Tafsir kommt jetzt und dann will ich sehen, was glaub du mir, was auch nicht eine gefallen. Erklärung es zum Schlagen gibt. Ja, dann erklär mir das bitte. Unglaublich. Du verstehst nicht, dieser Islam unterdrückt die Frauen. Sowas von. Ihr habt keine Rechte, nix. Geh mal bitte in einen Islam. Elisa, jetzt mal ganz ehrlich, geh mal bitte in einen Islam-Chat, ja? In einen Islam-Live. Mal sehen, ob du hochkommst. Mal sehen, ob du hochkommst. Ich bin stolz auf meine Religion, okay? Ganz klar. Ja, du bist stolz, dass man Leute umbringen darf, dass man töten darf. Darauf bist du stolz. Super, super. Weil in Palästina, das ist umgekehrt. Was hat umgekehrt, Palästina mit dem Islam zu tun? Was Zionisten bringen Muslime um. Es gibt noch nicht mal Palästina-Mädchen. Es wird kein Palästina geben. Weißt du was? Es gibt ein Gaza, eine Baustelle in Gaza gibt es. Ja? Komm klar, dein Islam ist voller Hass, ja, voller Umbringen, voller Töten. Das darf man in deinem Islam. Ich schäme mich für diese Menschen. Du dich, wie unmenschlich du bist. Sag mal, was sind das für Argumente, Mädchen? Ich komme mit deinem Islam, du redest mit mir über mein persönliches. Sag mal, was ist mit dir los? Hast du keine Argumente? Dass du jetzt mit Palästina kommst oder so. Wir reden über dein hasserfülltes Islam. So, Moritz. So, warte mal. Ich schick dir das mal gerade. Ich muss mal gerade 5 Minuten weg. Ich schick dir gerade den Screenshot. Ich kann es noch nicht zeigen. Ich habe doch mit diesem Account nicht so viel Follower, dass ich Video zeigen kann. Oh Mann. Moment. Erstmal mal die Kommentare hier wieder an. So. Ich weiß nicht, wie das geht, das hier zu zeigen. Der Witz an der ganzen Geschichte, dass viele Leute im Islam, also viele Moslems, die lesen Koran, lernen, wie sie Arabisch lesen können, aber verstehen den Inhalt zum Großteil gar nicht. Natürlich verstehen die das nicht. Die verstehen genau das, was die wollen. Das ist ja das Problem. Die machen die Augen zu, wo Töten steht. Die machen die Augen zu. Die wollen das gar nicht sehen. Nee, aber was ich versuche zu sagen, der Witz an der ganzen Geschichte ist, dass es da mittlerweile auch viele arabische Christen gibt. Frauen werden denn hier in Deutschland geschlagen von deren Männern? Was wollt ihr mir denn erzählen? Wie viele Frauen werden brutal geschlagen? Hör mal zu, ganz kurz. Versucht nicht immer auf die Religion zu springen. Nein, hör mal zu, sei mal ganz leise jetzt. Ja, das passiert. Ja, das passiert. Aber zeig mir eine Religion, die dir erlaubt, deine Frau zu schlagen, außer Islam. Islam erlaubt das. Islam erlaubt das, das Christentum erlaubt das nicht, das Judentum erlaubt nicht, explizit deine Frau zu schlagen. Der Islam erlaubt das, okay? Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Und wenn du das nicht wahrhaben möchtest, ja, Stockholm-Syndrom ist weit verbreitet, ist gar kein Problem. Aber dass du als Frau dich tatsächlich hier hinstellst und somit die Erlaubnis, also du glaubst daran, also erlaubst du auch deinem Mann, wenn du nicht seiner Meinung bist, und das passiert wie oft in einer Ehe, dass man sich nicht immer einer Meinung ist, aber dein Mann hat die Erlaubnis, dich im Ehebett zu meiden. Und wenn das nicht reicht, hat er noch die Erlaubnis, dich zu schlagen. Zeig mir das im Christentum. Zeig mir im Christentum, wo ich als Mann die Erlaubnis habe, meine Ehefrau zu schlagen, wenn sie nicht einer Meinung nach mit mir ist. Und du als Frau stellst dich tatsächlich hier hin und verteidigst das? Schäm dich. Schäm dich dafür. Neidisch gegenüber dem Islam, weil in der Bibel leider sehr viel verfälscht wird. Zeig mir eine schlechte Sache in der Bibel im Neuen Testament. Paulus ist ein Lügner. Elisa, wer redet hier gerade? Elisa, nenn mir den Bibelvers im Neuen Testament, wo etwas Schlechtes drin steht. Vers bitte, jetzt, wir machen das auf und du zeigst uns das. Warte mal kurz. Du sagst, die Bibel ist gut und klar, ne? Wie kann bitte schön. Bevor du jetzt etwas redest, hast du den Vers dazu, dass wir das aufmachen? Warte mal kurz, wie kann ein Gott ein Drache sein? Erklär mal, wie kann ein Gott Feuer vom Mund raus? Die versucht, die abzulenken von ihrem Hass. Ja, natürlich rennt die weg. Wir bleiben jetzt erstmal dabei. Elisa, wenn du Quellen hast,
Wenn du Quellen hast, gerne, kannst du die hier einblenden, dann werden wir die sehen, die Quellen. Aber wir reden jetzt weiter darum, dass dein Islam voller Hass ist, dass mein man Islam da töten ist darf. Man ich darf bin zufrieden mit meiner Religion. Alhamdulillah, dass mich mein Schöpfer auch... dass man die Juden... Du bist leise, wenn ich rede. Dass die Juden getötet werden, ja? Das ist bei euch gewollt. Du hast es zugegeben. Du willst es genauso. Du willst die fucking Scharia, wo man töten darf... Willst du genauso wie in Deutschland? Ich werde das nicht aufhalten können, Fräulein. Das wird in der Endzeit passieren. Tut mir leid. Ich werde das aufhalten. Du wirst sehen. Du wirst das nie aufhalten können. Okay, hör mal zu. Ganz kurz. Es kann nur ein Traum von eurem Scheiß sein. Ja, Allah kann weiter träumen. Und wenn du willst, bringe ich dich noch zu Allah. Ist gar kein Moritz. Problem. Wenn du in seiner Nähe sein möchtest, warte mal ganz kurz. Moritz, kannst du Sahih Bukhari aufmachen, Band 7, Buch 72, Nummer 715? Der Moritz ist gerade nicht da. Okay, schade, dann lese ich es ja gerne mal vor. Falls du dich fragst, ob Schlagen erlaubt ist oder sonst irgendetwas. Alles ist erlaubt. Wenn Töten erlaubt ist, dann darf man auch schlagen. Guck mal, das ist ein Sahih. Sklaven darf man halten, man darf alles. Mohammed durfte mit einer Sechsjährigen sein, was noch? Was darf man im Islam nicht? Man darf niemanden aussprechen, Liebes. Nimm mal Luft. Sag mir nicht Liebes. Elisa, akzeptierst du Sahih Bukhari? Ja, na klar. Hadith, okay, muss man akzeptieren. Ja, ganz kurz. Guck mal, schreib dir das auf, falls du sagst, ich erzähle jetzt irgendein Bullshit oder sonst irgendwas. Sahih Bukhari, Band 7, Buch 72, Nummer 715. Okay, Rifa ließ sich von seiner Frau scheiden, woraufhin Abdurrahman bin Aziz Subayri al-Qurazi sie heiratete. Aisha sagte, dass die Dame kam, einen grünen Schleier trug und sich bei ihr, Aisha, wegen ihrem Ehemann beschwerte. Und sie zeigte ihr eine grüne Stelle an ihrer Haut, die durch das Schlagen verursacht wurde. Es war die Angewohnheit der Damen, sich gegenseitig zu unterstützen. Und als Allahs Gesandter kam, sagte Aisha, ich habe keine Frauen gesehen, die wie die gläubigen Frauen so leiden. Ihre Haut ist grüner als ihre Kleider. Okay? Also, es ist berichtet in authentischen Hadithen, dass die Frauen, die gläubigen Frauen im Islam geschlagen werden. Und das niemand so leidet. Meine Oma hat auch mit 13 geheiratet. Du sagst gerade zu einem, der über 50 Rebecca war drei, laut eurer Bibel, Mädchen. Du sagst zu einem Pädophilen, der war mit einer Sechsjährigen. Schämst du dich nicht, das könnte deine Tochter sein. Oh, lass sie nicht wegrennen, bitte, warte mal ganz kurz. Das könnte deine Tochter sein, der hat die geheiratet und angefasst, Mann. Aber damals waren die Frauen... Nicht damals. Ey, rennt nicht vom Thema zu Thema. Sind wieder da. Also wirklich, du hast gerade gesagt, dass es okay ist, dass ein über 50-jähriger Mann mit einer Sechsjährigen geheiratet hat. Elisa, du hast keine Ahnung, die hat mit Puppen gespielt. Mit dem Pädophilen, sag mal. Also wirklich, euer Islam ist ja wirklich eine Katastrophe. Ey, ihr beiden, ganz kurz, ganz kurz. Und Elisa auch ganz kurz, okay? Also, wir springen jetzt hier nicht von Thema zu Thema. Elisa, das ist Sahih Bukhari. Wenn hier einer lügt, dann musst du sagen, Sahih Bukhari hat gelogen. Und wenn einer in diesem Hadith lügt, das ist das, was Aisha berichtet hat. Also hat Aisha gelogen, nicht ich. Ich habe nur erwähnt und vor... Warte mal ganz kurz, bitte. Du sagst zu mir, das ist eine Lüge. Ich habe dir einen authentischen Hadith vorgelesen. Mach ihn auf. Ich habe dir die Sahih. Sei mal leise jetzt ganz kurz, wenn ich rede. Unterbrich nicht ständig und lauf nicht weg. Also, das ist Sahih Bukhari, Band 7, 72, Nummer 715. Schlag es selber auf. Und wenn du der Meinung bist, dass ich hier gelogen habe, dann mach jetzt deine Kamera auf und zeig, dass ich gelogen habe. Dann akzeptiere ich das. Okay, aber das stimmt nicht, weil es ist eure Hadith. Es ist ein authentischer Hadith. Und lauf nicht ständig weg zur Bibel, komm nicht mit Rebecca 3 oder irgendetwas anderem. Wir sind jetzt erstmal bei dem Thema, dass im Islam Frauen... Unterbrich nicht, okay? Also, wir haben dir jetzt eine Stelle gezeigt aus dem Koran,
wo Allah erlaubt, dass Frauen geschlagen werden, wenn sie widerspenstig sind. Wir haben hier einen authentischen Hadith, der sagt, wo Aisha sagt, ich habe keine Frauen gesehen, die wie die gläubigen Frauen so sehr leiden. Schau, ihre Haut ist grüner als ihre Kleider. Okay? Also, komm mir nicht mit, das ist gelogen, komm mir nicht mit irgendetwas. Das ist gelogen, weil der Prophet Alaihissalam hat gesagt, es darf nicht mal ein Fleck, ein Fleck darf nicht bei den Frauen gesehen werden. Das ist Lüge, was du erzählst. Das ist echt nicht wahr. Das ist Lüge. Komplett gelogen. Er hat, du sagst gerade, dass dein Prophet lügt. Was bist du für ein Muslim? Ich schäme mich. Nein, warte, ich schäme mich gerade davor. Und zwar Mohammed Al-Islam hat gesagt, der Beste unter euch ist, der am besten mit seiner Frau umgeht, okay? Okay, sollen wir die andere Hadithe zeigen, wo er sagt, dass ihr Frauen schlagen dürft, außer draußen, nur zu Hause? Wie viele willst du sehen? Wie viele Hadithe? Und selbst das Allah, scheiß mal auf die Hadithe. Allah sagt in deinem heiligen Koran, dass das Schlagen der Frauen erlaubt ist. Wer ist höher, Allah oder Mohammed? Ja. Wer ist höher, Allah oder Mohammed? Das, was du sagst, das wer ist höher, Allah oder Mohammed? Ist gelogen. Unser Schöpfer hat niemals gesagt, dass die Frauen unterdrückt oder geschlagen werden müssen. Ja? Schmeiß die bitte raus. Nein, die lügt hier nur. Die soll zeigen mit Quelle, die lügt und labert. Ich schmeiß sie jetzt nicht raus. Dann zeigt Quelle Insa. Höher, Allah oder Mohammed? Wer ist höher? Ich weiß nicht, was du damit hinaus wolltest. Wer ist höher, Allah oder Mohammed? Sagt, dass ihr ich zitiert, frage, was euch Elisa, passt. Okay? Ich zitiere dir aus deinem heiligen Koran. Wer ist höher, Mohammed oder Allah? Für dich, nicht für mich, für dich. Wer ist höher? Antworte doch. Guck mal, dass sie das nicht eindeutig antworten kann. Jetzt, was willst du jetzt? Wer ist höher, Allah oder Mohammed? Gedanke. Und das, was da steht, das stimmt. Und die Frauen werden zu philosophieren. Wer ist höher, Allah oder Mohammed? Das ist deine Religion. Das musst du wissen. Oh, hallo. Ich bin ja dabei. Deine Bibel, deine Koran. Mach mir meine Bibel. Guck, wie sie wegläuft. Schwester. So, wer ist höher? Mohammed oder Allah? Kannst du das? Ich habe sie nicht runtergeschmissen. Ich war das nicht. Sie ist runter. Okay. Super. Weglaufen, wenn man fragt, wer höher ist, Allah oder Mohammed. Also eine Muslimin, die kann das nicht beantworten. Ich schäme mich für dich. Ich schäme mich. Und diese Muslime, die da hier alle zuhören, die schämen sich auch für dich, dass du diese Antwort nicht beantworten kannst. Und dann nennt sie sich noch Muslima. Also bitte, schäm dich. Also guck mal, ganz easy peasy. Ekelhaft. Allah sagt hier im heiligen Koran, ganz eindeutig, ja, dass du die Frau schlagen darf, wenn sie dir widerspenstig ist. Okay, der Tafsir von Ibn Kathir sagt genau das Gleiche. Sie denkt, sie kann uns außer Gefecht setzen, wenn sie sagt, ja, wir müssen den Tafsir lesen. Ja, bitteschön, danke dafür. Dann lesen wir natürlich noch den Tafsir. Der Tafsir macht einiges sogar noch schlimmer. Also, ihr tut Gutes daran, wenn ihr sagt, bitte macht den Tafsir nicht auf. Ja, ihr tut gut daran, aber wir kennen diese Regeln. Dann haben wir euch gerade einen Hadith gezeigt, Sahih Bukhari, authentisch, ja. Ich habe euch 3-4 Mal die Nummer gesagt, schlagt sie selber auf, wo Aisha darüber berichtet, dass es keine Frauen, keine Frauen gibt, die so sehr leiden auf der Welt wie die Gläubigen, dass die am meisten wirklich leiden unter ihren Männern, okay? Und sie kommt jetzt hier hin, stellt sich über Sahih Bukhari, sagt, das ist eine Lüge, sie stellt sich über Allah, das heißt, sie hat gerade eine neue Religion gegründet und ihr könnt ihr folgen, wenn ihr glauben wollt. Sie braucht bestimmt ihrer Religion. Wo sind die ganzen Muslime hier? Bitte, wir sind hier fast 400 Leute. Wo sind die Muslime, die hoch wollen? Ich sehe hier niemanden auf der Liste, der Muslim ist. Wo seid ihr denn bitte? Kommt, erklärt mir mal bitte, was an eurer Religion nicht falsch ist. Kommt, erklärt mir das bitte. Also so, das ist keine Religion, Leute. Das ist keine Religion. Das ist einfach hasserfüllt, ja. Sowas muss man einfach wegradieren. 2015, wo die ganzen neuen Ströme gekommen sind, wussten viele Frauen gar nicht, dass sie Rechte in Deutschland haben. Ich muss einen Artikel rausholen. Da wurde mal was geschrieben darüber, dass viele Frauen trotzdem noch häusliche Gewalt auch hier in Deutschland erlebt haben, obwohl sie dann von dem Ausland hierher gekommen sind, natürlich illegal.
und natürlich viele Muslime. Und die wurden trotzdem weiter leider vermöbelt. Und die Frauen wussten nicht, dass sie Rechte hier in Deutschland haben. Ja, natürlich nicht. Warum sind die denn hier in Deutschland? Leute, warum? Nein, ich meine, die sind mit der ganzen Familie hergekommen, aber wurden trotzdem hier noch geschlagen oder was weiß ich. Und die Frauen... Ja, die werden so oder so geschlagen. Was zu Hause passiert, Leute? Was zu Hause passiert? Die ziehen sich ja so bedeckt an, da kann man doch gar nicht sehen, ob die geschlagen werden oder nicht. Ja, wir kennen doch die ganzen Berichte und die wollen uns jetzt wirklich erzählen. Ja, aber es werden aber auch nicht alle geschlagen. Jetzt wollen wir uns auch nicht übertreiben. Frauen, die sich benehmen, in der Küche stehen, schön kochen und das machen, Kinder machen, die haben gar keine Zeit, um irgendwas Falsches zu sagen. Die haben ja gar keine Zeit dafür. Meine Fresse, Alter. Meine Fresse, was ist dein Problem? Was willst du? Die ganze Zeit Balaber. Hey, wer ist das? Haftbefehl, Junior, oder was war das? Das ist eine Muslima. Das war eine Frau? Ja, das war eine Frau, das war Shisha-Moslem. Oh, redet wie Haftbefehl. Shisha-Bar gehen. Erziehung genossen. Die kann zur Shisha-Bar zurückgehen, die hat hier oben nichts verloren. So, gibt's hier keinen Moslem, der irgendwie Ahnung hat, der irgendwie was sagen kann? Gibt's sowas hier nicht irgendwie? Weil ich sehe keine Anfrage von einem Moslem. Wo seid ihr? Eine Frage, in den Kommentaren seid ihr fleißig beim Tippen, aber hier oben sehe ich nichts. Irgendwie verwechselt ihr gerade das Thema. Ihr schlagt irgendwie ein Thema vor wie Terror und dann letztendlich geht ihr... Wir verwechseln gar nichts. Das ist irgendwie komisch. Im Endeffekt, Das ist unser Thema, das ist unser Stream. Wir sagen das und machen, was wir wollen. Du kommst hier nicht und sagst, was wir machen sollen. Hast du verstanden? Ich sag nicht, was ihr machen sollt, sondern es hat einfach keinen Zusammenhang. Es hat mit dem 7. Oktober hat es einen Zusammenhang. Klar, Frauen wurden entführt, Frauen wurden geschlagen. Wurden getötet und dann nochmal vergewaltigt, wo die tot waren. So geil war die Hamas, so geil waren diese Muslime, diese wahren Muslime waren so geil, dass die sogar die Toten auseinandergenommen haben. Ja, so geil waren die. Sogar die, so ein Respekt, dass man sowas nicht, das verstehe ich nicht. Wie kann man einen Toten noch misshandeln? Ja, aber da gibt es ja auch nochmal irgendwas im Islam, dass man auch Verkehr mit... Natürlich, für alles gibt es eine Erklärung, weil du alles darfst. Alles, was Böses, darfst du ja machen. Das ist ja das Ding. Wenn da nicht steht, dass man nicht töten darf, dann darf man ja töten. Hope. Darf ich ja mal kurz was sagen? Kannst du mir da mal bitte eine Quelle geben, wo Frauen vergewaltigt wurden, nachdem sie gestorben oder getötet wurden? Also bitte keine deutschen Quellen, sondern englische Quellen. Ja, weil deutsche Quellen glaube ich nicht. Natürlich gibt es Quellen. Ey, guck mal, ganz ehrlich, ganz kurz, bitte ganz kurz. Warte mal, das sind die Verhörprotokolle der Hamas. Und ganz kurz bitte, also wenn mir jemand hier kommt, ich akzeptiere keine deutsche Quellen, also wir leben hier in Deutschland, wir lesen auch deutsche Quellen, wir lesen auch englische Quellen, aber dann geh bitte in einen englischen Stream, ja, und verlang dort englische Quellen. Und wir können nichts dafür, dass du hier so gehirngewaschen bist, dass du denkst, wir haben hier nur Fake News. Ich will keine Gehirnwäsche oder irgendwas. Doch, bist du. Also wenn du sagst, dass du deutsche Quellen nicht akzeptierst, weil alles nicht echt ist, dann bist du hier gehirngewaschen. Warte mal, Amir, eine kurze Frage. Warte mal, das Kibbutz Alumin war das. Warte mal, im Kibbutz Alumin war das, da haben die Hamas-Soldaten, sind es ja nicht, die Hamas-Guerillakämpfer haben gestanden, der Scheik hat denen das befohlen, dass sie das machen dürfen, das war im Kibbutz Alumin. Das kannst du sehen, das ist in den Verhörprotokollen der Hamas. Wird er eh nicht glauben. Aber warum, zweifelst du das ab? Findest du, dass die Hamas Freiheitskämpfer sind? Nein, ich habe da meine eigene Meinung. Ja, dann wie kannst du denn bitte nicht von Terroristen... Lass ihn mal von seiner eigenen Meinung erzählen. Dann sollte man doch seine eigene Meinung über das Thema nehmen, beziehungsweise gewisse Quellen sich durchziehen, sei es deutsche Medien, uns mal sei es englische, Meinung. Sei es arabische Medien und daraus weiß man... Zeig uns mal deine eigene Meinung. Ich würde das gerne mal hören, was deine eigene Meinung darüber ist. Unter Unterdrückung, was entsteht da, wenn man Leute unterdrückt? Ich habe dich gerade gefragt, was ist deine eigene Meinung? Dass die Hamas Freiheitskämpfer sind. Du bist auch nicht besser wie die. Guck mal, die Frage war ganz eindeutig. Was ist deine eigene Meinung über die Sicht der Dinge? Also erzähl, ohne eine Frage zu stellen. Klär uns doch mal auf, was deine eigene Meinung ist. Ist doch nicht so schwer, oder nicht? Guck mal, wenn du mir zum Beispiel oder wenn ich dir auf der Straße irgendwie den Mund verbieten will, entsteht doch Widerstand, oder?
Lächerliche. Ach, Scheiße, du. Ehrlich, was der jetzt kommt. Okay, warte. Das war eine Frage. Jetzt guck mal, pass auf. Wenn du nicht fähig bist, deine eigene Meinung jetzt, deine eigene Sicht der Dinge hier zu teilen und zwar mit Gegenfragen irgendwelche Sachen zu beantworten, gehst du runter. Also kannst du uns jetzt deine eigene Sicht der Dinge mitteilen oder bist du dazu nicht fähig? Weil dann gehst du runter. Dann ist es nämlich Zeitverschwendung. Hier sind zwei neue Gäste, die würden gerne auch reden, aber du nimmst denen wirklich die Zeit weg mit deinem Bullshit. Möchtest du uns jetzt eine Antwort geben auf die Frage oder möchtest du das nicht? Ja, im Endeffekt entsteht ein Widerstand von meiner Sichtweise, also neutrale Sichtweise. Neutral, ja, sobald man ein Volk unterdrückt, es verteidigt sich. Genauso wie Israel das Recht hat, sich zu verteidigen, haben auch genauso die Palästinenser, jetzt Palästinenser, nicht Hamas, sich zu verteidigen. Aber die Palästinenser verteidigen sich doch gar nicht. Die machen doch gar nichts. War der 7.10. ein Verteidigungsakt oder ein Angriff? Oder ein terroristischer Akt? Ein terroristischer Akt. Okay. Ganz einfach, aber meiner Meinung nach... Jetzt kommt seiner Meinung nach. Okay, weiter. Ich unterstütze Hamas nicht. Es sollte keine weiteren Angriffe auf Palästina stattfinden. Es gibt doch gerade Angriffe auf die Hamas, oder nicht? Kennst du den Amir? Kennst du den Chef der Hamas? Amir. Warte mal ganz kurz. Kann ich nur ganz kurz was sagen, Leute? Gerne. Ganz kurz. Kann jemand was aufschlagen? Sahih Muslim, Buch 4, Hadith 2127. Da geht es nochmal um Schlagen, wo Mohammed selbst Aisha geschlagen hat. Sahih Muslim, Buch 4, Hadith Nummer 2127. Warte mal, ich mach's gerade mal auf. Nenn mir einfach die Tausendernummer, dann kann ich das gerade einfacher aufmachen. 2127, Buch 4, 2127. Hallo? Was? Ja, hier. Hallo? Hallo, könnt ihr mich hören? Ja, wir hören dich. Okay, ich wollte euch mal ein paar Sachen fragen, ja? Kannst du gleich machen, warte kurz, ich bin erstmal an der Reihe. Hinten anstellen kurz. Ich bin sofort wieder weg. Warte mal, Sahih Muslim 2124 meinst du, ne? 2127. Ah, 27. Ah, guck mal, schade, dass er mir vorher nicht eingefallen ist. Der ist sehr gut, ja. Ja, warte mal, ich bin gerade mal drauf. Da gibt es verschiedene. A, B, C, D. Buch 4. Da gibt es keine Buchstaben. Bei dem gibt ach so, ja, warte mal. Buch 4. Ja, ich bin bei der nummerierten. Warte mal. Weißt du zufällig, welches Buch das ist? Das erleichtert mir das gerade. Buch 4. Was macht ihr da gerade wegen Buch, dies, das? Redet doch mal Klartext. Chill doch mal. Redet da gerade. Ganz ruhig. Ja, ihr legt da irgendeinen Kack auf, Alter, wo kein Arsch der Herr weiß und ihr könnt da alles Mögliche interpretieren. Das ist doch dumm, das sind eure Schriften. Was laberst du für einen Scheiß? Das sind eure Schriften. Und wir gehen gerade sehr sorgfältig vor. Und du hörst doch, dass die nichts Falsches aufschlagen wollen. Was für eure Schriften? Du bist kein komm, du, halt den Namen. Schmeiß diesen Lisa. Wer ist das? Dieser Stern, wer ist das? Ich bin das, hörst du mich? Wie heißt du denn? Ja, da steht doch mein Name. Ich sehe gerade nicht, wer hier redet. Also wer redet hier gerade? Ganz oben, Bruder. Ganz oben? Ach so, mit dem Account seiner Freundin. Ja. Chalas. Einfach nur mal vorlesen. Ich will nicht viel. Einfach nur mal vorlesen. So. Und bitte auch aufschlagen, damit die nicht sagen, wir erfinden was. Du hast mich vorhin was gefragt. Warte mal, ich habe den aufgeschlagen. Ich muss den jetzt mal gerade auf Deutsch übersetzen mit Deeply, dann ist das okay. Warte mal, das ist ein sehr langer. Warte mal, da muss ich den gerade komplett machen. So. Warte mal, ich muss den mal gerade komplett übersetzen. Ich lese den jetzt sofort vor. Yeah. What the fuck? Ja, so funktioniert ordentliche Quellenarbeit. Dann verzerrt es als Token.
ganz schön ruhig, würde ich sagen. Aber ja, ich bin's gerade am Lesen hier. Ich aber ging ihm voraus und betrat das Haus. Als ich mich aufs Bett legte, betrat er, der heilige Prophet, das Haus und sagte, warum bist du so außer Atem, O Aisha? Ich antwortete, das ist nichts. Er sagte, sag es mir oder der feinstoffliche und Wissende wird es mir sagen. Ich sagte, Gesandter Allahs, möge mein Vater und meine Mutter ein Lösegeld für dich sein. Und dann erzählte ich ihm die ganze Geschichte. Er sagte, war es die Dunkelheit deines Schattens, die ich vor mir sah? Ich antwortete, ja. Er gab mir einen Stoß auf die Brust, den ich spürte und sagte dann, dachtest du, Allah und sein Gesandter würden dich ungerecht behandeln. Sie sagte, was auch immer die Menschen verheimlichen, Allah wird es wissen. Also der Prophet wollte ja nie, dass sie einen blauen Fleck hat, oder? Irgendwie komisch. Oder kommt das mir nur so vor? Keinen blauen Fleck? Was meinst du, Bruder? Ja, diese Mädchen da vorhin meinte ja, der Prophet würde keiner Frau was antun. Ach so, ja, ich kenne den Hadith, ne? Der wird auch noch anders übersetzt. Also hier wird ganz häufig, hast du das durch einen Übersetzer gejagt oder was hast du gemacht, Moritz? Ja, ich habe das von sunna.com über den Deeply-Übersetzer gejagt. Ja, weil ich hab's nämlich hier vor mir und hier steht nämlich ein Schlag auf die Brust. Genau. Ich kenne das auch mit Schlagen auf die Brust. Schlagen auf die Brust. Was mir, vor allen Dingen steht noch dahinter, was mir Schmerzen bereitete. Genau. Ja, also, weil viele argumentieren immer, ja, der hat sie nur gestoßen oder sonst irgendetwas. Aber darauf folgend direkt ist, was mir Schmerzen bereitete und sagte, glaubst du, dass Allah und sein Apostel dich ungerecht behandeln würden? Ne, haut er noch hinterher raus. Also hier hat eindeutig Mohammed Aisha geschlagen. Ne, ganz eindeutig. Also ja. Bevor man hier jedes Mal kommt und sagt, dass Mohammed das verboten hat, ja, hat er. Es gibt tatsächlich Hadithe, wo man das sieht, aber das ist doch im Widerspruch. An der einen Ecke sagt er es so, aber selber handelt er so und schlägt selbst Aisha. Okay? Und er hat auch noch ein Hadith, wo er sagt, ihr sollt eure Frau nicht schlagen. Nur im Haus. Also nicht in der Öffentlichkeit, aber im Haus könnt ihr machen, was ihr wollt. Es gibt noch ein Hadith, wo er sagt, eine Frau oder man darf den Mann nicht hinterfragen, warum er seine Frau geschlagen hat. Genau, das gibt's auch noch, weil die sich darüber beschweren und dann sagt er, ein Mann sollte wirklich nicht hinterfragt werden, warum seine Frau geschlagen wird. Nach dem Motto, lass es einfach zu und stell das nicht in Frage. Aber je, guck mal, deswegen, ich war eigentlich froh, dass eine Muslima vorhin hier oben war, weil mich das wirklich mal interessiert, wie die diese Suren und Hadithe sehen. Aber ihr seht, genau wie ihre Brüder verteidigen die das bis aufs Letzte. Also guck mal, überlegt mal, ich wäre in einer Religion, wo mir... Warte mal, warte mal kurz. Ich habe jetzt mal zwei Seiten aufgeschlagen. Auf sunna.com steht... He gave me a nudge on my chest, which I felt. Das steht in sunna.com. Und auf Quran X steht, he struck me on the chest, which caused me pain. Also er schlug mir auf die Brust, was mir Schmerzen bereitete. Ja. Also sunna.com und in sunna.com ist eine andere Übersetzung als bei Quran X. Und ich kenne das von den Brüdern, die haben das auch in Arabisch gelesen. In Arabisch ist es wirklich das Schlagen und der Schmerz. Okay, eindeutig. Also die versuchen schon die Hadith ins Englische oder ins Deutsche ein bisschen weichlicher darzustellen, haben wir an ganz, ganz vielen Stellen. Aber euer Pech ist einfach folgendes. Es gibt so viele arabischsprachige Christen, ja. Wir holen auch das ans Tageslicht. Ist ganz einfach. Ja, Arabisch zum Beispiel ist keine außerirdischen Sprache. Kennt ihr Babu, den Ex-Muslim? Babu, ganz genau. Babu Der ist ja noch nicht mal Christ. Und er Nein, er ist Ex-Muslim. Ja, der ist nur Ex-Muslim. Der glaubt erstmal zurzeit an gar nichts. Und er selbst hat diese Hadithe bestätigt, dass geschlagen heißt und nicht gestoßen oder geschubst oder irgendetwas wie die reden das ja immer so schön, aber... Nein. Im Arabischen ist es ganz eindeutig. Es ist ganz eindeutig. Wir kennen das ja, wie das eigentlich richtig ist. Deswegen. Ganz genau. Ganz genau. Und deswegen, guck mal, jetzt stellt euch mal vor, ihr seid in einer Religion, die erlaubt, dass ihr geschlagen werdet, egal wie, ob du als Mann geschlagen werden darfst oder Frau, völlig egal. Du darfst geschlagen werden und du behältst diese Religion bei und verteidigst sie. Was ist denn das für ein ungerechter Gott? Eine Frage, wenn wir schon von der Religion reden, ich kenne mich in Religion null aus, kann ich jetzt schon sagen, aber eins weiß ich, ist es nicht so im Christentum, nach dem Alten Testament, Warte ganz kurz. Da muss ich schon reingrätschen. Christentum, alter Bund, neuer Bund. Alte Testament, alter Bund. Christentum, neuer Bund, neues Testament. Zeig mir im Christentum, im Neuen Testament, wo es erlaubt ist. Guck mal, ich hab's dir schon gesagt. Genau deswegen, da machst du einen Fehler. Ich lebe nach dem neuen Bund.
Mir ist wichtig, nein, guck mal, für einen Christ es zählt nur das, was der Herr Jesus Christus auferlegt hat. Mehr nicht. Aber Christus gab doch nicht das Neue Testament, sondern er gab das Alte Testament. Boah, das ist so schwierig manchmal, wirklich, ne? Das ist echt, also. Wir sind Nachfolger Christi, das heißt, das Neue Testament wurde geschrieben mit Jesus zusammen. Das heißt, Jesus. Oh, ich glaube, ich brauche bald wirklich eine Pause von TikTok. Das ist sehr, sehr anstrengend. Das Neue Testament, sagen wir mal so. Leute, darf ich bitte mal was sagen jetzt? Ja, gerne. Ich möchte erstmal von Anfang an klarstellen, dass ich bitte nicht unterbrochen werden möchte und dass ich dann Fragen am Ende aufnehme, okay? Danke. Und Dingsi, ich bin selber Christin, aber ich verstehe gerade nicht, was der Islam mit der Solidarität mit Israel zu tun haben soll. Weil die Sache ist, ich sag, wie es ist, ich stelle mich nicht auf die Seite von Israel, nicht auf Palästinas, weil ich würde jetzt Israel auch nicht beleidigen, weil in der Bibel steht, wer Israel verflucht, den wird Gott verfluchen. Das, damit ihr das versteht, was ich meine. Aber tut mir leid, ich werde kein Land wie Israel unterstützen, was kleine Kinder, was kleine unschuldige palästinensische Kinder tötet. Und da braucht mir keiner sagen, nein, es ist nicht so. Tut mir leid, also kann jeder seine Meinung haben, aber ich verstehe nicht, warum Israel so hier gehypt wird oder so in Schutz genommen wird, weil das sind die israelischen Soldaten, die auf Krankenhäuser draufgehen, die auf alte Menschen draufgehen, Soldaten mit israelischer Flagge an deren Seite, die einfach alte Menschen, palästinensische alte Menschen. Elina, finden. ganz kurze Frage nur. Akzeptierst du Mohammed als Propheten? Warte mal, Elina, ganz kurze Frage. Akzeptierst du Mohammed als Propheten? Warte mal, muss ich kurz intervenieren. Akzeptierst du Mohammed als Propheten? Ich bin keine Muslimin, also nein. Okay, weil das Ding ist halt, wenn du das jetzt so sagst und du stellst das aus meiner Sicht sehr, sehr einseitigen Sicht dar. Aus was für einer einseitigen Sicht? Ich verstehe auch gar nicht, warum der Islam hier so kacke geredet wird. So, weil der Islam kacke ist? Auch wenn es bei denen im Buch so steht, das ist deren Ding. Solange wir nur muslimische Freunde hast du. Du wirst wahrscheinlich nur muslimische Freunde haben, denen du gerade nach dem Mund reden möchtest, oder? Bitte was? Hast du Angst, dass deine muslimischen Freunde gerade schlecht von dir denken? Oder warum verteidigst du jetzt hier den Islam? Ich bin keiner von meinen muslimischen Freunden drin. Warum verteidigst du als Christin? Guck mal, nein, warte ganz kurz. Eine Religion, die dir sagt, Nein, diese Religion sagt ganz eindeutig, dass der Herr Jesus Christus nicht Gott ist und du bist verflucht und ein Ungläubiger und du wirst von Allah bestraft, wenn du daran glaubst. Und so, das verteidigst du? Darf ich jetzt nein, warte sagen? Mal, ganz kurz, beantworte mir. Das verteidigst du? Bitte was? Das verteidigst du gerade? Ich werde doch nicht den Islam schlecht reden, nur weil es bei dir nicht anders geht. Bei mir wird gesagt, ich soll jeden Menschen akzeptieren. Und meine Freunde, meine muslimischen Freunde... Nicht den Antichristen-Schwester. Nicht den Antichristen-Schwester. Lass mich mal ausreden, ihr könnt doch nicht jeden Menschen auf einen Haufen schmeißen. Ich habe muslimische Freunde, die ticken normal. Ich habe christliche Freunde, die ticken normal. So, wo ist das Problem? Im Endeffekt können wir alle nur normal miteinander leben, wenn wir einander akzeptieren und nicht versuchen, irgendwie schlecht zu reden oder Hass zu verbreiten oder diese Hetzereien gegen Palästina. Okay, Elina, hast du muslimische Freunde? Nur mal als Frage, hast du muslimische Freunde? Ja. Okay, wusstest du, dass die gar nicht mit dir befreundet sein dürfen? Nein, das wusstest du das? Nur mal so als Frage, wusstest du das? Aber die sind mit mir befreundet. Was ist jetzt daran so schlimm? Du musst mir jetzt Schau mal, das Problem ist halt an der ganzen Sache. Wie gesagt, ich freue mich, dass du mit denen befreundet bist. Wo es keins gibt. Lass mich doch mal ausreden. Ich freue mich doch, dass ihr miteinander befreundet seid. Aber das ist ja deren persönliche Sache. Sie sind gute Menschen, obwohl es drin steht, dass sie es eigentlich nicht dürfen. Verstehst du, was ich meine? Wenn da drin steht, sie dürfen nicht mit dir befreundet sein, dann sind sie gute Menschen, obwohl es in ihren Schriften drin steht, dass sie nicht mit dir befreundet sein dürfen. Sure 4, Ding, ne? Vers 89. Sie möchten gern, dass ihr ungläubig werdet, wie sie ungläubig sind, so dass ihr alle gleich seid. Nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten, bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern. Kehren sie jedoch ab, dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet, und nehmt euch von ihnen weder Schutzherr noch Helfer. Was willst du hier verteidigen? Du bist eine Ungläubige. Dein Herr Jesus Christus. Ihr reißt alles aus dem Kontext. Er zieht auf einmal den Islam
Islam mit Israel zusammen. Wie kann man ein Land unterstützen, was Kinder tötet? Was das Kinder macht doch die Hamas. Warum erfindest du das? Du redest Sachen, was die Hamas Kinder erzählt. Warum machst du das? Die Kinder liegen am Ende in zwei Teilen. Kopf ist weg, Arm ist weg. Was kann man damit verteidigen oder unterstützen? Elina, was hat die Hamas gemacht im Angriff vorher? Was hat die Hamas gemacht? Wieso kommst du hier nicht rein und redest da? Ich rede gerade über die Palästinenser. Ah, juckt dich nicht. Juckt dich nicht. Okay, komm. Da sieht man, dass sie, ja. Schönen Tag noch. Ganz kurz. Der einzige Grund, warum Deutschland Israel supportet, ist nur, damit man nie wieder sagen kann, oh, die Deutschen sind Nazis. Oh mein Gott. Ganz einfach. Melanie, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Melanie? Ich sag dir, schau mal, ich sag dir ganz klar, warum ich, was das angeht, sage, hier Israel hat jetzt auch die Berechtigung, die Hamas auszuschalten. Die Hamas selber hat die übelsten Gräueltaten am 7. Oktober begangen. Die Hamas selber hat Sexsklavinnen genommen. Die Hamas hat Frauen da Gruppen vergewaltigt, was ein Kriegsakt ist. Es geht mir um die Kinder. Es geht mir um die Kinder dort. Was versteht ihr? Ja, die Kinder wären aber nicht gestorben, wenn die Hamas da nicht reingegangen wäre und diese Gräueltaten begangen hätte. Und das ist wegen Israel, Punkt. Nein, Israel ist da nur rein, weil wegen des 7. Oktobers, verstehst du es nicht? Ohne den 7. Oktober wäre Israel gar nicht in den Gazastreifen rein. Winke, dieser Moself, du redest gerade, ne? Nein, der Host redet, der Moritz. Also wenn wir uns den Koran anschauen... Winke, ihr seid Christen oder wie? Weil ich sag nur, wie es ist, kein normaler Christ würde Kindermord supporten. Ich sag so, wie es ist. Ne? Ach so, aber normale Menschen sollen den Support... Warte mal ganz kurz. Aber das, was die Hamas gemacht hat am 7., darüber verlierst du jetzt was, hier kein einziges Wort. Warum redest du nicht darüber? Warum redest du nicht darüber? Hört dein christlicher Glaube auf bei jüdischen Toten? Ja, die hat doch nicht mal Latten am Zaun, die Alten. Aber die Israelis sind genauso kacke auf den Verteidigen auf da, wo jüdische Kinder sterben? Ihr zieht den Christentum so in den Dreck mit euren... Wir ziehen den Christentum in den Dreck. Der Islam sagt dir, dass Jesus nicht Gott ist. Was hat der Islam damit zu tun? Hör mal zu, Melanie, ganz kurz. Ich habe gerade gar nicht über den Islam geredet. Es geht um die Kinder, die in Palästina sterben. Du kommst hier mit irgendwelchen Islamversen. Was juckt mich das? Alter, die ist komplett krank. Hast du die nicht gekickt? Kick die mal lieber, echt? Also die ganz ehrlich. Sunna von Mohammed. Mohammed sagt das, man deckt den Linien, sagt die Lügen. Die sunnitische Welt an die Menschen hat diese Bücher gelauscht. Nein, macht eure Hausaufgaben wirklich. Nein, ich habe nach dem Vers gefragt. Ich habe die Verse gerade eben genannt. Sunna und Hadithen, kann das sein? Liest ihr überhaupt den Koran? Ich und Alessio, wir haben euch Verse genannt, aber ihr wollt es nicht wahrhaben. Ey, ich bitte ganz kurz, Melanie. Es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt laut wurde. Entschuldige mich für das, was ich getan habe, okay? Ich will nicht laut werden und ich will nicht meine Beherrschung verlieren. Aber kannst du bitte den Ex-Muslim ein bisschen reden lassen? Er ist Ex-Muslim. Vielleicht kann der dir das besser erklären als ich. Weil ich bin ja Christ, ich habe keine Ahnung. Melanie. Auch unter Christen finden wir Ergebene gegenüber Gott allein. Unter den Juden, Christen und auch im Islam. Ja, Christen glauben an Jesus Christus. Wir glauben nicht an denselben Gott. Melanie, Christen und Muslime glauben nicht an denselben Gott. Christen glauben, dass Jesus Christus Gott ist. Melanie, hallo. Christen glauben, dass Jesus Christus Gott ist und im Sure 5, Vers 17 steht, Ungläubige sind diejenigen, die sagen, dass Jesus Gott ist, in Kafir. Du hast von deiner eigenen Religion gar keine Ahnung. Sure 5, Vers 17. Lies Sure 5, Vers 17 steht. Melanie, nochmal. Sure 5, Vers 17 steht, Ungläubige sind diejenigen, die er sagen, dass Jesus Gott ist. Sind Kuffar. Sure Al-Maida, Vers 17. Aber unter ihnen gibt es welche. Du kennst deinen eigenen Koran überhaupt nicht. Sure 5, Vers 73. Warte mal, Jeremy, unter ihnen gibt es welche, heißt, die an Allah glauben. Warte mal, Melanie, unter ihnen gibt es welche, heißt, die Christen, die an Allah glauben. Aber es gibt keine Christen, die an Allah glauben. Das sind alles Muslime. Das ist nicht. Ich komm nochmal. Nein, der Name von Allah ist Il-Allah. Allah ist arabisch und dann Abstand Allah. Illa, nicht Allah, Illa. Melanie, wir glauben nicht an denselben Gott. Wir glauben nicht an denselben Gott. Das ist Fakt. Allah ist nicht der Gott der Bibel, das ist Fakt.
Melanie, glaubst du, dass Jesus Gott ist? Nein, glaubst du nicht? Natürlich nicht. Er war also ein glauben, Mensch. Also glauben wir nicht an denselben Gott. Also glauben wir nicht an denselben Gott, Melanie. Aber ich glaube, dass Jesus Christus ist. Bruder Jeremy, ey, kannst du die bitte stumm? Also, Moritz, heute ist eine ganze Bande hier unterwegs. Hey, die nervt bitte. Ich bin wieder ganz, geschaltet. Ganz kurz, Melanie, sei mal bitte leise, ganz kurz. Ich glaube, du hast jetzt genug geplappert hier. Das ist ja unerträglich. Also nochmal, es gibt hier Leute, die melden heute den ganzen Tag. Ihr kommt nicht weiter durch damit. Die sind sofort wieder freigegeben, die Accounts. Ihr könnt euch diese Zeit wirklich sparen, okay? Das wird überprüft. Und wenn man nichts Schlimmes gesagt hat oder Sonstiges, dann ist der Account auch sofort wieder freigeschaltet. Also ihr kommt mit diesem Blödsinn gar nicht weiter. Aber wenn ihr das auf diese Schiene machen wollt, ich habe gar kein Problem. Ich gehe den ganzen Tag live, gehe bei euch rein. Sobald ihr nur ein Furzquer sitzen habt, werde ich das melden. Und dann seid ihr genauso gesperrt, aber bleibt gesperrt, weil ihr nämlich jedes Mal reinkommt und beleidigt und macht und tut. Wir können das genauso, okay? Aber nach wie vor, guck mal, 5 Minuten Gott hat es gedauert, der Account ist wieder... Der Melanie, sei mal leise, wenn man redet. Nein, bitte. Du lässt mich auch nicht ausreden. Oh, Gott steuert alles. Du Melanie, kannst du bitte... Melanie. Tschüss, guck dir die Radieschen von unten an. Ganz einfach, okay? Du kannst ruhig wieder eine Anfrage stellen, wenn du gemerkt hast und lernst, dass man nicht wie ein Maschinengewehr losplappert, keine einzige Frage beantwortet, okay, und von einem Thema zu dem nächsten Thema springt. Du kommst schon unehrlich hier rein, weil du nicht wolltest, dass wir dir Hadithe zeigen, Suren sagen oder sonst irgendetwas. Du wusstest ganz genau, was kommt, also hast du schon mal vom Vorfeld versucht, das zu unterbinden, dass man dich nicht mit dem Islam in Verbindung bringt, okay? Der Alessio war ganz eindeutig in seiner Fragestellung und das hättest du, wenn du ein wahrhaftiger Mensch bist, hättest du das auch beantworten können, ohne das irgendwie zu verschleiern. Anscheinend schämst du dich für einige Sachen und wolltest damit nicht konfrontiert werden. Ist gar kein Problem, ja, aber du weißt, man kommt innerhalb von 2 oder 3 Sätzen, kommt man da drauf und sieht, was du bist und was du nicht bist. Das ist genau wie eine, die von da... Warte mal, man könnte eigentlich auch noch was sagen. Islam ist Verschleierung, könnte man eigentlich genauso sagen. Kannst sowohl bei den Frauen als auch bei den Inhalten. Kannst du genauso sagen. Und die eine, die vorhin hier drinne war, das war auch definitiv keine Christin. Das ist, wir erleben das alle seit zwei, drei Wochen verschleiern sich hier Muslime als Christen, kommen rein und stellen komische Fragen. Und wenn man 1 oder 2 Fragen stellt, dann merkt man schon im Geist, woher die kommen, okay? Also wenn ein Christ wahrhaftig ist, hier reinkommt und sagt, dass er ein Christ ist und ich ihm sage, dass und er verteidigt den Islam, ja, und sagt, das ist eine friedliche Religion und ich ihm sage, dass der Islam sagt, dass dein Herr Jesus Christus nicht Gott ist laut Islam, dann hast du das nicht zu unterstützen. Wie kannst du diese Religion unterstützen? Dann bist du kein Christ. Richtig gesagt, Bruder. Dann bist du... Ich möchte ganz kurz noch. Ja, in der Bibel ist eindeutig beschrieben, wer der Antichrist ist, und zwar der den Sohn leugnet, okay? Ist ganz eindeutig der Antichrist. Und wer leugnet den Sohn? Der Islam. In jeder Pore, in jeder Stelle leugnet der Islam die Gottheit Jesu Christi, okay? Und das ist der Antichrist. Und wenn du dann hier hinkommst und sagst, dass du Christ bist, aber den Islam verteidigst, dann arbeitest du mit dem Antichristen zusammen, ganz einfach. Und ich habe keine Nächstenliebe. Amen, sehr gut gesagt. Ich habe keine Nächstenliebe. Ich habe Nächstenliebe jedem Menschen gegenüber und auch Feindesliebe. Aber der Antichrist ist dessen ausgenommen. Okay, das ist die Religion des Antichristen und die ist in der Bibel komplett ausgenommen. Die brauche ich nicht unterstützen, die brauche ich nicht gutreden oder sonst irgendetwas. Ganz einfach. Ihr als Menschen, ja, euch liebe ich, aber nicht eure Ideologie. Ganz einfache Kiste. So Leute, tut uns mal einen Gefallen, liked den Streamer bitte kräftig, weil diesen Gehirn-Dschihad, den wir uns hier jeden Tag antun müssen, ohne Quatsch, man hat echt teilweise das Gefühl, man wird dämlich, man versucht die Fakten darzulegen, man versucht ordentliche Quellenarbeit zu machen und kriegt dauernd ein, ja, das stimmt nicht, das steht nicht so drin, es tut mir leid, aber wie gesagt, das ist wirklich ein Gehirnzellen-Dschihad, der hier kommt, ohne Quatsch. Deswegen Leute, bitte liked den Stream bitte und unterstützt uns somit bei unserer Arbeit, dass wir mehr Reichweite kriegen. Shalom zusammen. Genau. Shalom, Gottes Segen. Shalom. Muslime sagen doch immer, wir glauben an alle Propheten. Was glauben Muslime denn da, dass es diese Propheten gab? Glauben sie auch, was Gott zu den Propheten sagte und durch sie aufschreiben ließ? Das ist die Frage aller Fragen, ne? Ich denke, das tun sie eher nicht. Ja, und da habe ich jetzt 3 Bibelverse aus dem Alten Testament. Jesaja 35,
ab Vers 3. Stärkt die schlaff gewordenen Hände und macht fest die strauchelnden Knie. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. So, wer hat denn Blinde sehend gemacht, Lahme gehend, Taube hören, Tote auf ewig? Jesus Christus war das. Zu 100% auf jeden Fall. Halt, das Problem ist, halt, sobald man die Muslime wirklich in ihre Quellenzweig machen, die Takia, die lügen, wenn es um ihre Religion geht, die Muslime. Und das verstehe ich überhaupt nicht, weil die Melanie hat ja angeblich gesagt, dass sie Christin ist, und das ist völliger Schwachsinn, weil jemand, der wirklich in Christus Jesus ist, der würde niemals Islam unterstützen. Niemals. Islam ist die antichristlichste Religion aller Zeiten, der Islam. Und ich als Christ, ich respektiere niemals den Islam, aber ich respektiere die Muslime als Menschen, auf jeden Fall. Aber nicht den politischen Islam. Auf Moritz, gar keinen Fall. Irgendwas stimmt technisch nicht. Ich fliege die ganze Zeit hier raus. Dings, Bruder, bist du Aramäer? Ja, Bruder Herz. Ah, cool. Ich liebe die Aramäer auf jeden Fall. Die Sprache ist so schön aramäisch. Dankeschön. Bitteschön. Ohne Quatsch. Naja, wie gesagt, ich meine, man kann auch mal ein bisschen über angenehme Themen zwischendurch reden, weil jeden Tag machen wir diese Aufklärung und jeden Tag darf man sich so ein Bullshit anhören, diese Verwirrung, was übrigens auch erlaubt ist. Wenn man merkt, dass man mit Argumenten nicht mehr weiterkommt, darf man verwirren einfach nur. Dann darf man alles leugnen, alles um zu verwirren. Wir lachen ihnen in die Gesichter, aber verfluchen sie mit unseren Herzen. Ja, das ist auch eine, das ist typisch aus einem Tafsir. Ja, das ist aus einem Tafsir. Apropos, ich lese gerade in den Kommentaren, Hamdi war schon drin, der hat nur beleidigt, der hat nichts irgendwie Sachliches beigetragen, ganz ehrlich. Mit dem ist eine sachliche Debatte nicht möglich. Hamdi muss erstmal lernen, wie man die Bibel richtig liest. Und vor allen Dingen sollte er sie dann wirklich auch in einer Sprache lesen, die er dann versteht. Er ist ja der deutschen Sprache auch gar nicht mächtig und liest jedes Mal deutsche Bibelverse auf Deutsch. Also, sorry, also wenn ich kein Arabisch kann oder nicht gut oder schlechtes Englisch spreche, dann lese ich die Bibel auch nicht in deren Sprache, sondern in der Sprache, die ich am besten verstehe. Ja. Und es gibt arabischsprachige Bibeln, dann besorgt ihr bitte eine und dann liest die Bibel in Arabisch meinetwegen und dann können wir weiterreden. Das ist halt das, weil ich finde, der Hamdi ist richtig krass peinlich. Also der Hamdi kann nicht deutlich reden. Also wenn ich den Hamdi zuhöre, ich verstehe Bahnhof. Ja, ganz kurz, geflüchtet vor Hamdi. Ich war nie mit Hamdi live, nicht ein einziges Mal, und ich bin vor Hamdi noch nie geflüchtet. Ich war auch noch nie in einem christlichen Live, wo Hamdi drinne war oder sonst irgendetwas. Also ich habe noch nicht ein einziges Wort mit diesem Scharlatan geredet. Also ich weiß nicht, was du da von dir gibst. Solche Leute kann ich überhaupt nicht ernst nehmen. Solche Leute sind einfach nur peinlich. Also da haben die wurde schon rausgefordert von einem Ex-Moslem, der auch Arabisch kann, der lebt in Kanada, das ist der Ahmad Ex-Moslem. Ja, ganz genau. Der fordert ihn seit Monaten raus und der will nicht kommen. Weißt du, warum er wegrennt? Er rennt vor jedem weg, der Arabisch, also er rennt vor jedem Christen weg, der Arabisch sprechen kann. Ja, weil er dann nämlich nicht mehr in diese Ausflüchte kann, dass man das in Arabisch ja nicht übersetzen kann und in Arabisch steht was ganz anderes. Er rennt vor jedem weg, der Ahnung hat und Arabisch spricht. Ne? Und an alle Muslime, beobachtet das mal. Da ist nie ein einziger, der Arabisch kann, wird hochgelassen und er kommt auch zu keinem, der Arabisch sprechen kann. Dann soll er doch mal zum Babu kommen, ja? Oder zu den anderen Brüdern, die Arabisch sprechen. Da taucht er Prince zum Beispiel. Ja, der hatte ja auch mal eine Diskussion mit dem Klaus vom Achso-Kanal gehabt, wo er auch vollkommen argumentatorisch auseinandergenommen wurde. Also wie gesagt, gegen Klaus hatte der auch überhaupt keine Chance gehabt. Das habe ich sogar gesehen, stimmt. Der Klaus hat den komplett auseinandergenommen. Der Klaus hat den komplett Wolli genommen, ja. Ja.
Kennt ihr auch den Roger Liebe? Würde Roger Liebe gegen Hamdi debattieren über die Bibel? Ist Jesus Christus Gott? Roger Liebe würde ihn auseinander, den der Bruder. Ja, guck, Jeremy, ich war gestern bei Christuskind. Da gab es einen jungen Mann und ich habe ihn gefragt, was ist die Sure 2, Vers 87? Erklär mal. Ja, mit dem Heiligen Geist. Weißt du, was er gesagt hat? Was? Er hat gesagt, dass der Heilige Geist von Allah ist. Also, wer ist Isa im Koran? Gott. Das er Wort hat von Allah. Gott bezeichnet. Ja, das ist Wahnsinn. Aber habt ihr vorhin gemerkt, ganz kurz, um ein bisschen auch wieder zum Thema zurückzukommen, immer wenn man fragt und wieder zurückkommen möchte auf das, was am 7. passiert ist, ne, was ja ausschlaggebend war jetzt für das, was jetzt darauf gefolgt ist, merkt ihr das? Niemand will darüber reden, niemand bleibt da länger als 5 Minuten. Wenn ihr wahrhaftig seid, dann kommt doch hoch und dann redet doch mal über das, was die Hamas da gemacht hat, aber nicht... Ja, das, was die Hamas da gemacht hat, war wirklich schrecklich. Aber, ne, also immer wieder ein Satz, ein Lippenbekenntnis und dann kommt sofort ein Aber und 50 Millionen Stunden lang über das Leid von Palästina, das wir kennen. Wir sehen das auch. Wir sind ja nicht blind. Und gerade wir als Christen finden das auch nicht schön, ja, dass da Kinder sterben. Aber wir finden es genauso wenig schön, dass Kinder auf der anderen Seite gestorben sind und entführt wurden und immer noch da in Tunnel gehalten werden. Okay, das finden wir auch nicht schön. Ihr redet nicht eine Sekunde, verschwendet ihr die Zeit daran, euch hier hinzustellen und darüber zu reden oder aber auf die Straße zu gehen, gegen die Hamas zu protestieren. Die ersten Opfer dieses Krieges schon seit 75 Jahren sind die Opfer in Gaza selbst durch diese ganzen Terrorvereinigungen, wie die PLO damals, wie die Hamas, Islamischer Dschihad. Darüber verliert ihr kein Wort. Die haben eure Kinder in Geiselhaft. Okay, das ist der Punkt. Aber ihr schämt euch darüber zu reden, weil ihr eine Angewohnheit habt. Ihr habt immer die Angewohnheit, Täter zu sein in einigen Fällen und dann mit dem Finger auf die Opfer zu zeigen und zu sagen, ja, aber, dass dieser Hamas... Und dann komischerweise kommt dann immer, ja, ist eine falsche Quelle, stimmt. Ja, genau. Nein, aber das Islamischer Dschihad, die Hamas, die damals die PLO, dass die Hezbollah, ja, der IS, dass das alles aus dem Islam ist, dass die sich auf den Islam beziehen, das interessiert die nicht. Richtig. Und ganz kurz, ich finde es auch heuchlerisch, die sagen, ja, Palästinenser sterben, aber es juckt denen gar nicht, dass Kinder in dem Afrika Dings ersterben, das ist mir voll aufgefallen bei den Muslimen. Das finde ich auch falsch. Warum, Bruder, weil sie sich nur um Muslime kümmern. Sie kümmern sich nicht um Afrika. Sterben jeden Tag Kinder auf der ganzen Welt, nicht nur in Palästina, in Afrika, in Kongo, in Nigeria, überall. Jeremy, in Indien sogar auch. Wusstest du, dass der größte Sklavenhandel, den es gibt, der arabo-islamische war? Ja. Wusstest du das, Bruder? Also wie der Islam in Afrika gewütet hat. Und ich glaube, also es gibt ein Buch, das hat ein Afrikaner geschrieben. Der hat das ganz, ganz detailliert. Kommt aus Senegal. Oder Senegal, ja. Der hat das aufgeschlüsselt und hat auch die Zahlen aufgeschlüsselt. Und wir reden da von, ich glaube, 27 Millionen Menschen. Ja, also, und umgekommen sind. Die Osmanen hatten ja auch Sexsklaven, das weiß man. Der Islam ist allgemein gegen Dunkelhäutige. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und der Mohammed, der sagte auch, Schwarze sind Pum Pum Punkt. Mohammed, pass auf, ich sagte, lese dir ein, Schwarze sind Pum Pum Punkt. Ich lese dir ein Hadith vor. Okay, Mishkat al-Masabi 119. Ich schreib's mir also auf. Mit den Rosinenköpfe. Nee, das mit den Dings, mit den linke Schulter, rechte Schulter. Ah ja, okay. Also, Abu Darda reported God's messenger as saying, God created Adam when he created him and struck his right shoulder and brought forth his offspring white like small ants. And he struck his left shoulder and brought forth his offspring black as so they were charcoal. Then he said to the party on his right side, to paradise, and I do not care. And he said to the party on his left shoulder,
to hell and I do not care. Also, die von der einen Schulter, die Weißen, die gehen ins Paradies. Ja, wir wissen ja, dass Adam der erste Mensch war und dass alle anderen Menschen folgten von Adam. Okay, die Weißen sind fürs Paradies bestimmt und die Schwarzen, also die, die farbig sind wie Charcoal, ja, die gehen in die Hölle. Und es interessiert mich nicht, sagt Allah hier. Genau diesen Hadith hatte ich auch die schwarzen Muslime auf meinem TikTok-Stream das auch gezeigt. Und die haben das verleugnet. Und ich kann nicht verstehen, wie kann ein Schwarzer zum Islam konvertieren? Das macht gar keinen Sinn. Der Islam kam auch sogar bis in Kongo, ne? Der Islam kam sogar bis in Kongo und wollte Dings das erobern, aber Gott sei Dank hat sich mein Land sich verteidigt, Kongo, ne? Ich bin froh, dass Kongo kein islamisches Land ist, Demokratische Republik Kongo. Ja, bitte. Bist du Aramäer aus Syrien oder aus der Türkei? Türkei. Und da verstehst du kein Arabisch, weil ich kann auch Arabisch reden. Ich kann leider kein Arabisch reden, nein. Ah, okay. Wer kann Arabisch reden? Ich. Der Ex-Muslim. Ach so, aus welchem Land kommst du eigentlich? Ich bin ein Kurde, also meine Eltern sind im Libanon geboren, sind aber ursprünglich aus Syrien Kurden. Und deswegen kann ich Arabisch. Cool. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, du kannst auf jeden Fall Arabisch. Also meine Eltern sprechen zum Beispiel Türkisch, aber ich bin hier geboren, deswegen spreche ich die türkische Sprache nicht. Also meine Eltern haben darauf geachtet, dass ich Aramäisch lerne und Deutsch sowieso. Aber auf Türkisch haben die kein Hauptaugenmerk gelegt. Das haben die immer gesprochen, wenn die vor uns Kindern eine Sprache sprechen wollten, die wir nicht verstehen sollen. Ja, und dann haben sie sich das Türkisch halt so beibehalten. Bin ich aber auch dankbar drum, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich brauche die Sprache nicht. Soll jetzt kein Angriff sein gegen Türken oder sonst irgendetwas, aber sie würde mich jetzt hier in meinem Leben nicht weiterbringen. Also mir schon, ich bin sehr froh, dass meine Eltern auf das Aramäische Wert gelegt haben. Natürlich, sehr die aramäische gut. Sprache ist eine wichtige, ja. Schöne Sprache. Ja. Finde ich auch. Ich liebe Aramäisch und Hebräisch. So, das sind Geschwistersprache im Aramäisch und Hebräisch. Genau. Ja, ich höre gerne zu, ja, bei. Ich bin Jakobus und Bruder Panischer. Ich höre gern zu, wie sie miteinander reden. Ja, es ist, eigentlich verstehe ich gar nichts, aber es tönt einfach. Aber irgendwie versteht man doch. Aber irgendwie Achillo und das, ja, das habe ich gemerkt. Boah, Justin, vielen Dank. Aber ich sag halt, der Islam. Islam hat in Deutschland nichts zu verlieren, weil, glaubt mir, wenn in Deutschland die Scharia herrscht, ist Feierabend und deswegen dürfen wir das nicht zulassen. Ja, aber deswegen Bruder, warst du dagegen kämpfen. Du warst auch dabei, wo der Ich Bin mit einer Muslima geredet hat und Hope, ich weiß jetzt nicht, wo die Hope ist, und mit ihr geredet hat und gefragt hat. Justin, Martin, vielen Dank. Wie schön, dass sie schön der Mann sie behandelt, ja. Wie schön, wie eine Prinzessin. Aber geh mal in andere Länder wie Saudi-Arabien oder wie oder Pakistan. Oder Pakistan. Ja, guck mal die, wie die da Frauen verprügeln, Tag und Nacht, ja. Also sehr schön. Wir müssen an einer Stelle schon auch fair bleiben, ne? Also, dass Frauen geschlagen werden, ist nicht nur ein islamisches Problem, ne? Das haben wir hier in jedem Land, also dass Frauen wirklich leiden müssen unter Männern. Das sehen wir ganz, ganz oft und es ist nicht nur ein islamisches Problem. Aber der Unterschied hier, und den muss man deutlich machen, ist, dass es moralisch nicht verwerflich ist im Islam und Allah es erlaubt und Mohammed es auch vorgelebt hat, indem er Aisha geschlagen hat und auch erlaubt hat oder gesagt hat, man soll nicht in Frage stellen, wenn ein Mann seine Frau schlägt, okay? Und das ist ja das eigentliche Problem. Klar haben wir auf der anderen Seite auch das, aber das können wir gesetzlich, können wir dagegen vorgehen. Es gibt in Deutschland Gesetze, die Gewalt gegen einen anderen Menschen, egal ob Mann oder Frau, unterbinden und unter einer Strafe stellen. Wenn du jetzt aber ein Gläubiger bist, welche Frau, die zu Hause geschlagen wird von Muslimen, rennt denn dann zur Obrigkeit und sagt, er hat mich geschlagen? Also du kannst ja ganz leicht als Mann zeigen, hier, guck mal, Koran, Sure so und so, ich darf dich schlagen, das sagt Allah. Und wenn du eine gläubige Muslima bist, dann musst du das über dich ergehen lassen, weil ansonsten handelst du ja zuwider zu dem, was Allah gesagt hat.
Ganz einfach. Vor allem das Schlimme ist, das bleibt ja meistens in den Familien mit drin. Also wenn da, da wird das meistens in den Familien drin geregelt und da läuft das leider in den Familien drin, statt dass es überhaupt zu einem deutschen Gericht geht. Das ist so, wie wir zum Beispiel bei Suna neben dem Maja 1986, da wird ja erklärt, warum Omar zum Beispiel seine Frau mit in der Nacht verprügelt hat. Ah, ey, ich kann in live gehen. Scheiße. Hallo, Gott segne dich. Schön, hallo. Oh mein Gott. Ja, wir hören dich, Susanna. Ja, ich glaube, sie ist zum ersten Mal. Ja, sie war ein bisschen überrascht. Überrascht, ja. Aber trotzdem, Gott segne dich. Ja, alles gut. Deswegen habe ich gesagt, dass wir sie hören, nicht, dass sie noch was Falsches sagt. Nee, kein Problem. Ja, was so wie eben zum Beispiel bei Sunan neben Maja 1986, ja, da Omar verprügelt seine Frau mit in der Nacht und dann erklärt er, dass sein Mann nicht in Frage gestellt wird, warum er seine Frau mit in der Nacht schlägt. Ja, ja, ganz genau. Sehr, sehr, sehr schön. Welche Nummer war das nochmal, Sunan neben Maja? Welche? 1986. Die habe ich und vorhin aufgesucht, die habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Und es ist das, der Grad ist das Sun, ja? Also kommt die Leute auch nochmal, um zu verstehen, ja? Also man sagt ja immer authentische Quellen. Also wir haben ja diese Aussprüche Daif, Hassan und Sahih. Also hundertprozentig authentisch ist Sahih. Dann kommt direkt darauf, folgt dann Hassan und Daif. Das heißt aber nicht, dass zum Beispiel Daif-Hadithe zu einem Beispiel herangezogen werden oder sonst irgendetwas oder ihre Gültigkeit verlieren. Nur dürfen sie nicht zum Beispiel für eine Fatwa als Gerichtssprechung, darf das nicht herangezogen werden, okay? Also die Scharia, die Gesetze, die da gesprochen werden, diese ganzen Dinge, Gerichtsbeschlüsse, also islamische Beschlüsse, beziehen sich immer auf die Sunna. Okay, und da darf man eigentlich nur Hadithe beziehen, sich auf Hadithe beziehen, die Sahih sind. Das heißt aber nicht, dass Daif und Hassan nicht verwendet werden darf als Regelung oder als Beispiel für die Gläubigen, wie sie Mohammed folgen sollen. Dafür dürfen die benutzt werden. Die dürfen dann nur nicht bei der Gerichtssprechung benutzt werden, okay? Das ist der einzige Unterschied. Vor allem, also, Daif hat es ja immer noch reingeschafft. Wir haben ja hunderttausende Hadithe eigentlich gehabt. Und das ist ja das Konzentrat, was wir da jetzt haben. Genau. Und man kommt immer so, ja, dann ich akzeptiere nur Sahih. Das ist auch nicht wahr, okay? Also Sahih ist zu 100%, das kann man nicht anzweifeln oder sonstiges. Man kann aber eigentlich auch Hassan und Daif nicht. Nur was wirklich nicht gemacht werden darf damit, sind diese Dinge für eine islamische Rechtsprechung heranzuziehen. Aber der Gläubige darf die trotzdem zu 100% für sich nutzen, wenn es darum geht, auf dem Weg des Propheten zu folgen. Und dafür ist ja die Sunna eigentlich gedacht. Ihr sollt euren Propheten nachahmen und dafür gibt es diese Hadithe. Ganz eindeutig. Ja, das ist so, aber Hassan ist einfach gut. Ja, gesund und gut. Die zweithöchste Stufe, genau. Es ist die zweithöchste Stufe. Ist egal, wie man das dreht oder wendet. Genau. Da steht da Hassan und ich habe mal gelesen, dass wenn da in der Kette mehrere Leute sind, ja, wenn desto mehr sind, ist es Hassan, ist es Sahih. Wenn es ein bisschen weniger ist, ist Hassan. Genau. Es kommt nicht und leugnet, dass da nicht Hassan ist. Ja? Und diese Muslime auch, ich hoffe, du bist noch im Live oder so und guckst das an. Sunan ibn Majah 1986. Ja, Bruder, es tut mir leid. Ich wollte, dass du mit ihr redest, weil sie total verwirrt ist. Ich hatte sehr viel Mühe mit ihr. Was ist sie denn? Koranite? Ich habe nur eine Frage gestellt, aber konnte es nicht beantworten. Also ich gebe euch immer den Tipp, wenn ihr im Zweifel seid, wenn ihr im Zweifel seid, geht einfach mal aufs Profil und bei ihr war sofort alles voll mit, der erste Post war die Shahada und sonstige irgendwelche Berichte über den Islam, da war nichts Christliches oder sonst irgendetwas. Mir war das schon klar, als sie am Anfang gesagt hat, dass sie Gott ergebene ist. Ja, das benutzen nur Muslime, aber trotzdem soll sie es aussprechen, okay? Sie hat das auszusprechen und deutlich zu machen. Wir müssen noch wissen, mit wem wir hier reden.
Ja, wir haben es in letzter Zeit wirklich sehr oft mit Menschen zu tun, die reinkommen, sich als Christen zum Beispiel auch ausgeben und tatsächlich keine Christen sind. Ja, das habe ich auch schon mal, habe ich schon mal live gesehen, zum Beispiel bei Hamdi oder bei Joker. Da hat einer einfach wieder Loka nachgemacht, ja, und hat gesagt, ja, ich bin wieder konvertiert zum Christen, zum Islam, Alhamdulillah. Sie haben so gelogen, ey. Es war nicht mal wieder Loka, es war einfach irgendein Hamdi-Mann. Ich freue mich schon auf nächstes Jahr auf MKB. Justin, absolut krank, Justin. Vielen, vielen Dank. Justin, Gott segne dich. Auf jeden Fall, ich freue mich schon auf nächstes Jahr, auf die Kundgebung von Stürzenberg auf jeden Fall. Ich freue mich immer wieder. Ja, er ist, also ich muss sagen, Stürzenberger macht seine Arbeit sehr gut, ja. Auch der Kian. Und auch du, Moritz, ich habe auch gehört, dass du dabei bist. Wusste gar nicht, dass du dabei bist, aber ihr macht wirklich eine gute Arbeit. Ja, ihr tut ja nichts anderes, als den Koran da nicht verschönern oder so, sondern ihr redet mit Tacheles, ja. Und das verstehen viele Muslime nicht. Bilal, Gottes Segen. Bilal, sprichst du Deutsch? Auch ein interessanter Name. Ich meine, wir wissen ja, was mit Bilal gewesen ist, nachdem er von Abu Bakr gekauft hatte und dann an Mohammed übergeben worden ist, aber ohne, dass er freigelassen wurde. Ja, Ubay oder wie der, ich kann den Namen nicht aussprechen, ist ja der, wo ihn versklavt hat, ihn geschlagen hat, verprügelt und weiß nicht was alles. Dann hat Umar so quasi Mitleid mit ihm gehabt. Und hat ihn gekauft und gab es ihm Prophet Mohammed, er war trotzdem immer noch ein Sklave. Und wo Mohammed gestorben, bevor er gestorben ist, hat er ihn wieder an Omar wieder verkauft. Sehr schön, sehr schön. Und alle kommen mit Bilal. Ja. Ist die Melanie noch drin oder ist sie weg? Ich weiß es nicht. Ich hätte sie gerne gefragt, warum sie den Islam angenommen hat. Oder wirst du keine Antwort wahrscheinlich drauf kriegen. Aber ich weiß es auch schon. Ich meine, die hat wahrscheinlich so einen Araber kennengelernt, hat sich den verliebt. Und dann, das wäre immer der Grund von denen. Ja, das so weit würde ich mal nicht gehen. Also ich stelle die Beweggründe nicht in Frage, warum einer was macht. Weil meistens ist es so, was man vermutet, da kommt was ganz anderes bei raus. Deswegen möchte ich jetzt nicht so weit gehen, eine Vermutung anzustellen. Aber meiner Meinung nach hat sie sich tatsächlich mit dem Islam überhaupt gar nicht richtig beschäftigt und ist konvertiert, weil du siehst, also sie konnte ja nichts richtig beantworten. Und ich nehme doch nicht einen Glauben an, den ich nicht kenne oder wo ich gerade mal 15% dessen gelesen habe und die restlichen 50% von Menschen in meinem Umfeld gehört habe. Also das macht doch gar keinen Sinn. Ja, es tut mir auch leid, dass sie glaubt. Ich keine Ahnung. Also ich komm aus dem Libanon übrigens. Aber bist du Jeside, also Ex-Jeside oder nein, Muslim? Nein, Ex-Muslim, da steht ja Ex-Muslim, da steht ja nicht Ex-Jeside. Ah ja, stimmt. Aber kannst du da beweisen, dass ich aus dem Islam komme sogar? Nein, alles gut, Bruder, ich glaub dir. Weil ich habe Jesidentum gehört, man meint, du warst Jeside, dann ein Muslim, wer weiß ich, frage ja nur. Aber schön, dass du zum Herrn gekommen bist. Amen, Halleluja. Ich bin immer wieder. Gepriesen sei der Herr. Sehr, sehr schön. Du hast das Beste überhaupt getan auf jeden Fall. Darf ich dich fragen, Azad, was dich dazu veranlasst hat, den Islam zu verlassen? Also das ist eine sehr lange Geschichte. Das ging schon über 20 Jahre. Ich bin schon mit 16 aus dem Islam raus. Oh, okay. Und was hat dich dazu bewegt? Wow. Gab es da irgendwie so einen besonderen Moment oder irgendwie eine Sache, die dann irgendwie so einschlagend war, dass du gesagt hast, jetzt reicht's mir? Nee, also ich hab Beispiel im Libanon, habe ich ja einen Terroranschlag überlebt. Es gab einen Terroranschlag in meiner Moschee. Ich war 14. Und zum Teil, als ich nach Deutschland zurückkam, ging ich nochmal in die Moschee und dann ging da raus, dass diese Moschee beobachtet wird. Okay. Ja, vom Verfassungsschutz. Das war eine arabische Moschee. Das war während der 11. September. Ach, krass. 9/11. Gottes Segen, alles klar. Warte mal, wo war, Namen Justin. Warte mal, das war aber nicht zufällig die blaue Moschee in Hamburg, ne?
Nee, nicht Hamburg. Also das ist eine Moschee, die hat die war in Freiburg im Schwarzwald, aber die hatte Verbindung zu Hamburg. Ah, okay, alles klar. Ach, krass. Und das hat dir dann was gezeigt? Also du hast dich dann gefragt, warum die dann beobachtet wird oder wie ging das dann weiter für dich, dass du dann den Glauben verlassen hast? Nee, zum Teil waren die vom Geheimdienst auch schon bei mir auch schon zu Hause gewesen, auch ausländischer Geheimdienst. No. Ja, das ist schon krass. Also hat man dich mitverdächtigt, ein Terrorist sozusagen zu sein, weil du diese Moschee besucht hast? Ja, man hat jeden da verdächtigt, auf jeden Fall. Oh mein Gott, okay. Ja. Weil es gab wirklich Verbindungen. Es gab einen Typ, den haben sie festgenommen, das war ein Pakistaner. Der hatte Verbindung zu Al-Qaida. Wie lange warst du da in der Moschee, wenn ich fragen darf? Da ging ich ein Jahr rein. Also da war ich nur ein Jahr dabei. Aber merkst du mir, Lukas, ich muss dir etwas sagen, du bist wirklich ein ehrlicher Mensch. Einer, der endlich mal etwas ehrlich sagt, auch als Ex-Muslim. Es ist so schön, dass du das sagst und dass du den Herrn gefunden hast. Amen. Jetzt sagt einer, ich lüge. Es gab wirklich eine Untersuchung in Deutschland zu dieser Sache mit Hamburg. Und viele Moscheen in Deutschland wurden durchsucht, bis heute noch. Ja, der Abu Bara ist das. Es gibt doch Quellen, man kann das sehen. Also jeder, der sagt, dass das eine Lüge ist, der kennt sich mit den Wochen und Monaten danach nicht aus, was auch hier in Deutschland ist, okay? Diese Anschläge am 11. September wurden hier in Deutschland geplant, okay? Also setzt euch erstmal richtig damit auseinander. Für islamische Terroristen war der deutsche Boden hier ein Nährboden, okay? Hier sind sehr, sehr, sehr viele Sachen geplant worden und wir waren auch mitten im Fokus und deswegen stimmt es schon, was der Bruder hier sagt. Ja, also, wenn du sagst, das ist eine Lüge, dann komm hier hoch, ist gar kein Problem. Erzähl uns deine Quellen, erzähl uns deine Sicht der Dinge, ist gar kein Problem. Wir hören dich gerne an. Kannst es ruhig widerlegen, aber dann komm mit Quellen und Argumenten. Es gab doch schon vor ein paar Wochen, gab es doch schon eine Untersuchung. Also, da haben sie auch eine Razzia gemacht an allen Moscheen. Ja, das ist jetzt, glaube ich, also der Abul Bara zum Beispiel. Ja, genau, ja. Der wird auch von Verfassungsschutz auch beobachtet. Ja, natürlich, zu Recht. Der war doch auch schon in Ruhrhaft, meine ich. Der ist nur auf YouTube und TikTok sehr, sehr freundlich. Der Typ ist gefährlich. Aber er ist richtig gefährlich. Für die ISIS. Ja, und der andere auch, der Abu, der Ibrahim, Sheikh Ibrahim. Sheikh Ibrahim, genauso. Sheikh Ibrahim hat gelernt, weißt du von wem? Von dem Sheikh Al-Aldawi, der zugegeben hat, dass Aisha so junge Männer gestillt hat. Ja, das ist sein Lehrer, sein Meister. Ja. Diese Leute sind gefährlich und sehr gefährlich und das wollen viele nicht wahrhaben. Und dieser Abul Bara macht außen so aus fromm, aber innerlich ist er bösartig, Abul Bara. Ja, er ist der Wolf. Da gibt es schlimmere noch. Es gibt schlimmere als Abu Bara oder dieser Ibrahim oder da gibt es noch viel schlimmere. Aus meiner Zeit kenne ich noch welche, die waren schlimmer. Aber weißt du, wir kennen nur diese, wo wir jetzt hier auf TikTok oder auf YouTube die Livestreams machen, die kennen wir. Also auch der Pierre Vogel, der hat damals gesagt, dass dieser Doc nicht bei ihm war, aber man hat Bilder gesehen. Man hat Bilder gesehen, dass er mit ihm verkehrt hat und ihn mit dem Islam vergiftet hat. Ja, sorry, dass ich das jetzt sagen muss. Er hat ihn vergiftet. Ja. Dieser arme Mann hatte keine Ahnung und konvertierte zum Islam. Pierre Vogel hat Dazodoc zum Dschihad geschickt. Pierre Vogel, also das gab so ein Video, was ich veröffentlichen wollte, aber TikTok hat das gesperrt. Pierre Vogel hat Dazodoc zum Dschihad geschickt, Pierre Vogel. Und das hat mich schockiert. Ja, genau, das ist vor Gericht gefährlich. Und vor Gericht haben die sich dann gegenseitig die Schuld in die Schuhe geschoben, Sven Lau und er. Und den konnte man nicht dafür belangen, aber meiner Meinung nach auch eindeutig Pierre Vogel und Sven Lau waren maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass man da Leute hingeschickt hat, ja, und auch mit Nachtsichtgeräten versorgt und all so ein Blödsinn, ist alles dokumentiert und die sind wirklich höchst gefährlich und schau sie dir mal an, alleine jetzt auf TikTok, ne, den Pierre Vogel, also das ist wirklich unter aller Sau. Könnt ihr euch erinnern, vor ungefähr 10 Jahren oder so,
als oder noch länger, wo Pierre Vogel so die Weltbühne betreten hat, wo dann selbst Muslime alle gesagt haben, der ist zu extrem und ich weiß nicht was und jeder hat sich distanziert und mittlerweile hat sich das komplett verkehrt und genau diese Extremen, ja, was heißt extrem, ich lasse mal das Wort weg, diese guten Muslime, die sich wirklich an die Sunna halten und 1:1 an den Koran, ja, die lügen nicht. Wenn du den einen Vers aufmachst, der sagt nicht, das steht da nicht. Der sagt nicht, Arabisch kann man nicht übersetzen. Der sagt, das steht da. Ich halte mich da dran. Ganz einfach. Ja, ja, das ist ja das Problem. Und jetzt werden die gefeiert, hofiert, ja, von wie heißt der nochmal? Abu Chaka, ja, wird er hofiert und wird er gezeigt, ja, also ein Krimineller, der, wie wir wissen, dokumentiert, also ich weiß nicht, ich glaube, keiner von denen war so oft vor Gericht wie Arafat Abu Chaka, okay? Und der erzählt der Jugend hier, wie sie sich zu benehmen hat und ich weiß nicht, was alles ist mit so einem Pierre Vogel live, also das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Ja, du weißt schon, dass es gibt doch noch einmal einer hier auf TikTok, so ein Imam, also er ist kein Imam für mich, so ein junger Mann, der immer redet, so sehr schön. Ich kenne seinen Namen nicht. Meinst du Femi? Nein, nicht Femi. Nee. Es ist ein junger Türke. Bei dem man echt aufpassen muss, das ist mir sehr stark aufgefallen. Also wenn man das als jemand anschaut, der sich ein bisschen damit auskennt, ganz gefährlich ist der, wie heißt er nochmal? Der Blonde, wisst ihr, wen ich meine? Oh ja. Das ist schon ein Name. Also jung blond sagt mir gar nichts. Ja, warte mal, ich schau mal gerade, ich überlege gerade, wie hieß der nochmal? Warte mal. Adem hat gerade einen in den Kommentaren geschrieben. Alessio, meintest du den Alim? Ja, kann sein, der Alim. Hat einen in den Kommentaren geschrieben, ja. Der ist doch auch immer mit Irfan live gewesen. Ja, der auch, ja, der auch. So, nein, dann meinst du noch einen anderen? Nein, ist noch ein anderer. Ich glaube, er ist Türke, ein bisschen dunkel heute, also nicht so sehr schwarz, aber nicht bös gemeint, gell, Jerry. Aber ein bisschen dunkel. Ja, er ist Türke, glaube ich. Ich weiß seinen Namen nicht. Ich meine Marcel Krass, meine ich. Ach so, Marcel Krass, ja. Marcel Krass, Marcel kann Krass ich überhaupt ist, nicht ernst nehmen. Ja, aber der ist auch schon der sehr Muslim, sehr gefährlich. Oder was? Ich check das nicht, das ist der Muslim, oder? Marcel Krass, ja. Was? Ja. Mhm. Das wusste ich nicht. Guck, was? Alessio, das ist so eindeutig. Nee, wirklich nicht. Keine Ahnung. Natürlich ist der Muslim. Der war mal Lehrer, schreibt er hier gerade an. Ah, Halim, Halim Hamza. Ja, kann sein, dass Halim Hamza. Ja, vielleicht ist es er. Ja, Arte hast vielleicht recht. Halim Hamza heißt er. Ein junger Mann, der so freundlich ist, aber in Wirklichkeit mit Arafat krumme Dinge macht, ja. Er hat ihn so gern. Der krasseste Islamist, das weiß ich 100%. Ich wusste das nicht, ey. Dann bin ich ja noch ein bisschen am Schlafen. Ja, für Arafat kann man auch beten, ne? Nein, für den brauchst du wirklich nicht mehr. Der ist lost. Der ist komplett. Der war die Tage bei Flexer. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, mit dem Alim. Und die wurden wirklich komplett auseinandergenommen. Also guck mal, ich dachte wenigstens, er hat ein bisschen Ahnung von seiner Religion, ne? Und er hatte wirklich null Ahnung. Er konnte keine einzige Frage beantworten. Und es ging da um die Embryos, ja, wie lange der Samen im Körper der Frau bei der Befruchtung ist. Ja, also und im Islam steht ja 40 Tage, was aber wissenschaftlich komplett keinen Sinn macht, sondern 5 Tage ist die richtige Antwort. Und dann hat er das versucht zu erklären und mit irgendwelchen Wissenschaften, keine Ahnung. Also das war so lächerlich. Ich bin gleich wieder da. Alles gut. Der Arafat hat wirklich keine Ahnung von seiner eigenen Religion, der Arafat. Der Rudolf Sex. Du musst aufpassen, er ist nicht so dumm, wie man ihn hier auf TikTok erlebt. Er ist sicher intelligent, er kennt den Koran sich. Der Typ ist gefährlich. Ja, schon, aber man muss schon realistisch sein. Er ist nicht dumm. Er ist sehr intelligent. Ich weiß, dass er nicht dumm ist, aber ich meine, der hat keine Ahnung von Sunna, von den Hadithen, keine Ahnung. Ich glaube, er hat schon Erfahrung, er weiß schon viel. Weil er ist, ich kann es jetzt nicht so laut sagen, sonst kommen hier noch die diese Gummibärenbande, die nimmt das sicher auf.
Ja, es, Leuten habe ich keine Angst. Es gibt Fotos, wo er mit diesen Halim und all diese TikToker Imame da etwas zu tun hat. Er sagt, was sie sagen müssen, ja? Er weiß schon, was in seinem Koran steht. Er macht nur so, als wäre es. Alessio, du musst mal hier in den reinen Muslim-Chat teilweise mal reinhören hier auf TikTok. Also da reden die, wenn sie wissen, dass sie komplett unter sich sind, reden sie auch komplett anders. Ja, das weiß ich, ja. Aber das hast du mich verstanden, was ich meinte, Moritz. Ich glaube, er ist nicht dumm. Ja. Moritz, ich bin gleich wieder da, ja? Alles gut. Okay, bis gleich. Bis gleich. Klar, Bruder. Gleich. Ja, auf jeden Fall für Arafat kann man wirklich beten, dass er wirklich zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, weil der Arafat ist gefangen im Finsternis, der Arafat leider. Ja, dass er eines Tages Christ wird und dass er zum Glauben. Ja, ich finde das halt so krass, das sind alles angeblich gläubige Muslime, die ganzen Clans, und wenn man dann sieht, wie die den deutschen Rechtsstaat ausnehmen, wie die da, sagen wir mal so viele Haram-Sachen, die machen. Die sind alles verwickelt, also vom Menschenhandel bis Drogen, Victor sportlich. Ja, das ist halt das, ne? Ja, es ist halt einfach, wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass er in seinem Koran nichts weiß. Er weiß viel mehr. Er weiß schon, aber er ist nicht praktizierend. Das ist Nein, ja, das sowieso nicht. Er ist kein praktizierender Moslem. Das ist sowieso nicht, das weiß ich, aber er hat mehr Ahnung als diese TikToker-Imamen, die hier auf TikTok schön predigen, ja, der weiß. Das auf jeden Fall. Er ist sicher sehr, sehr intelligent. Ich schätze ihn als einen intelligenten und raffinierten Mann. Aber ist gefährlich, der Typ ist gefährlich, Arafat. Ja, aber er ist... Für die Mafia, der ist gefährlich. Ja, Mafia. Das ist wirklich so, Alessio. Ja, diese Leute, aber kommen ja auch aus diesem Bereich. Aus dem Bereich. Ich bin auch unter diesen Arabern und diese Gruppen, also ich immer in den Cafés. Ich weiß, was die reden. Diese Clans. Ja, das sind Clans, aber für mich sind das keine Mafia, weil Mafia ist eine andere Art. Vielleicht ist das eine andere Art für Mafia. Ja, Familienmitglied, große Familie. Ich habe Respekt, weißt du, wegen dem rede ich nicht so über ihn. Ich habe Respekt für ihn. Weil man weiß nie, was passiert. Ich mag wirklich Arafat. Ich mag ihn sehr, aber man sieht auch, dass er auch Menschenhandel auch betreibt. Und sein Bruder auch. Aber komischerweise ist, die kommen nie ins Gefängnis. Ey. Ja, weil die Lücken kennen. Der ist nicht dumm. Die sind alle nicht dumm. Denkst du? Das ist das Problem. Er ist ein richtiger, raffinierter. Doch, sein Bruder ist doch der Älteste. Der Zweitälteste wurde doch abgeschafft. Von ihnen oder nicht? Boah, gute Frage. Ich hab jetzt nur letztens ja? Justin? Kommst du aus Bayern, Justin? Nee, ich komme nicht aus Bayern. Ich wohne im Moment in Rheinland-Pfalz. Ach so. Okay. Ja, geh am besten nicht weiter, aber Rheinland-Pfalz, ich kenne mich in Rheinland-Pfalz auch ein bisschen aus. Das wird auch immer härter. Also, ja. Ich meine, wenn Frankfurt, was da alles abgeht, ja. Ey, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ohne Witz. Das ist schrecklich. Also, ich lebe in Stuttgart, da geht auch einiges ab. Also, in der Schweiz ist nicht so laut wie in Deutschland, aber es gab auch hier Proteste, aber nicht so schlimm wie in Deutschland. Habt ihr mal gesehen, was in London los gewesen ist? Wie stark in London protestiert wurde? Hunderttausende auf den Straßen. Also da habe ich auch echt gedacht, ich sehe nicht recht. Ich meine, Mohammed Hijab, das ist ja der Leiter der dortigen Dawa-Szene mit hier Ali Dawa. Die haben zu Polizisten gesagt, wenn ihr eure Hunde benutzt, eure Polizeihunde, dann werden wir das als Aggression sehen und die Hunde töten, haben die gesagt. Und die Polizei hat nichts, also die haben gar nicht darauf reagiert, was der gesagt hat. Ja, der ist geistig wirklich, der ist noch viel schlimmer. Mohammed Hijab ist wirklich gefährlich. Dieser Typ ist gefährlicher als dies hier. Der sagt alles, was er sagen darf. Er darf jeden beleidigen. Er kann Engländer als Kuffar bezeichnen. England sind machtlos. Das ist halt das Traurige, weil die Muslime haben schon
England schon übernommen, die Muslime, schon längst. Ja, die haben auch in London einen muslimischen Bürgermeister. Ja, sie haben, ja. Furchtbar, eigentlich, ja. Also, wo ich das Bild auf der Brücke gesehen habe von der Demo, das war schon echt, echt heftig. Alter, die ganze Brücke voll belagert, ey. Das war heftig, das war krass, dieser Anblick alleine nur. Weißt du, was ich schlimm finde, wenn mal wirklich die Scharia in England da präzitiert wird? Wenn einmal dein Imam sagt, jetzt ist die Scharia, da wird die Hölle los sein in England. Die sind viel gefährlicher als hier in Deutschland. Also, vor allem, ich erinnere mich noch, ich war ja selber 2-3 Mal in London gewesen und ich habe das als einer der schönsten Städte erlebt, die ich überhaupt besichtigen durfte. Und inzwischen hat sich das so stark verändert. Ich meine, ich bin da das letzte Mal vor 5 Jahren gewesen, aber inzwischen kannst du es ja gar nicht mehr wiedererkennen. Schade eigentlich, weil England ist ein schöner Land, ja. Sehr schade. Ich habe schon Dinge gehört, das ist wirklich abartig, ja. Menschenhandel mit jungen Frauen in England, dass sie, ja, TikTok-spöklich vergewaltigt worden sind. Von solchen Männern, das ist unglaublich. Ja, Tommy Robinson ist das am Aufklären. Tommy Robinson. Tommy Robinson selber macht da eine gute Arbeit, indem er das aufklärt. Ja, schrecklich. Ja, über England ist auch oder was? Schlimm. Frankreich, ja. Frankreich ist auch schlimmer geworden, Frankreich. Ja, Frankreich ist immer schon schlimm gewesen. Ja, schlimm gewesen, schon damals. Wo sie die, ja, ist nicht, ich will jetzt nicht behaupten, dass alle Marokkaner so sind. Es gibt sicher, weil, ich will jetzt nicht lästern über, aber es gibt viele, sicher viele Marokkaner, die es genauso denken wie die hier in Deutschland und so, den Kalifat wollen und so weiter, ja. Aber es gibt sicher darunter auch gute Menschen, die noch eine Ethik und eine Moral haben, die das auch durchschauen. Das ist auch sehr, sehr gut. Also, ich will nicht jetzt hier niemanden beleidigen, weißt du, sonst sagt man immer, ja, diese Christen sind abfällig. Nee, also ich finde es auf jeden Fall komisch, dass die im islamischen Land leben, die verlassen den Islam und hier nehmen sie den Islam an. Habt ihr euch mal die Orgien in Iran angeschaut, wo die ganzen Kopftücher verbrannt haben, wo die ums Feuer herumgetanzt sind und ihre Kopftücher verbrannt haben? Gut. Sehr schön, Halleluja. Ich habe das voll gefeiert, das Video, Halleluja. Ich habe das voll gefeiert. Ja, aber weißt du, dass die großen Imamen in Saudi-Arabien gesagt haben, nee, Muslime, da debattiert nicht mit Christen. Wir haben Angst, dass uns diese Leute wegfolgen, ja? Sie haben Angst von uns. Mehr und mehr. Kannst du glauben, also im Iran war das so, da war eine Künstlerin, die hat da eine Rede gehalten und die hat gesagt, ja, wir werden euch auch im Kampf gegen Israel unterstützen und die wurde ausgebuht von den Leuten, die da waren, das glaubt ihr gar nicht. Also ich glaube, im Iran ist sich gerade auch wieder der Wind am Drehen. Jo, Iran ist sehr speziell. Im Iran herrscht die Scharia, also im Iran dort. Iran war ja schon immer sehr instabil. Und geplündert. Im Iran wirst du eingesperrt, wenn du ein Ex-Muslim bist und wirst da gefoltert, auf jeden Fall. Das ist doch Wahnsinn, sowas finde ich nicht. Yes, ja, und was auch krass ist, wenn da eine Frau, die noch Jungfrau ist, getötet werden soll, dann wird die erstmal von ein paar von diesen Scharia-Richtern, ihr wisst, was ich meine, und dann darf die erst getötet werden, weil eine Jungfrau nicht ins doch. Nee, ohne Quatsch, googelt das mal nach. Nicht so. Ja, oh Gott. Der Islam ist grausam, grausam, furchtbar, ey. Der Islam kennt keine Nächstenliebe. Und keine Barmherzigkeit ist. Das ist der Wahnsinn, ey. Es ist schon schlimm genug, dass man da noch von Kinderehe noch reden muss. Ja, im 21. Jahrhundert immer noch diese Kinderehe praktiziert werden in Iran. Ja, das ist ja schlimm, ey. Kinder, die bluten, ja komm, man heiratet. Egal, yalla. Heiraten. Sie blutet, yalla. Ja, sie kann 8 sein. Scheißegal, Hauptsache sie heiratet. Was ist das für eine Religion? Ich finde auch die Beschneidung generell der Frau auch ganz, ganz schrecklich, wie es noch in einigen Staaten der Fall ist. Ich habe mir Dings ein Video angeschaut, das ist ekelhaft. Ich habe geschrien und so weiter. Der Imam hat eine Frau beschnitten in Saudi-Arabien. Furchtbar. Furchtbar sowas. Ja. Horror. Ich war schockiert. Ich denke mir so eine satanische Religion.
Das ist der Wahnsinn, das ist geistesgestört, sowas. Eine Frau, Josef, ich meine nicht dich, Josef, ich meine nicht dich, du bist wirklich, ich muss sagen, Josef, du bist wirklich ein sehr netter Muslim. Gegen dich habe ich wirklich nichts, auch gegen den Benzemi, alle diese Riten, auch Fashion, ich habe gegen euch nichts. Ihr seid wirklich liebe, liebe Muslime. Ich meine diese in Saudi-Arabien oder in Iran, die das wirklich mit den Kindern praktizieren. Du bist das nicht, Josef. Ich meine nicht also dich. Der Josef ist kein praktizierender Moslem. So, ja, aber er ist so nett, weißt du. Man er muss ist sagen, nett, aber der nimmt den Koran nicht wortwörtlich ernst. Ich wirklich weiß, das Problem, ne? Trotzdem muss man auch... Mal, die Ertora, dann da weißt du was Böses. Guck mal, jetzt kommt sie wieder mit Alten Testament. Das ist halt das. Vielen Dank. Hallo, Josef. Hallo zusammen. Vielen Dank, dass ich da darf sein. Hallo, Josef. Du bist wirklich ich nett, Josef. Ich finde es wirklich gut. Du bist vielen wirklich Dank. Nett, korrekt, höflich. Ich finde ich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und ich bin froh, allerdings, Josef, dass du den Koran und sondern nicht wortwörtlich ernst nimmst. Ich bin wirklich froh, dass du das nicht wortwörtlich ernst nimmst, Gott sei Dank, wirklich. Ich bin froh. Guck mal, den Koran habe ich oft auch gelesen. Ich weiß nicht einfach, ich kann es nicht in welcher Ayah das ist oder in welcher Sura, aber ich weiß, wie ich das so aufnehme und umsetze. Ja. Hadith habe ich weniger Ahnung, muss ich alles suchen und dann muss ich überlegen, was bedeutet das, wie ich zum Umsetzen ist. Aber was ich habe mal eine Frage an dich, Herr Josef. Ne? Ja. Sagen wir mal, wenn die Muslime in der Mehrheit sind, dürfen sie zum Frieden aufrufen oder nicht, wenn die Muslime in der Mehrheit sind? Das Komplizierte ist es, man muss die Geschichte sehen, wie hat alles verändert in Deutschland, bevor Name Deutschland bekommen hat. Du hast mich nicht verstanden, Yusuf. Wenn die Muslime in der Mehrheit sind, dürfen sie zum Frieden aufrufen, ja oder nein? Gestern, guck mal, das mag ich persönlich mag ich nicht zu antworten mit ja oder nein. Das mag ich nicht. Okay, Yusuf. Okay, also der Koran sagt in Sure 47, Vers 35, dass wenn die Muslime in der Mehrheit sind, dürfen sie nicht zum Frieden aufrufen. Wenn die Muslime in der Mehrheit sind, dann müssen sie über den islamischen Kalifat machen. So auch drauf. Wortwörtlich. Dass wenn die Muslime in der Mehrheit sind, dürfen sie nicht zum Frieden aufrufen. Dürfen die nicht. Und warum gab es lange Zeit Friede unter Muslimen und Nicht-Muslimen? Erstens. In welcher Sure war das nochmal? Also du weißt schon, Sure Muhammad, Vers 35. Sure 47, Vers 35, Herr Josef. 47, 35. Vers 35. Ja. Und das ist halt das Problem, Josef, weil, guck mal, sobald die Muslime in der Mehrheit sind, dann müssen die den islamischen Kalifat machen und versuchen, dieses Land zu erobern, Josef. Ja, verstehst aber du? Ich kann das nicht verstehen so, weil ich lese und ich nehme das anders wahr. Und ich kann das nicht verstehen, dass es wirklich immer noch... Ich kann das nicht verstehen. Osha, mach dich mal auf Sturm. Rede weiter, Josef. Ja, ich kann es nicht verstehen, okay. Beim Länder... Ascher. Ja, es sind Errichtung. Dass es immer noch Christen da gibt. Und das kann ich nicht verstehen. Ja, aber das letzte Zeit. Weißt du warum? Wegen Jizya-Steuer. Jizya. Josef, ganz kurz. Schau mal, der Islam hat ja Nordafrika mit dem Schwert ja erobert und die koptischen Christen hatten ja damals auch Jizya-Steuer gezahlt. Die koptischen Christen, Josef. Ja. Verstehst du, was ich meine? Und. Ja. Aber ja, der fünfte Punkt. Die Muslime, Osha, mach dich mal auf Sturm, Osha. Moritz, mach mal den Osha mal auf Sturm. Ja, jetzt ist Afrikaner, oder? Ich verstehe nichts, was er sagt. Osha, ich höre dich nicht. Also, Yusuf, der Islam ist keine friedliche Religion. Der Islam ist gegen Juden, ist gegen Christen und ist sogar gegen die Atheisten, Yusuf. Und du sagst, nee, das stimmt gar nicht. Ja, aber guck mal, wenn man gegen den anderen ist, so vom Religion her, warum steht dann, dass wir den Bibel
oder die Völker der Bücher respektieren und ehren sollen. Das war, also du meinst, wo der Koran sagt, du meine Religion und du eure Religion, meinst du diese Sure? Das heißt, ja, das kommt erst gegen Schluss, wenn keine gemeinsame Nenner findet. Dann heißt es, ihr habt eure Religion, wir haben unsere Religion. Aber vor dem ja, steht aber es, da ja, aber das ist doch dann abrogiert. Das ist dann abrogiert. Sag mir, warte mal, Yusuf, sag mir mal bitte den Vers. Ich schaue mir mal den Tafsir an und dann kann ich dir sagen, ob der gültig ist oder nicht. Guck mal, ich weiß es gar nicht. Ich weiß es nur, dass das gibt. Ich weiß es nicht, in welchem Ziffer das ist. Ja, Yusuf, aber das ist ja das Problem. Wenn man was behauptet, wenn man sagt, das steht da drin, dann muss man das beweisen. Ansonsten ist das ja nicht existent. Es steht da drin. Jeder weiß es. Yusuf, ganz ehrlich, ich habe den Koran gelesen. Wenn das da stand, dann stand das in der mekkanischen Zeit, aber in der medinensischen Zeit, in der Zeit, wo Mohammed Krieg geführt hat, ist das nicht mehr gültig. Deswegen ist jetzt halt die Frage, was ist davon gültig und was nicht, weißt du? Es ist alles gültig, weil der Koran ist seit dem... Yusuf, du hast ihn nicht verstanden. Es gibt ja. Warte mal, dann hast du die Abrogation nicht verstanden. Dann hast du die Abrogation aber nicht verstanden. Der Koran arbeitet nach dem Abrogationsprinzip. Das, was früher gültig war, ist in der heutigen Zeit nicht mehr gültig, wenn es ersetzt worden ist. Da musst du dir mal die Tafsire anschauen. Also tut's mir leid, da bist du da nicht so informiert. Du musst dir die Tafsire anschauen, was noch gültig ist und was nicht. Weil wenn du zwei Inhalte hast mit fast dem gleichen Inhalt, aber entscheidenden Unterschieden, dann musst du schauen, was von beiden zählt jetzt. Und dafür sind die Tafsire dann da. Darf ich mehr als 20 Sekunden? Maurice, könntest du Sure 9, Vers 5 lesen? Maurice? Sure, ja, klar. Sure 9, ja, klar, natürlich, ich kenne also für Yusuf. Warte mal. Das ist das Problem, Yusuf. Ich habe mit dir öfters diskutiert. Ich habe dir bewiesen, dass der Islam keine friedliche Religion ist und dass der Islam ein Terrorreligion ist, Yusuf. Aber du hast die ganze Zeit philosophiert, so vor 4 Wochen, wo wir darüber geredet haben. Komm mal, Yusuf. Ich sehe die Situation. Ganz kurz, Yusuf. Okay. Ganz kurz. Ich darf nicht mehr als 20 Sure 9. Lies Sure 9, Vers 5 und Sure 9, Vers 5. Jeremy, ich habe das gerade mal auf. Und wenn nun die heiligen Monate abgelaufen sind, dann tötet die Heiden, wo immer ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen aus jedem Hinterhalt auf. Wenn sie aber sich bekehren und das Gebet Salat verrichten und die Armensteuer Zakat geben, dann lasst sie ihres Weges ziehen. Allah ist barmherzig und bereit zu vergeben. Das heißt, wenn sie konvertieren, soll man sie in Ruhe lassen. Richtig. Das sagt dein Koran, Yusuf. Verstehst du jetzt? Yusuf, bist noch dran? Ja, weißt du, es gibt auch die, wenn du es nicht glaubst, Yusuf, kannst du wirklich gucken auf YouTube, gehst du bei Sheikh Al-Fazan, der kann dir das auch sehr gut erklären, was da mit dem mit dieser Sure 9 Vers 5 gemeint ist, ja. Nicht böse gemeint, Yusuf, du bist wirklich ein lieber Mensch, ich merke es auch. Du hast Familie, Gott soll deine Familie segnen, ja. Ich will auch nichts gegen dich sagen. Ja, Amen. Du bist wirklich ein sehr, sehr netter Muslim. Muss man schon ehrlich, auch der Babu. Mit großem Respekt, wirklich. Der Refimi ist auch wirklich ganz lieb, er hat noch nie beleidigt, das, was man bei seinem Bruder nicht behaupten kann, ja. Ihr wisst das, Fimi. Genau. Und allerdings Yusuf und Sure 9, Vers 29 sagt auch, kämpft gegen diejenigen, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben. Das sagt sogar dein Koran, Yusuf, in Sure 9, Vers 29, dass man die Ungläubige bekämpfen soll, ja. Na, ist alles gut. Er soll sich nicht getriggert fühlen. Ja, ich höre ihn mehrmals zu und er ist wirklich ganz lieb, beleidigt auch nicht, wie manche Muslime. Leute, wir könnten keine Neue Testament wie euch machen, tut uns leid. Halt, ich sag halt so, also es gibt's auch wirklich friedliche, nette Muslime, natürlich. Aber uns geht es darum, den politischen Islam. Das stört mich, der politische Islam. Das stört viele. Und nicht die Muslime, ja. Das stört mich zum Beispiel. Und Mohammed sagte in Sahih Muslim 21, ich werde die Menschen so lange bekämpfen, bis sie bezeugen, es gibt keinen Gott außer Allah und dass ich der Gesandte bin.
in Sahih Muslim 21 und das ist Sahih. Ja, du musst ja auch die Schahada aussprechen, das ist das, was er auch will, damit es keine Verwirrung mehr gibt in der Religion. Darf ja, vor allem, da steht ja auch noch drin, da steht auch noch drin, in 5 Sachen ist er gesandt worden, Sekunde, ich lese euch das mal vor, und unter anderem steht da drin, für mich wurde die Erde rein und zu einem Ort der Anbetung gemacht. Und da reden wir tatsächlich davon, dass die Welt dann schlussendlich komplett muslimisch ist, leider. Also, wie gesagt, ich kann euch das mal gerade vorlesen, was da drin steht, was er gesagt hat. Dass er durch Terror siegreich geworden ist. Ah ja, Allahs Gesandter sagte, ich bin mit den kürzesten Ausdrücken, die die weiteste Bedeutung haben, gesandt worden und ich bin mit Schrecken in die Herzen der Feinde siegreich gemacht worden. Und während ich schlief, wurden die Schlüssel und Schätze der Welt zu mir gebracht und in meine Hand gelegt. Abu Huraira fügte hinzu, Allahs Gesandter hat die Welt verlassen und nun holt ihr, Leute, diese Schätze heraus. Das heißt, der Prophet hat keinen Nutzen mehr von ihnen. Das heißt, danach wurde befohlen zu plündern und ja, das ist halt das, was Abu Huraira hinzugefügt hat. Ja, und Abu Huraira ist ein sehr, sehr hochgelehrter, ja. Also nicht ein 0815-Typ, der ist ein richtiger. Ja, es gibt halt die Leute, die verleugnen ihn, ja. Ja, das stimmt. Und dann etwas sagen. Alles ja, gut, natürlich. Gut. Das, was drauf steht, oder das, was ihr sagt, steht auch drauf. 1:1. Aber man muss weiterlesen oder vorher schon etwas lesen, dass man das Teil versteht, warum so es steht. Und das Da steht nichts vorher. Die Hadithe selber, da steht nichts vor diesem Hadith, was das angeht. Also Hadithen sind ja einzeln für sich in ihrer Bedeutung, was das angeht. Und wenn in dem Hadith das so steht, wie gesagt, dass er explizit durch Terror, zum Beispiel lesen wir mal Sahih Muslim 523a. Abu Huraira berichtete, dass der Gesandte Allahs Friede sei mit ihm, sagte, ich bin den anderen Propheten in 6 Punkten überlegen. Mir wurden Worte gegeben, die knapp aber umfassend in ihrer Bedeutung sind. Mir wurde durch Schrecken, Terror, in die Herzen der Feinde geholfen. Beute wurde mir erlaubt, die Erde wurde für mich rein und zu einem Ort der Anbetung gemacht. Ich wurde zu allen Menschen gesandt und die Linie der Propheten ist für mich abgeschlossen. Also mir als Nicht-Muslim, ganz ehrlich, ich denke mir, was soll das eigentlich? Warum maßt sich dieser Mensch an, mir zu sagen, wie ich leben soll, dass er mit Terror in die Herzen der Feinde und es sind die Ungläubigen, die Feinde von Mohammed sind. Und die Erde wurde für mich rein und zu einem Ort der Anbetung gemacht. Übrigens, es ist noch nicht nachgewiesen, dass Mohammed das Gesandte zu den Menschen nach Indien und so gesandt worden, nach China. Also er ist auf viele Kontinente selber nicht gesandt worden. Da konnte man übrigens keinen Propheten nennen, der darüber gesandt worden ist. Also allein da gibt es schon Lücken. Aber wie gesagt, für mich ist das ehrlich gesagt als Ungläubiger, der jetzt sagt hier, ja, Ungläubiger ist eigentlich eine Beleidigung, als Nicht-Muslim ist es für mich ehrlich gesagt erschreckend, wie mit mir umgegangen werden soll. Als Atheist meinst du? Das ist halt das, ne, Yusuf. Ja, als Agnostiker. Ich weiß ja nicht, ob es einen Gott gibt, aber ich sag mal, ich bleibe erstmal darauf, dass ich sage, ich glaube nicht an Gott. Okay. Guck mal, Sache ist es, kein Prophet ist geboren in Europa. Kein Prophet ist irgendwo anders geboren, außer bei dem Gebiet da. Ob Saudi-Arabien ist oder in Palästina oder Israel, was auch immer, oder? Da sehe ich, dass nur jeder tut ihre Meinung darstellen und mit wem er zusammen möchte. Nehmen wir es an, eigentlich reden wir über Christen oder über Bibel. Was sagt auch der Bibel eigentlich als Gläubiger, wie du mit anderen Menschen umgehen sollst? Ich nehme den Koran so, wie es ist und ich lasse kein einziger Buchstabe weg. Und ich kann es immer wieder wiederholen und ich habe immer wiederholt. Je nach Situation nehme ich diese Vers. Auch wenn mir das sagt, ich muss kämpfen, dann kämpfe ich in dem Sinn, wenn ich bekämpft werde. Und dann, nein, Yusuf, da muss ich reingrätschen. Warte mal, ist das, was wir machen, bereits schon bekämpfen? Ist das, was wir machen, über den Islam kritisieren, ist das schon Kampf gegen den Islam? Ja, ich bin jetzt mit euch am Diskutieren in dem Sinne, dass ich meine Religion da stehe, wie ich meine Religion verstehe. Das ja, aber heißt, du weißt, dass die Kritiker damals getötet wurden, ne? Du weißt, dass Islamkritiker damals getötet worden sind. Nein, das kenne ich. Doch, Christentum. Nein.
Yusuf, da hast du wirklich gar keine Ahnung. Guck mal, Mohammed ließ sogar seine Kritiker töten. Mohammed. Die ihn sogar kritisiert haben. Yusuf. Und der zweite Punkt ist, du kommst immer mit denselben Sure, kämpf gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Diese Sure wurde abrogiert, diese Sure, Yusuf. Ganz einfach. Kein Sure 9, Vers 5 gilt. Yusuf, du hast es nicht verstanden. Sure ja. Ayatu Saif, das Schwertfest gilt immer noch. Ja, natürlich, es gibt. Das heißt, die Welt das gibt heißt, die Situation. Yusuf, ich glaube, du hast es nicht verstanden. Sure 9, Vers 29, dieser Vers gilt immer noch für die Muslime. Kämpf gegen diejenigen, die nicht an Allah glauben. Oder in Sure 47, Vers 4, dort heißt es, und wenn ihr auf diejenigen trifft, die ungläubig sind, dann herunter mit ihren Haupt. Und Jeremy, das machen die ISIS. Jeremy, kannst du ja, mir... Ja, und es gilt in Sure 9, Vers 5, gilt auf der Erde im Allgemeinen. Das heißt, man soll gegen die Ungläubigen auf der Erde im Allgemeinen kämpfen. Das sagt der Tafsir von Ibn Kathir zu Sure 9, Vers 5. Kannst du mir sagen, welche islamische Länder tun Krieg in andere Länder, außer die Christen? Schau dir mal die Verbreitung der Kalifate an, das Raschidun-Kalifat, das Abbasidische Kalifat, das Umayyad-Kalifat, das Osmanische Reich. Schau dir an, wie diese Länder gegen andere Länder gekämpft haben und sich verbreitet haben und den Islam mit dem Schwert verbreitet haben. Nein, sie haben den Islam mit dem Schwert verbreitet und nicht durch Missionierung. Das ist Vergangenheit. Und ich bin Europäer. Das ist ewig gültig, Yusuf. Es ist ewig gültig. Das, was die gemacht haben, ist ewig gültig. Das hat mit der heutigen Zeit, hat es nicht geendet. Der Dschihad gilt bis zur Endzeit. Ja, natürlich. Richtig. Bei mir fängt der Dschihad an mit mir selber zuerst. Ich glaube, du hast den Maurice nicht verstanden. Doch. Ich glaube, du hast nicht verstanden. Nein, hast du nicht. Du hast nicht verstanden. Guck mal, wenn er Agnostiker ist, oder was auch immer. Und er unterstützt. Die Koran-Tötungsbefehle sind zeitlos gültig, Yusuf. Sure 9, Vers 5 ist zeitlos gültig, Yusuf. Eine Sache. Das ist das Problem an dir. Du leugnest Sure 9, Vers 5. Aber wie kann ich einen Menschen. Wie kann ich einen Menschen irgendwie ernst nehmen, dass er. Yusuf, bitte nicht philosophieren. Sure 9, Vers 5. Dieser Vers ist zeitlos gültig, Sure 9, Vers 5. Und Sure 9, Vers 29 genauso. Wenn die Situation mir das sagt, das heißt, wenn jemand mich bekämpfen möchte, egal. Nein, Yusuf, nein, das stimmt nicht. Diese Vers wurden abrogiert. Da werde ich Yusuf, hör auf, Takir zu machen. Diese Vers wurden abrogiert. Nein, Yusuf, kämpf gegen diejenigen, die gegen euch kämpfen. Diese Vers wurden abrogiert durch Sure 9, Vers 5, Yusuf. Ja, das ist das Problem an dir. Dann ist für immer, dann gibt es keine Abrogierung. Der Islam kennt keine Barmherzigkeit, der Islam, keine Barmherzigkeit. Warte mal kurz, Jeremy. Warte mal, Barmherzigkeit gilt nur gegenüber den Gläubigen, aber hart zu den Ungläubigen. Richtig. Das steht selber im Koran, man soll barmherzig zueinander sein, aber hart zu den Ungläubigen. Und genau das ist das entscheidende Problem, weil die Ungläubigen, das sind die Juden, die Christen, die Agnostiker, alle, die nicht an Allah glauben, sind die Ungläubigen. Ja, und Christen, allein schon deswegen ist das doch ein Riesenproblem. Christen und Juden sind Gläubige der Schriften. Ja, aber die sind Gläubige der Schriften, aber sie glauben nicht an Allah. Und diejenigen, die an Allah glauben, angeblich von den Juden und Christen, das sind die gläubigen Juden und Christen. Aber alle, die an Jesus Christus zum Beispiel als Sohn Gottes, als Gott in einem, als Jesus an die Trinität glauben, das sind schon Ungläubige. Und die Juden, die nicht an Allah glauben, sind auch Ungläubige. Das ist ein Trick damals von Allah gewesen, um Juden und Christen zu missionieren. Als er gemerkt hat, das funktioniert nicht, dass er sie missioniert, hat er gegen sie gekämpft, weil er gemerkt hat, ich kann die nicht missionieren. Okay, dann frage ich mich wirklich, viele sagen, okay, wie kann der Koran wahr sein und wie kann Mohammed, Frieda sei auf ihm, der Prophet sein? Dazwischen, nach Christus, war wirklich Frieden Eierkuchen oder was war das? Nö, also ich sag mal, in der Zeit vor Mohammed war genauso wenig Frieden. Also du hattest da eine sehr brutale Situation damals, ja. Aber wenn du einen Menschen hast, der angibt, die perfekte Gesellschaft auf die Erde zu bringen und diese Gesellschaft dann eben nicht perfekt ist, also die Gesellschaft von Mohammed damals, war weit, weit ab vom Perfektsein. Ich gebe dem Beispiel Sklavenhandel, Verhüllung der Frau, Unterdrückung, Vergewaltigung in der Ehe, Vergewaltigung von Sklavinnen, Eroberung durch das Schwert, Beute nehmen in den Ländern. Nur ein paar Beispiele. Das sind Sachen, die
die perfekte Gesellschaft abbilden sollen. Also ganz ehrlich, wir wissen in der heutigen Zeit, wie man in der Zivilisation friedlich miteinander lebt. Und das ist weit ab von einer Gesellschaft, die zivilisatorisch miteinander redet. Setzt du das alles dem Islam bei? Das, was du gesagt also was hast, was ich gerade alles gesagt habe, warte mal, was ich alles gerade gesagt habe, ob ich das dem Islam beisetze. Ja, setzt das, du das wurde, dem Islam wurde bei? Nicht, das wurde von dem Islam nicht erfunden, nein, aber es wurde weder verboten, im Gegenteil, es wurde weitergeführt und sogar zu einem wichtigen ökonomischen Bestandteil gemacht. Sklavenhandel war in den Kalifaten ein wesentlicher ökonomischer Bestandteil. Dienste gibt es auch heutzutage. Du, warte mal, du vergleichst Bedienstete mit Sexsklavinnen? Ernsthaft? Das ist hart. Das ist strengstens verboten. Josef, das ist wirklich, das kann doch nicht dein Ernst sein, Josef. Das ist das strengstens verboten, sogar das X-Sklaven. Aber heutzutage ist es nicht verboten. Erlaubt, Josef. Das ist sogar in islamischen Gebieten, in Mauretanien, im Jemen, es gibt sehr, sehr viele islamische Länder, wo das tatsächlich noch praktiziert wurde. Es wurde durch die, durch den Westen wurde das Ganze verboten, aber es wird unter der Hand immer noch praktiziert. In Mauretanien zum Beispiel wurde es erst 2008 zur Straftat gemacht, Sklavenhandel zu betreiben. Aber wir wissen, dass es immer noch Sklavenmärkte in verschiedenen islamischen Ländern gibt. Also tu bitte nicht so, als würde das da nicht existieren. Das kann schon sein, aber da tue ich halt nicht sagen, dass der Islam das den Leuten gibt und sagt, nehmt Sklaven. Aber doch, wir wissen ganz beim klar, die Gebiete, die eroberten Gebiete wurden zu Sklaven gemacht. Ich meine, Jeremy kann dir sicher was sagen. Die Sanj, die Schwarzen in Afrika, wurden grausam islamisiert. Da wurde ein Genozid ausgeführt, in dem die kastriert wurden. Josef. Die Frauen wurden an die Gläubigen verteilt und die Männer wurden getötet, um die Linie derer auszulöschen. Das war ein Genozid, um den politischen Islam dazu verbreiten. Der Islam hat Sudan-Kultur fast ausgelöscht, die Nubier. Der Islam hat die nubische Kultur fast ausgelöscht, der Islam. Ja, Jeremy, das gebe ich jedem Menschen, der das gemacht hat, nicht der Islam. Jeder Mensch. Das ist der Islam. Josef, hör auf zu lügen. Der Islam hat viele afrikanische Länder mit dem Schwert erobert und ist auch versklavt. Und das kannst du nicht verleugnen, Josef. Guck mal. Ja? In Sahih al-Bukhari steht, Mohammed besaß schwarze Sklaven, Mohammed. Euer Prophet. Ich weiß, er hatte viele schwarze Sklaven gehabt. Und Mohammed hat behauptet, dass der Satan wie ein schwarzer Mann aussieht und das ist geistesgestört. Sorry. Echt? Mohammed war ein Rassist gegenüber Dunkelhäutige. Schau mal, und das ist ja das Beispiel. Wir sagen heutzutage, jeder Mensch, egal wo er herkommt, hat dieselben Rechte. Wir unterscheiden die Menschen nicht nach ihrer Herkunft, sondern nach dem, wie sie denken und wie sie handeln. Also ob jemand zum Beispiel sagt, hier, ich nehme den anderen Menschen als gleichwertig an, oder ich sage, dieser Mensch ist aufgrund seiner Herkunft nicht so viel wert wie der andere. Und das ist ganz klar zu verurteilen. Und wie gesagt, das hat leider Mohammed auch damals mit sehr stark befeuert. Wenn du dir mal anschaust, was die Kalifen gesagt haben, was im goldenen Zeitalter gesagt worden ist über Schwarze. Dass wenn man mit den Kindern hat, dass das, ich will das Wort jetzt nicht sagen, weil ansonsten werde ich gesperrt, aber dass die Kinder dann Downies werden. Also das sind so schlimme Sachen, die da gesagt werden. Wenn man mit Schwarzen Kinder kriegt. Also das ist der übelste Rassismus und von sowas muss man sich ehrlich gesagt distanzieren, ganz ehrlich. Wenn dazu kommt, dass der Kampf muss dargestellt werden, da werde ich auch nicht anders sein als die anderen Muslime. Aber das, Josef, ich glaube, du hast nicht verstanden. Das ist doch, ich habe alles verstanden. Ich vergleiche. Der Islam ist eine rassistische Religion gegen. Dann umso schlimmer, Josef. Wenn du es verstanden hast, umso schlimmer. Okay, ich vergleiche, wie die Welt ist. Wie die Welt entstanden ist, wie die Welt oder wie die Menschen die Welt gemacht haben. Und deswegen sehe ich eigentlich, dass der Islam für alles eine Antwort hat. Wenn ihr mit dieser. Hat es nicht. Es tut mir leid. Islam hat nicht immer alles auf Antwort. Josef, es tut mir leid, es bringt mit dir nichts. Warte, Josef, es tut mir leid, es bringt mit dir nichts. Wir haben dir verschiedene Fakten. Du bist nur am Philosophieren, Josef. Eben, das Philosophieren. Josef, es tut mir leid, ich werde dich jetzt runterwerfen. Das Philosophieren. Du bist nur am Philosophieren. Guck mal. Mohammed, es tut mir leid, es bringt nichts. Es bringt uns nichts. Du bist nur am Philosophieren.
Ja, wir müssen über die Fakten reden. Philosophieren bringt uns da nicht weiter. Wir sind nur am Philosophieren, leider. Ja, und du merkst ja, die Leute, die wir hier oben haben, es ist egal, wo wir herkommen. Wir teilen uns gemeinsam den Glauben an die Humanität, dass wir gemeinsam alle miteinander zusammenleben können. Da machen wir überhaupt keinen Unterschied. Eben, genau das ist der Punkt. Es spielt keine Rolle, welche Hautfarbe. Es ist egal, ob du ein Deutscher bist, Chinese, Inder, wir sind alle Geschöpfe Gottes, alle Menschen. Es spielt keine Rolle. Aber Mohammed sagt, der Schwarze sind Punkt, Punkt, Punkt. Ja, das deswegen. Hat mich schockiert. Ich kann nicht verstehen, wie kann ein Schwarzer zum Islam konvertieren? Sudan, das Wort Sudan heißt schwarz. Sudan heißt schwarz. Das heißt, ja. Al-Malik hat das überliefert und hat gesagt, dass die Abessiner, der Fürst der Abessiner ein Rosinenkopf ist, ja? Also ist auch eine Beleidigung, Rosinenkopf. Guck mal, ich mag Sudan von ganzem Herzen. Aber das Problem ist, Sudan sind die Nubier und aus Nubien wurde Sudan gemacht und Sudan heißt schwarz. Und das wissen die meisten nicht. Sudan. Das sind die Nubier. Das sind keine Araber. Das sind Afrikaner, die Sudanesen. Aber komischerweise ist, der Islam hat Nordafrika mit dem Schwert arabisiert. Das ist der Wahnsinn. Ja, deswegen. Und ich meine, daran sieht man ja. Also allein schon, wie gesagt, was mit Bilal gemacht wurde. Wie gesagt, er hat unter seinem vorherigen Besitzer, hat er gelitten. Da streitet keiner ab. Aber er wurde nicht durch Abu Bakr oder Mohammed befreit. Er war ein Sklave, er blieb Sklave und er starb als Sklave. Und das ist ja das Traurige. Also allein schon, wenn man sich die Tafsire von Ibn Kathir anliest, dass kein Schwarzer das Paradies erblicken wird. Allein schon, das ist eine sehr, sehr rassistische Sache. Und das tut mir von ganzem Herzen weh. Ja, wie gesagt, wir sind für die Humanität. Wir wollen nicht, dass so mit Leuten umgegangen wird, egal woher sie kommen. Wie gesagt, uns interessiert, wie die Leute denken und wie sie handeln. Ob sie sich für diese Zivilisation einsetzen, dass sie gemeinsam mit uns leben wollen. Ob sie ein Interesse daran haben, sich zu integrieren bzw. assimilieren. Wenn sie das nicht wollen, dann können sie gerne in die islamischen Länder gehen, wo das eben praktiziert wird. Aber dann sollen sie das bitte nicht hier in diese Gesellschaft reinbringen. Wir haben genug Probleme und wir müssen, wie gesagt, schauen, dass wir an den Problemen arbeiten, dass man die verbessern kann. Und nicht, dass wir irgendwie, dass wir und Leute reinholen, die vollkommen menschenverachtende Sachen haben. Es sind, wie gesagt, lange, lange nicht alle. Das möchte ich damit nicht sagen. Es sind leider aber auch nicht wenige, die das praktizieren. Das ist halt das. Und deswegen müssen wir das verhindern, weil mich stört das. Also, ja, jetzt zeigt der Yusuf sein Gesicht. Europa wird islamisch sein, ob ihr wollt oder nicht. Und die Zukunft wird etwas zeigen. Ja, Yusuf, da hast du dein Wahres. Oh, ihr seid Wahres. Bitte Screenshot machen. Ich mach Screenshot. Bitte Screenshot. Ich mach Screenshot. Ja, allein, dass er schon diesen Abrogationsvers abgelehnt hat, heißt ja schon alles. Ich hab Screenshot gemacht, Yusuf. Du hast dein wahres Gesicht gezeigt. Es ist vorbei, Yusuf, vorbei. Yusuf, du hast dein wahres Gesicht gezeigt. Es ist vorbei, wir haben dich erwischt. Ich habe Screenshot gemacht, Screenshot aufgenommen. Ich habe das aufgenommen. Und ganz ehrlich, daran sieht man, bei Johnny, daran sieht man wieder die Takia, ganz ehrlich. Ja. Krass. Aber nochmal an diese Leute, die mal sagen, ja, das wird passieren. Im Namen Jesus, Scharia wird niemals nach Deutschland kommen. Ich breche diese Gedanken und diesen Auswurf in Amen. Jesus. Amen. Scharia gehört nicht zu Deutschland. Das würde ich niemals zulassen. So Gott will, schreibe ich Stürzenberger und dann treffe ich mich mit dem, mit M. Stürzenberger, weil Scharia ist gegen die Demokratie, Scharia. Scharia ist Diktatur. Scharia. Imperialismus ist die Scharia. Das ist Fakt. Da kann man auch nach Nordkorea gehen. Eben. Ja, wirklich. Im Namen Jesus, Scharia hat in Deutschland nichts zu verlieren. Nordkorea ist schlimmer als... Ja, aber da siehst du mal wieder, es ist immer wieder dasselbe. Wir diskutieren und wenn man faktisch nicht weiterkommt, wenn man dauernd Takia von der anderen Seite macht, dann zeigt man irgendwann sein wahres Gesicht, weil man genau weiß hier, man kommt bei denen nicht weiter, argumentatorisch. Ja, Bruder, vorher war doch diese Mail da,
Melina, Melanie, ey, diese hat mich wirklich getriggert, ey. Ich frage sie, bist du Muslim? Sagt sie mir, nein. Habe ich gefragt, bist du Koranitin? Nein. Ja, ich bin aber gottesfürchtig. Ey, was ist das? Ich Alessio, das haben alle 200 Leute mitbekommen. Also sie hat auf jeden Fall gesagt, dass sie keine Muslimin ist. Boah, und dann hatte ich bin rausgefunden, dass sie die Schahada da gepostet hatte. Das, also ich weiß nicht, ob man das noch als Muslime ansieht, ja? Und dann kommen sie hier hoch, Alhamdulillah, bin Muslim und haben keine Ahnung von ihrer Religion. Ey. Und ich als Nichtwissende muss ihnen erklären, wie die Religion funktioniert, oder was? Aber ich merke auch, dass es immer mehr Kritik gibt in Bezug auf diese Materie, auch in den Medien und in der Politik, dass immer mehr darüber kritisiert wird. Und dann sagen die Leute, oh, wir Armen, wir dürfen das nicht ausleben, bla bla. Aber es ist gut. Yusuf, es ist vorbei. Yusuf, es ist vorbei mit dir. Du hast dein wahres Gesicht gezeigt, Yusuf. Es ist vorbei. Ich hab's gewusst, dass es irgendwann mal rauskommt. Früher oder später wird er sein wahres Gesicht zeigen. Ja, ich meine, er hat ja vorher schon, ich glaube, vor einer Woche oder gesagt, dass er für die Scharia ist, ganz ehrlich, aber ich meine, da merkt man es ja. Man philosophiert rum, verwässert alles, soweit es geht, leugnet, was drinsteht, versucht das alles ins Positive zu philosophieren, aber im Endeffekt wissen wirklich diejenigen, die so reden, meistens eh Bescheid, was los ist. Und ganz ehrlich, das ist so eine, ja, sagen wir es mal so, hinterhältige Art, in ein Gespräch reinzugehen. Aber weißt du, was ich komisch finde? Wenn sie doch die Scharia so lieben, gehen sie nicht zum Beispiel in Iran oder in Irak, warum oder Saudi-Arabien, weil sie selber Angst haben. Ja? Und glaub mir, ich sage dir, die sollen mal 2 Wochen nach Saudi gehen, glaub mir, die würden sich nie wieder dorthin trauen, wenn die einmal dorthin gekommen sind, die werden denken, oh mein Gott, sowas will ich nicht in Europa. Okay, gut, ja, vor allem Afghanistan. Stellt euch mal vor, die Leute müssten dann in Afghanistan leben, wirklich unter der Scharia, wo du Hinrichtungen hast, wo du wirklich am untersten Niveau-Level leben musst, leider. Ich meine, ich habe mir ein Bild von dem Finanzminister mal angeschaut, der da war. Der hatte, ohne Quatsch, das war so ein Fusselbart, der hat dann da mit Kalaschnikow an dem Tisch gesessen und so einer ist der Finanzminister von Afghanistan, ganz ehrlich. Also da wundert man sich nicht, warum das Land nicht läuft. Ja, das sind auch so primitive Leute, ja. Also die sind, aber die folgen Menschen, die den rechten Weg vom Prophet Mohammed, ja. Die folgen ihm. Ja, warte mal kurz, Johnny. Ich habe Yusuf stumm geschaltet. Entsperr den nicht. Dieser Typ ist ein Terrorist, der ist gefährlich. Yusuf, du bist ein Terrorist, du bist ein gefährlicher Typ. Ich hab's gewusst. Und es tut mir leid, viele kommen hier hoch und sagen, ja, Taliban hat nicht mit dem Islam zu tun, IS hat nicht mit dem Islam zu tun. Ja, was sind sie dann? Sind das so Beduinen-Menschen, die irgendwie im hintersten Loch wohnen und wissen nicht, was ihre eigene Religion ist, oder was? Ich weiß, glaube ich, auch so langsam. Es ist manchmal schwierig und dann auch auf TikTok hier das... Hab schon mehrere Debatte angeguckt, so heimlich. Also, Sufjan, du bist wirklich auch ein Jahil. Ja. Soll aber nicht da lachen. Der Riesen-Jahil. Wo nicht mal A und B und diese ganze Gummibärenbande. Weißt du, warum ich hoch bin? Nur wegen dieser Gummibärenbande, ja. Und diese andere, Sufjan oder Jahil. Und diese andere, jeden Tag beschweren sie sich über Jesus, aber über Mohammed einmal ein Wort sagen, ihr seid Hetzer. Ja, komm, lag wein doch. Nein, ich habe die Schnauze voll von so ein Terrorreligion habe ich noch nie in meinem Leben gesehen wie der Islam. Aber weißt du, was ich schlimm finde? Wenn du den Prophet beleidigst, ist für sie viel schlimmer, als wenn du Allah beleidigst. Ich komm nicht die mehr. Machen Mohammed zu Gott. Ja. Sallallahu alaihi wasallam heißt Allah und die Engel beten für den Propheten, weil das Wort beten heißt auf Arabisch Salah. Mein Name ist Sallallahu alaihi wasallam. Sprechen Ahmed hier. Guten Tag, wir gehen. Na, hast du sie mitbekommen? Ich bin. Also ich wollte gerade was durchziehen, Bruder. Du hast mich direkt verpfiffen. Ja, Mann, ich wollte an deiner Stimme. Sprechen so.
Warum? Meine Stimme ist, die, ich kann ihn nicht verstellen, ne? Die ist schon sehr markant, ohne Witz. Ja, deine Stimme ist sehr, sehr, ja. Scheiße. Also, warte mal, wenn du dich schon als jemand anderes ausgibst, dann mach dir ein anderes Profilbild oder so. Weil es ist ja, auffällig, das ist, Bro. Das ist auffällig, ja, Bro. Ich hab den, Hope braucht dir einen Account. Die ist auch wieder gesperrt, leider, weil sie sehr, sehr impulsiv war vorhin. Die Schwester ist immer sehr impulsiv. Aber ja, aber kann ich auch verstehen. Guck mal bitte, was sie sich umschlagen muss hier jeden Tag. Wo ist sie jetzt? Ist sie noch irgendwo sie live? Sie kommt gleich. Ich bin auch, mein offizieller Account, mein richtiger Account ist auch in 2-3 Stunden wieder freigeschaltet und dann hat sich das auch erledigt. Ja, der war jetzt auch ein paar Tage, weil ich mein Mikrofon offen hatte, während hier eine richtig losgelegt hat und alles und jeden beleidigt hat. Oh nein. Ja, also ihr müsst wirklich drauf aufpassen, Leute, guck mal, auch also wirklich nochmal hier, ich rede aus Erfahrung, wenn ihr merkt, da wettert einer richtig los mit Schimpfworten, macht euer Mikrofon aus. Sofort. Ne? Und wenn ihr das nicht aus habt, dann redet wenigstens nicht, weil so geht dann der Balken da an und man sieht nicht, wer gerade geredet hat und dann werdet ihr gesperrt. So ist mir das passiert. Ja, gestern wurde ich auch gesperrt, weißt du das? Echt? Ja, Live-Sperrung und dann habe ich Widerspruch. Nach ein paar Minuten haben sie wieder, ist okay. No. Ja, und TikTok hat meinen ersten Account gesperrt, TikTok, Jeremy M. Kambila, Eddings, sag mal, so meinen ersten Account für 10 Echt? Tage. Ich habe nichts gemacht. Und warum? Ich habe das Evangelium. Und warum? Ich habe das Moritz, du wolltest was sagen. Was habe ich verpasst? Ja, Yusuf hat sich enttarnt. Yusuf? Ja. Wir haben mit dem diskutiert, er hat rumphilosophiert und im Endeffekt hat er in die Kommentare geschrieben, Deutschland wird ein islamisches Land, ob ihr wollt oder nicht. Und dann habe ich ihn noch sogar gesagt, ich habe gesagt, Gott forbid, in Jesus' name never. Mit der Prognose hat er leider nicht so Unrecht. Ja. Johnny Hope kommt gleich. Okay. Ja, also ich meine, mit einem N, nicht unser Johnny, der jetzt gerade hier oben ist. Und weil der andere Johnny auch unser Johnny ist. Also nicht falsch verstehen. Alles klar. Hey, habt ihr gehört, was Flexer gesagt hat? Oder nein. Habt ihr das gehört? Nein. Hat eine Ansage gemacht gegen den. Gegen Hamdi. Ja? Ja. Wegen dem Bild, weil er sein Bild benutzt, was hat er ihm gesagt? Er hat gesagt, ich will dich im Octagon. Er hat es sogar in sein Profil, also der Flex hat gesagt, er will mit ihm im Ring steigen in einen Octagon-Ring. Kannst du dir vorstellen, er zieht seine Brille aus, ich bin, und er guckt, ich schläg's. Oh Mann, ey. Jetzt sieht seine Brille aus, ey. Oh Mann. Ist eigentlich schon das Entschuldigungsvideo von Fashion online? Ja, ist online, aber ich habe das nicht akzeptiert. Er musste sich bei mir eigentlich gesondert entschuldigen, aber das ist wirklich halbherzig und dahin geklatscht. Und ich habe dem Punisher gesagt, dass ich das ehrlich gesagt eigentlich nicht akzeptiere, weil wenn man eine Wette verliert, dann soll man seine Wettschulden ehrlich erbringen. Und das ist so ganz, ganz halbherzig. Also du kannst bei Punisher aufs Profil gehen. Da ist das Entschuldigungsvideo online. Das ist wirklich nur ganz kurz und ganz lapidar. Ich hätte das ganz, ganz anders erwartet, ehrlich gesagt. Ich wünschte mir, dass der Kamelpipi musste. Ich habe gepostet Kamelurin, aber keiner wollte. Ich hätte das gerne gesehen. Ich habe es doch auch geschrieben, Kamelpipi. Ja, ich hätte das gerne gesehen. Ich auch. Was hat er denn gesagt? Warum sollte er ein Entschuldigungsvideo machen? Weil er einigen von uns gedroht hat und gesagt hat, dass er eine Liste führt und wir werden sehen, was passiert und mit einem Da Vinci Code, jeder, der weiß, was der Da Vinci Code ist hier von Algier, was er damit gemacht hat und hat also ich habe den Film, es gibt ja den Film, aber ich habe den nicht geguckt, was ist nein, das? Nein, den Film meine ich nicht, nein. Geh mal auf YouTube später und gib mal Algier, A-L und dann auseinander G-E-A-R ein und gib mal Da Vinci Code dahinter. Das ist so ein ehemaliger Rapper aus Deutschland und der hat sich an irgendeinem Typen mal gerecht und hat da wirklich was sehr Hinterhältiges, Gemeines gemacht. Und das nachzuahmen empfehle ich keinem Menschen, ja.
Und das soll keine Werbung dafür sein, aber nur um zu wissen, was womit der Fashion gedroht hat. Und vor allen Dingen bei mir dann auch mir Worte in den Mund gelegt. Ist das nicht derjenige, der mit Amir mal diskutiert hatte darüber und ja, von ganz Plan hatte? Genau. Ja, das ist ein ehemaliger Freund auch von Amir. Die sind miteinander aufgewachsen, die kennen sich tatsächlich privat. Und da haben sich dann die Wege irgendwann mal getrennt, als Amir dann zum Glauben gekommen ist. Und der war tatsächlich mit Amir live und hat dann, Amir hat ihm den Hadith von Aisha und Mohammed vorgetragen. Und er hat dann gesagt, ja, das ist mein Prophet. Das dann, so ist das dann halt. Würde ich dann auch machen. Hat er dann eiskalt, hat er das so rausgehauen. Ja, das ist genau der. Krass. Aber sowas hört man leider öfter. Also ganz ehrlich, da fragen die, ja, wo steht denn das drin? Dann zeigen wir denen das. Und anstelle, dass sie sagen, boah, wie schlimm ist das denn? Das kann doch in der heutigen Zeit gar nicht mehr existent sein, ne? Sagen die, ja, wenn das so da steht, dann wird das so existent sein. Dann ist es halt so, ganz ehrlich. Ja. Und diese Kritikunfähigkeit, diese vollkommene, ich sag jetzt mal, wie soll ich das jetzt sagen, wie ein Schaf, was einfach nur hinterherläuft, was überhaupt nicht eigens darüber nachdenkt, das ist hochgefährlich. Ja. Du meinst extreme Mitläufer. Das kann keiner leugnen, dass es da drin steht. Und die beste Ausrede, die sie haben, nenne ich jetzt mal, ist immer dieses Jahr, damals waren halt 9 Jahre was anderes, ja. Ja. Lu, vielen Dank. Das ist die beste Ausrede, die sie haben. Ganz kurz, ich möchte auf einen Kommentar eingehen. Aber das ist wenigstens ehrlich. Warum haben Aramäer einen schlechten Ruf in Delmenhorst? King of Currywurst kann ich dir nicht sagen. Also ich persönlich kenne sogar gar keine Aramäer aus Delmenhorst. Was ist das überhaupt für ein Name? Wie, welcher Name? Delmenhorst. Aber jetzt verstehe ich auch, ja, ich weiß, aber jetzt verstehe ich auch, was mit Da Vinci Code gemeint war. Ich war so die ganze Zeit, hä, hat Fashion jetzt den Da Vinci Code geknackt und ist auf einmal Forscher geworden oder was? Nein, nein, der Algier hat das so genannt und dadurch ist das eigentlich so in Deutschland bekannt geworden. In der Hip-Hop-Szene ist das ziemlich bekannt. Ich glaube, der hat das sogar 2-mal gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Warte mal, du musst mal Fashion fragen, was ein messianischer Jude ist. Oh je, ich glaube, ich möchte die Antwort gar nicht hören, oder? Also, du kennst ja Shimon, der hatte mit Fashion mal diskutiert und er hat ihn gefragt, was ein messianischer Jude ist. Ja. Und Fashion hatte da gar keine Ahnung, also es ist auch auf YouTube, das war so lustig. Shimon ist mit dem Schlitten gefahren. Oh Mann. Krass. Ja, aber Fashion ist ja netter eigentlich, ne? Ich denke nicht, dass er im persönlichen Leben irgendwie jetzt... Ja. Nein, er ist wirklich lieb, ne? Aber, ja. aber hat das einfach ein Problem mit ich weiß nicht warum. Ja. Weil er mit Argumenten nicht widerlegen kann, deswegen. Das ist das Problem. Ich fand das auch so geil, als der hier mal probiert hat, Juden und Christen voneinander zu spalten, ja, von wegen, ja, die Juden haben doch den Jesus hier ans Kreuz gebracht oder so. Hatte der probiert, uns zu spalten und ist absolut gegen eine Wand gefahren. Das war so witzig. Die Juden selber sind die Pharisäer. Und Jesus ist der König der Juden am Ende des Tages auch. Ja, und nochmal, man muss immer wieder betonen, die ersten Christen waren Juden, okay? Ja, also, dass man immer behauptet, dass die Juden Jesus nicht anerkannt haben, ist völliger Schwachsinn. Die ersten gläubigen Christen waren Juden. Ganz einfach. Und das erste Land haben wir auch gestern nochmal klargestellt, da war eine Schwester oder ein Bruder, ich weiß nicht mehr, wer das ins Spiel gebracht hat. Das erste, die erste komplette Nation waren tatsächlich Armenier, die das als Staatsreligion auch eingeführt haben, ja? Ja, es ist sehr interessant, dass man sie immer kommen und sagen, ja, aber hier und dann wissen sie nicht mal, wer die Pharisäer sind, ja? Ja. Sie wissen nicht, was ein Pharisäer ist, ja. Aber wir wissen, was ein Pharisäer ist, ja. Ich fand sehr lustig, wie er hier versucht hat, mit Johannes 8, Vers 44, da hat man einfach diesen Satz rausgezogen, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun, ja. Und da sagt er, dass hier Jesus behauptet, dass alle Juden den Teufel zum Vater haben. Da wollte er auch schon spalten. So, und dann habe ich zu ihm gesagt, dann lass uns das doch mal aufmachen und komplett lesen, okay? Und wenn man sich das aufmacht
und komplett liest, weiß man, zu wem er hier spricht, warum er das sagt und was damit gemeint ist. Ja, und das ist überhaupt nicht die Bedeutung oder die Intention, die er dann an den Tag hier gelegt hat. Und dann wollte er auch ganz schnell stracks nicht mehr drauf eingehen, weil das sind genau die Punkte. Die gehen bei Hamdi, bei Liebe zum Hadith und zu ihren Leuten in diese Streams rein. Die nehmen einen Satz, wirklich nur einen Satz hier raus und verdrehen und schieben und machen und tun. Aber wenn man dann sagt, okay, lass uns über den Vers reden, wir machen den jetzt auf und lesen das vor, komplett, okay? Und man braucht nicht 15 Seiten vorher und 30 Seiten danach, sondern wirklich nur, was vorher steht im unmittelbaren Vers und was auf 45, in 46 folgt und 47, dann hat man schon die Erklärung. Aber das lesen die dann extra nicht vor, weil dann der erste Satz und das, was die da draus machen wollen, einfach keinen Sinn mehr ergibt. Okay? Dann kommen die hier hin, wir machen das auf, wir lesen das mit denen und dann rennen die ganz schnell weg davor. Ja, Bruder, du meinst hier dieser Aso Sufjan oder so. Ja, nein, das hat Dings gemacht. Das hat, die das machen, ja, aber Fashion nimmt solche Dinge auf und kommt dann rein und haut das dann um die Ohren. Oder zum Beispiel der berühmte, warum wusste Jesus die Stunde nicht? Und all diese ganzen Sachen. Lies ja, doch den Anfang, lies das, was davor danach folgt. Und dann hast du die Erklärung. Dann hast du einfach die Erklärung. Aber wenn du wirklich nur diesen einen Satz, stellt euch mal vor, wir machen jetzt hier, ich mache mal ein Beispiel. Was haben wir denn hier? Das ist diese wenn Frau. Wenn wir jetzt einfach mal so machen, wie die machen. Wir nehmen jetzt Sure 5, Vers 2. Ja? Oh, die ihr glaubt, entweiht nicht die Kultzeichen Allahs. Punkt. Okay, jetzt kann ich da rein interpretieren und machen und tun und hast du nicht gesehen. Aber der Vers 2 hat noch 6, 7 Sätze. Und wenn ich die nicht noch lese, dann kapiere ich doch den ersten Satz nicht. Ja, das natürlich nicht. Das mit dem 3 Jahre, Bruder Monkey Boy, das stimmt gar nicht, weil die Juden eine andere Auslegung haben und sagen, sie ist nicht 3. Das ist ein Lebensabschnitt bis 3. Aber so muss sie mindestens 21 Jahre alt oder 18 gewesen sein, ja? Aber auch hier, für alle, die das hören, für alle, die das hören, guck mal, ganz easy. Ihr macht einfach das Alte Testament auf und dann schlagt ihr mal nach, was über Rebekka drinne steht, als Isaac sie das erste Mal sieht. Okay? Und da trägt sie Krüge und tränkt die Kamele. Also bitte, also jetzt mal wirklich, welche Dreijährige kann Krüge, Liter Krüge tragen? Ja, also diese Eimer, mit denen man dann Tiere tränkt.